Wird ja schon im Chat Aha. gesehen, ist da. Meiner ist auch da. Traum. Haben die Wir haben beiden. Dich schon herausgefordert. Ah, ist das Super. Schön. Wunderbar. Ganz wichtig, Leute, die spielen immer muten während der Partie. Genau. Immer muten. Genau. Ganz wichtig. Und damit ist das fünfte Subpattle eröffnet. Auf geht's, Freunde. Legt los. Viel Erfolg, viel Spaß, Leute. Haut rein. Mike ZK hier mit dem weißen Stein. Kleiner oder kleiner? Hat ein bisschen mehr Elo-Zahl als sein Gegner. 11 und 51 gegen 1073. Aber das ist natürlich jetzt kein so großer Unterschied. So, Mike, du kannst deinen ersten Zug machen. Und schon muten, muten, schön muten. So, E4, E5, klassisch. Okay. Springer F3. Schottisch, immer gefährlich auf diesem Niveau, schottisch. Wegen ja, das hatte ich erst vorgestern gegen Magnus. Und gegen Magnus? Das war auch eine Ach scharfe so. Kiste. Ja, aber, dann 16. Ja, im Alter von 16. Das sehe ich aber sehr häufig, Georgius. Ja. Ja, dass die Leute auf D4 schlagen einfach ja, direkt. Ja, ja. Siehst du auch häufig, ne? Auf dem Niveau wird ständig geschlagen auf D4, ja. Was meinst du, woher kommt das? Dass man einfach erstmal Sachen jetzt raushackt oder was denkst du, was die Schlagreflex. Ist? Yes! Schlagreflex. Da ist das Matt, danke dir. Milan, danke dir. Willkommen in der Familie. Genau, warum ist das nicht gut? Weil die Dame nach D4 kommt, die Dame steht da echt gut. Also die steht zentral und sie kann auch nicht so leicht vertrieben werden. Ja, C5 könnte man spielen, aber dann geht die Dame zurück und dann hat man sich geschwächt. Und ansonsten steht die Dame einfach wunderbar. Also Schwarz hat quasi Weiß dabei geholfen, eine Figur zu entwickeln. Deshalb nicht auf D4 schlagen, Freunde, sondern Springer rausbringen, Läufer rausbringen, einfach weiterentwickeln. Der zweite Nachteil ist, dass immer diese Struktur entsteht, dass Weiß einen Bauern auf E4 hat und Schwarz einen auf D6 und das ist mal Raumvorteil für Weiß und Weiß kann sich wunderbar weiterentwickeln mit langer Rochade, Läufer C4 ja. Ja, und hat dann auch schönen Raumvorteil. Ja, hier sieht man Aber es jetzt natürlich. Direkt. Hier sieht man es jetzt direkt. Weiß kann sofort lang rochieren. Er spielt Läufer B5 Schach. Schach gesehen, Schach gegeben. Aber hier kann man das sehr gut abwehren. Mit C6 macht er auch schon sehr gut. Ja, macht man eine Wette auf das Gesamtergebnis. Wo auf Twitch ist es so, dass man wetten kann mit wetten. Kanalpunkten. Kanalpunkte verwenden. Die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, bekommen Kanalpunkte. Und das ist ja auf YouTube nicht. Die Leute fragen hier die ganze Zeit, aber natürlich, weil du auf YouTube bist, machen wir das jetzt hier nicht. Aber ihr könnt auf das Gesamtergebnis wetten hier auf unserem Kanal, Leute. Das ist sehr gut. Gut gemacht, Mods. Prima. Das hat Twitch neu eingeführt. Ach echt, dass man wetten kann auf bestimmte Ergebnisse? Genau. Sehr spannend. Und dann bekommt man dann... Kanalpunkte. Und wie sind die Quoten? Oder ich meine, wie wird denn das bestimmt? Die Quoten ergeben sich je nachdem, wie die Leute wetten, weil die Kanalpunkte werden nur untereinander getauscht halt, ne? Aha, sehr Und die Quoten spannend. Ergeben sich dadurch automatisch. Okay, und also ich mache ständig Kanalpunkte verwetten, zum Beispiel auf meine Partien. Die Leute können wetten, ob ich gewinne oder verliere. Und okay. Meine Blitzpartien. Aber du kriegst dann keine Kanalpunkte, oder wie? Nein. Es geht nur zwischen den... Genau. Ist ja interessant. Ja. Und sagen die Leute jetzt den genauen Punktestand oder einfach nur gewinnen oder verlieren? Die Frage lautet, wer gewinnt das Subbattle? Ah, okay, verstehe. Ich vermute mal, bei Remy dann keiner. Na gut, es wird immer eine Entscheidung geben, das ist klar. Warum? Ich habe gegen Anna zum Beispiel zweimal unentschieden gespielt. Ja, das gibt's bei uns nicht. Schwarz hat hier jetzt einen isolierten Bauern auf D5 und den greift Weiß dreimal an. Dieser Bauer ist auch wahrscheinlich weg jetzt. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Hier hat Weiß mit dem C-Bauern auf B3 geschlagen. Da könnte man besser mit dem A-Bauern schlagen, um auch die A-Linie zu öffnen. Generell möchte man lieber zum Zentrum schlagen als vom Zentrum weg. Und wenn man damit auch gleich noch eine Figur aktivieren kann oder die Linie öffnen kann für den Turm, dann umso besser. Ja, jetzt der C-Bauer steht jetzt auf B3 und Weiß hat ein bisschen seine Bauernstruktur entwertet. Ich bedanke mich in der Zwischenzeit bei DOS-65 und PatziBär00 für die Subs. Küsse. Hast du gerade gesagt Grüße oder Küsse? Küsse. Okay. So,
Was mir hier sehr gut gefällt, zeittechnisch, Mike ZRK, schnell gespielt, aber auch gut gespielt bis hierhin. Und kann jetzt sich den Bauern gönnen auf D5. Ja. Ja, der ist leider weg. Aber wichtig ist, dass er jetzt hier nicht die Dame einstellt. Genau, Strohspringer schlägt F6 Schach, nebst Dame Einsammelaktion. Ja, Schwarz schlägt auf D5. Bisher eine sehr hochklassige Partie hier in der ersten Runde, würde ich sagen. Also wir sehen vernünftige Öffnung im Großen und Ganzen. Beide Seiten haben ihre Figuren entwickelt, König in Sicherheit gebracht. Jetzt ist der Bauer hier verloren gegangen, aber bisher keine Einsteller, keine groben Einsteller und die Störung ist noch komplett offen. Ja, Schwarz hat zwar einen Bauern weniger, aber dafür hat Weiß einen Doppelbauern auf der B-Linie. Die Dame ist jetzt angegriffen, er darf sie nicht stehen lassen. Vermutlich ist der Tausch am logischsten, weil die Dame hat eh keine guten Felder, wo sie hin kann. Ja, man muss vermutlich tauschen, auch wenn es den weißen Turm aktiviert, aber ja, das macht er jetzt auch. Tauscht. Und jetzt den Läufer eventuell nach F6, um den B2 anzugreifen. Ach, Turm D8 ist okay, aber das verliert noch einen Bauern eventuell. Muss man auf A7 aufpassen. Ja, hat er vermutlich Sorge davor, dass der Turm hier auf die siebte Reihe kommt, was auch ein bisschen lässig geworden wäre. Und okay, Turm D8 jetzt. Ja, sehr gut. Wenn jetzt Weiß auf A7 nimmt, dann gibt das Schwarz die Chance, mit dem Turm nach D2 zu gehen. Schwarz bekommt vielleicht ein bisschen Gegenspiel. Ja, auf jeden Fall. Also Schwarz wird aktiv und das ist die Frage, ob Weiß dann überhaupt seine zwei Mehrbauern in dem Moment nutzen kann. Vielleicht spielt er schlägt auf A7, er greift sich den. Okay. Wichtig ist, ja, Läufer F6 greift den B2 an, ist auch nicht schlecht. Schwarz steht aktiver, die weißen Figuren stehen sehr passiv auf der A-Linie. Das heißt, Schwarz ist hier noch nicht verloren, Leute. Rapback wird zurückschlagen. Läufer E3, das gewinnt jetzt den B2. Ja, aber kontrolliert auf der anderen Seite auch die zweite Reihe. Deshalb wäre es wohl besser gewesen, direkt mit Turm D2 anzufangen, weil der Turm auf der zweiten Reihe ist schon sehr lästig. Und jetzt hat Weiß einfach einen Bauern mehr. Einen gesunden Mehrbauern, der verspricht ihm hier ganz gute Gewinnchancen. Na, und mehr Zeit auch. Mehr Zeit. Mehr Zeit, das ist auch ein wichtiger Faktor. Der Läufer auf B2 übrigens, der hängt nicht, weil die Grundreihe ist schwach bei Weiß. Schwarz würde mit Turm D1 matt setzen. Aber früher oder später muss der Läufer sowieso weg. Ja, die ersten beiden Spieler wissen wir nicht. Ob die erreicht werden, gucken wir mal. Ja, sonst können wir schauen, ob wir dann irgendwas anderes machen. Aber das entscheiden wir einfach später. Die sind halt nicht online. Ja. Ich glaube, die haben das gar nicht mitbekommen dann. Also ich habe das dann, wir haben das ja am Dienstag dann verkündet, ne, die Paarung. Und wahrscheinlich haben die gar nicht reingeschaut bei Discord oder League Chess oder wie auch immer. Ja. Ja, das kann dann mal passieren, ne? Ich meine, die Anmeldung von Bruder Musyasi war eben auch schon vor einem Monat oder so. Insofern. Okay, zurück zur Partie. B5. Ah, gefällt mir hier gut, was Schwarz macht. Eventuell mit B4 jetzt das festzulegen. Aber nach B4 könnte Weiß A4 spielen und einen gedeckten Freibaum bekommen. Läufer B2. Aber ja, was mir nicht gefällt bei Schwarz ist die Grundreihe, die ist schwach. Das stimmt. Man hätte mal G6 oder H6 spielen können. Ja, Luftloch für den schwarzen König. Jetzt hängt der B5. Den darf er nicht verlieren. Ja, Turm B8 oder B4, aber Turm B8 läuft in Läufer 4 rein. Ja, jetzt Läufer 4 ist stark, weil der Turm kann nicht mehr die Grundreihe und den Bauern gedeckt halten. Und dann würde... Oh, er sieht es auch. Stark Mike. Von Mike. Mike ist stark. Also ja. Bisher echt eine gute Partie. Chessens-Kurse gesehen. Ich kann ja mal schauen, ob er im Chessens-Team ist. Nee, im Chessens-Team ist er nicht. Nee, er ist er auch nicht. Noch nicht. Noch nicht. So, Läufer 4. Ja, Turm 8 könnte man machen, Turm E8 später. Jetzt hängt leider der B5 und... zwei Bauern sind zu viel. Zwei Bauern sind zu viel. Okay, Mike lässt sich hier noch Zeit. Aber er spricht nichts dagegen. Ja, weil der König hat ein Luftloch auf G2. Ja, das sieht nicht gut aus. Er hätte vorher H6 machen müssen, nicht dieses B5. Wahrscheinlich, ja. Und jetzt sieht es schlecht aus für Schwarz. Einfach zwei Bauern weniger, das ist zu. Das ist.
Vor allem sind es zwei verbundene Freibauern, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Also diese verbundenen Freibauern, die sich gegenseitig decken können, die sich gegenseitig unterstützen können, das ist nochmal deutlich stärker, als wenn das einzelne Bauern sind. Also verbundene Freibauern sind schon sehr stark und da wird Schwarz vermutlich nicht viel entgegensetzen können. Turm F8, ich weiß nicht genau, was er vorhat, vielleicht F4 irgendwie Gegenspiel erreichen, aber weiß, er kann das mehr oder weniger komplett ignorieren. Spielt jetzt B4. Ich hätte erstmal mit dem A-Bauern vorgezogen, aber macht keinen großen Unterschied. Schwarz versucht noch sowas wie F4 hier zu machen, ein bisschen anzugreifen. Wer weiß, vielleicht bringt das was. Einfach Vielleicht. angreifen. Ja, es ist auf jeden Fall kreative Art und Weise, noch ein bisschen Ja. was zu probieren. Vielleicht sogar auf Matt zu gehen mit F3. Also ein Genau. bisschen muss Mike aufpassen hier. Ja, Läufer C5 greift den schwarzen Turm an. Ich glaube, er spielt gut. Er spielt sehr gut. Er spielt sehr gut. Fehlerfrei. Der Turm hängt jetzt auf F8. Ja, nach E8 oder D8, C8, da kommt er nicht auf die Grundreihe. Eigentlich ist die Hoffnung Ja, hier, ja, ja. Er muss von natürlich. Schwarz F3 zu spielen und dann den Turm auf die Grundreihe zu bringen. Das ist seine einzige Hoffnung. Hier läuft jetzt der A-Bau einfach durch. Ja. Macht er auch. Ja, er spielt. Ja, G3 nehmen, das bringt nichts. Tapetengeister, danke für den Prime. Aber auch hier sehen wir wieder, Mike schlägt vom Zentrum weg. Na, das ist. Vielleicht kann Mike das mitnehmen aus dieser Partie. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel, die Faustregel ist, man schlägt zum Zentrum hin. Das haben wir jetzt zweimal in der Partie gesehen. Einmal A schlägt B3, einmal H schlägt G3, ist meistens die bessere Entscheidung. Okay, noch ist nicht vorbei. Läufer E5 deckt das Umwandlungsfeld, aber Schwarz hat jetzt einfach kein Gegenspiel mehr. Das ist das Problem. Ja, er müsste versuchen, den König ins Zentrum zu bringen. Das ist zu passiv, Turm A8. Gut, Weiß muss jetzt nur noch den B-Bauern irgendwie vorschieben. Ja, Turm B7 wunderbar. Schwarz kann sich gar nicht rühren. Er hat gar keine vernünftigen Züge mehr. Ja, das ist hier over. Das war nicht nötig, jetzt schon zu schlagen auf A7, weil da drohte noch nichts, aber gut. Schwarz wartet ab und jetzt kommt der B-Bauer. Ja, gut, das ist jetzt durch. Hier gibt es wirklich keine Chance mehr bei so wenig Material auf dem Brett. Das dürfte die Führung, die frühe Führung bedeuten für Team Huschi. Mods, die Wette läuft ein bisschen zu lange. In 19 Minuten Closing, dann sind aber schon 2 bis 3 Partien gelaufen. Ja. Egal. Machst du eigentlich, kannst du da auch drauf wetten mit? Nein, nein, nein. Ich kann nur auf fremden Kanälen wetten, aber nicht auf meinem Okay. eigenen. Das ergibt Sinn. Aber wie läuft das mit den Kanalpunkten? Was kauft man die ein oder ich kenne mich ja gar nicht aus. Nö, wenn man auf Twitch einfach aktiv ist, auf einem Kanal bekommt man automatisch Kanalpunkte im Chat, wenn man regelmäßig in dem Kanal Okay. dabei ist, Ach in so, den also Streams. die sind nicht so wie Bits oder so, ja? Nee, Bits ist Da bezahlt Geld. man für. Okay. Da Aber bezahlt man. Kanalpunkte sind einfach so, zeigt, wer am aktivsten ist. Genau, wenn man aktiv ist, bekommt man Kanalpunkte, ja. Ah, Und je okay, aktiver man verstehe. ist, desto mehr Kanalpunkte hat man. Okay. Die Kanal-Elo quasi. Martin Koch sagt, Mike ist der stärkste 1150er, den ich je gesehen habe. Ja, das war wirklich eine gute Partie von Mike. Da kann man echt nichts sagen. Hat jetzt gewonnen. Und ja, also was können wir sagen? Sehr souverän von Weiß. Sehr souverän von Weiß. Was geben wir? Rap back mit auf dem Weg. Im Endspiel irgendwie hätte er sich noch mehr aktivieren müssen und die Grundreihe. Das war ein bisschen das Problem. Ja, das war so schlecht nicht, aber. Nee, nee, es war echt eine vernünftige Partie von beiden, vor allem von Weiß. Okay, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten Partie. Und da haben wir das Duell Dancing Duelist gegen J. Nicholas 11. Auf geht's. Mein Mann ist am Start, der Luca Dario Fuhrmann, der Dancing Duelist. Das Also ist ihr ein sehr beiden guter. dürft sich herausfordern, falls ihr zuhört. 5 plus 3. Dancing Duelist mit Weiß, Nicholas mit Schwarz.
So. Die beiden sind auf jeden Fall online, also mein Mann ist online. Ich glaube, sie müssen sich jetzt nur noch herausfordern. Das erste Duell haben wir erstmal übersprungen, weil beide Spieler tatsächlich nicht da waren. Insofern, ja, werden wir dann ein Match vielleicht hinten dranhängen oder wenn sie noch auftauchen, was ich aber eigentlich nicht glaube. Nee, die kommen nicht mehr. Die kommen nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ja, ey, mein Mann war schon seit 2 Wochen nicht mehr auf Leeches. Ja, meine auch seit 8 Tagen, insofern. Ja. So, die haben Die sich sind raus. herausgefordert. Okay, jetzt geht's los. Ja, hier. Moment. Moment, Moment. Wieso haben wir Falsche jetzt schon wieder Farben. schwarz? Falsche Falsche Farben. Farben, nochmal, Müssen. nochmal. Abort, abort, abort. Abbruch. Können ja nicht schon wieder schwarz haben. Ja, wir haben ja eh jetzt, wenn die erste Partie nicht stattfindet, einmal mehr schwarz. Durch immer doof. Okay, Sie haben es abgebrochen. Sie haben es immerhin noch mitbekommen. Das wäre jetzt auch ungünstig gewesen, wenn Sie losgelegt hätten. Ja, wir können einfach noch eine Partie reinnehmen am Ende vielleicht, oder? Oder zwischendurch, ich weiß nicht genau. Einfach schauen, wer jetzt hier dabei ist und dann. Was denkst Ja, du? können wir machen. Aber ich hab ja immer so viele Spieler im Bereich 1400 bis 1800, ne? Ja, gut, dann nehmen wir da einen rein. Im Notfall spielt CX. Oder CX? Du bist immer am Start, ne? Ich weiß gar nicht, ob CX, mein geschätzter Mod, schon mal beim Sub hätte mitgespielt hat. So, jetzt haben wir aber die Partie hier. Bitte die Ja. beiden Spieler muten. Und dann kann es losgehen. Dann kann es losgehen. Ja, ich bedanke mich in der Zwischenzeit bei Sir Norville Nee. Danke für die 2 Gifted Subs in die Community. Ja, Don, wie stark ist er jetzt? CX, wie stark bist du? Ich glaube so 16, 1700, oder? Wieder eingeschrieben. CX. Man kriegt die Namen nicht hin. CX ist da und für jede Schandtat bereit. Okay, es geht los. J. Nicolas, 11, I4 steht auf dem Brett. Steht das? Bei mir nicht. Ja. Bist du schon in der neuen Partie? CX Eigentlich hat schon. 1663. Okay, Don Burg, guck mal bitte nach einem Spieler, der so im 1600er Bereich ist. Aus der Liste, der noch nicht so häufig gespielt hat. Aus der Liste. Okay. Ja. Und eventuell da ist halt. Ne? Die haben aber noch nicht angefangen, die beiden, oder? Also der erste Zug steht, aber ansonsten. Bei mir nicht. Wie? Hast du die richtige Partie? Also wo jetzt Dancing Duelist weiß ist? Die haben sich vertan. Die haben 2 Partien gleichzeitig offen. Großartig. Wie geht das denn? Ja, das geht auf Leeches. Man kann mehrere Partien gleichzeitig offen Gegen haben. denselben Gegner. Ja, auch. So, dann bre was machen die denn jetzt hier? Die brechen die sich einen ab? Das gibt's doch gar nicht. Eieieiei. Alter Lachs. Freuding, was macht ihr? Jetzt, 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 jetzt. Ich hab Züge. E4, E5. Ja, ich auch jetzt, ja. Okay, perfekt, auf Alles geht's. klar. Meine Güte. Das ist heute ein bisschen holprig, ne? Aber passt, passt, passt. Spanisch. Dancing Duelist, der Luca. Oh, die Ace Springer Cosio. G7. Oh. Cosio-Variante. Heißt das Cosio? Ja, ich glaube, das hast du mich schon mal gefragt, oder? Ich weiß nicht genau. Ich weiß aber auch nicht, woher es kommt, aber ich glaube, ein Spieler hieß mal Cosio. Wahrscheinlich. Oder Cozio. Cozio wahrscheinlich eher, ne? Das ist ein Weiß ich nicht, keine Z. Ahnung. Keine Ahnung. Oh, die So. Polizei bei dir. Nee. Aber hier B5 war, glaube ich, ein bisschen früh, weil jetzt hängt schon Springer G5 in der Oh, Luft. was ist das denn? Oh. Was Jetzt ist das denn? ist der Bau auf E5 aber gefährdet direkt. Das ist Ja, jetzt das ist ganz die spannend. verzögerte Bird-Variante. Man könnte vielleicht sogar auf F7 schlagen, vermute ich, aber. Ja. Ja, Ja. das wäre schon ein bisschen hart. Nee, einfach Das den wäre Bauern auch. hier auf E5 Ja. wegnehmen. Totmatt. Einfach. Totmatt. Man kann auch auf D4 nehmen. Egal. Aber Springer D4 ist natürlich ein grober Unfug von Schwarz. Bringt aber Weiß durcheinander. Jetzt nimmt er doch den Springer, nicht den Bauern. Egal. Ich glaube, er will auf jetzt Schäfermatt gehen mit Dame F3.
Was Nicht ganz. gar nicht so leicht zu parieren ist tatsächlich. Warte mal, Dame F3 musste schon einen komischen Zug machen, ne? F6 noch, ne? Oder D5? Ja, aber gut, D5 verliert den Bauern. Dame F3 jetzt gespielt, aber jetzt kann D5 gespielt werden, Ja, jetzt kann D5 gespielt werden, weil ja. Schwarz das ausreichend deckt. Ja. Schäfermattalarm, Schäfermattalarm. F6. F6? Jesus. Jesus, du hast es doch gerade vorgeschlagen. Ja. Aber jetzt kann er ja D5 machen. Na gut. Hauptsache, er spielt kein E5 und stellt die Dame ein. Hauptsache, Schwarz hat hier das Matt nicht eingestellt. Das war wichtig. Das hat mich jetzt ein bisschen an Kugelbuch erinnert, wo es ja auch diese eine Stellung gab. Und dann das Matt auf F7 kam. Ja. So. Dopa sagt, das ist der legendäre Vogelangriff. Ja, wer hätte es gedacht? C3 ist ein guter Zug. Gefällt mir gut, hier die Entwicklung voranzubringen, das Zentrum zu besetzen. Schwarz hat Schwierigkeiten. Springer G6 lässt jetzt einfach den Bauern ungedeckt. Besser nach C6 vielleicht. Ja, Aber ich hoffe, dass Weiß jetzt einfach mal den Bauern nimmt. Nochmal du meinst gratis. diesmal? Ja. Ja gut, er hat ihn gerade angegriffen, ne? Er wird jetzt noch prüfen, ob was dagegen spricht und dann haut er ihn weg. So. Ja. Ja, Schwarz spielt deutlich schneller, eine Minute Vorsprung, aber hat einen Bauern eingestellt. Und vor allen Dingen der Läufer auf B3 verhindert die schwarze Rochade. Also ich bin mal gespannt, wie Schwarz überhaupt hier noch den König aus dem Zentrum bringen möchte. Ja, ich glaube, er bereitet jetzt langsam die lange Rochade vor. Das ist auch eine gute Idee. Aber der König fühlt sich auch da nicht ganz sicher, weil hier die Bauern schon vorgezogen sind. Oh, nee, er hat ganz andere Absichten. Er geht aggressiv nach vorne. C5. Danke erstmal an Movie Chrome für den Prime. Ja. Jetzt Ja, weiß was ich. macht hier Weiß? Man kann entwickeln. Ah, Schauen wir an. jetzt Wieso nicht? Springer E5 vielleicht? Stimmt, dann hängt. D3. Hängt. Aber ich meine, die Probleme von Schwarz bleiben bestehen. Der König in der Mitte. Ja, der Und schlägt. der kommt auch nicht so leicht weg. Der Läufer bestreicht die Diagonale. Lange Rochade ist auch löchrig. Aber vielleicht immer auch das Beste. Dame D6 bereitet jetzt die lange Rochade vor. Ja, sowas wie A4 wäre gut hier, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf diesem Niveau gespielt wird, sowas. Lelzek, danke für den Prime. A4, um ein bisschen hier die Stellung aufzulockern, die weißen Felder weich zu machen. Springer D5 auch ein vernünftiger Zug. Auch guter Zug, vernünftig. Schöner Zug. Dancing Duelist bisher. Gute Ja, Partie. A4. A4 ist jetzt natürlich sehr stark, weil der König steht hier am Darmflügel. Speerangel weit offen, da muss man die Stellung öffnen. Genau. A4 müsste Schwarz die Steuerung geschlossen halten mit B4, damit nicht der Turm auf A1 ins Spiel kommt. Aber dann sind auch die weißen Felder hier noch ein bisschen anfälliger. Weiß kann den Bau nach A5 vorziehen. Macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck für Weiß, der übrigens auch einen Bauern mehr hat. Läufer D2, auch guter Zug, einfach alle Figuren entwickeln. Ja, bis Mir hätte jetzt. Läufer E3 noch ein bisschen besser gefallen, weil es hätte Läufer schlicht C5 gedroht. Aber Läufer D2 droht Läufer A5 eventuell mit Angriff auf den Turm und dann Springer B6 oder sowas. Es gibt Ideen. Es gibt auf jeden Fall Ideen. Für den Moment muss Weiß erstmal auf die Drohung Springer schlägt F3 reagieren und seine Dame ziehen. Er könnte sie zum Beispiel nach H3 ziehen mit Schachgebot oder nach G3 oder nach E2. Auf jeden Fall sollte er die Dame hier ziehen. Gibt Schach? So, jetzt könnte Schwarz schnell die Partie verlieren mit Dame D7, Springer B6 und Gabel. Ah, das macht er nicht. Weiß man nicht. Schauen wir mal. König Aber B8. jetzt gewinnt Läufer. Ja, jetzt gewinnt. Ah, A4, stark. Stark. A4, schöner Zug. Schöner Zug. Ja, gut, also ich glaube, jetzt in dem Moment wäre es auch schön gewesen, den Läufer vielleicht nach A5 zu bringen. Gut, Turm Auch. C8 geht noch. Aber Ja, jetzt Turm C8. B4 ist, finde ich, nicht so schlimm. Klar, es ist immer noch eine fürchterliche Stellung, aber wenn Schwarz die Stellung geschlossen hält am Königsflügel, ist noch alles soweit im Lot. Danke an Miracoli fürs Prime. Miracoli. Oh, nach B4 könnte Weiß D4 spielen. Ich glaube, das war kraftvoll jetzt, D4, um die Aber das ist Stellung zu schwierig. öffnen. Schwierig zu sehen. Ja, gut, ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist, aber es wäre kraftvoll. So. F4 ist auch eine Idee, den Springer aus dem Zentrum zu vertreiben. Ja gut, vielleicht bringe ich ihn nach D4. Es würde mich jetzt auch nicht so sehr stören. A5, A5. auch ein guter Zug. Ja. Oh, Oh, das geht nicht, das geht das geht nicht. nicht. Die Der war Dame kann nicht. schlagen.
Ich hoffe, der sieht das. Ja, Die das sieht Dame kann er. ihn schlagen. Ja, das Ja, sieht weiß er. ich nicht. Die Dame ist weit entfernt. Ja. Was sehen wir auf diesem Niveau? Oh, hat er Ja. gesehen. Sehr stark. Dancing Duelist bisher. Super Partie. Der Gegner spielt schneller, aber erratischer. Oh, Oh, jetzt läuft er läuft 4. man. Ah, Läuft geht man noch vor Dame, Dame schlägt er vor 4, aber Dame? es gewinnt trotzdem Material. Ja, hat er gesehen. Stark. Jetzt muss er Dame F4 spielen. Springer F4, Turm D3, Springer D3. Ja, und Und das ist dann hat schon ein Turm Weiß mehr für Weiß. Turm. Ja, Turm. Das ist viel. Jürka. Ich hoffe, er nimmt jetzt. Ja, Ich hoffe, er natürlich sieht es, nimmt dass er. er. Ja, Ja. es. Das sagst du immer so. Ja gut, der wird der Läufer 4 schon. Ja. So, das ist jetzt ein ganzer Turm mehr. Jürka, du bist ja später dran, von daher ist es nicht schlimm, dass dein Gegner noch nicht on ist. Dazu kommen wir dann später, okay? Mach dir keinen Stress. So. Turm mehr für Weiß. Natürlich jetzt sehr gute Gewinnchancen. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie teilt man sich die Zeit ein? Und hier der Schwarzspieler J. Nicholas hat ein bisschen zu schnell gespielt. Auch in der Öffnung Springer D4 und jetzt hat er 2 Minuten mehr, aber auch eine komplett verlorene Stellung. Und da hilft es ihm auch nicht, dass er so viel Zeit noch hat, ne? Springer C5 jetzt bitte. Dann ist der Bauer weg und der Läufer auf D6 auch noch gefesselt. Das wäre stark. Macht er auch sehr gut. Springer schlägt C5, droht auch Springer E4 und Springer schlägt A6 Schach. Ja, Droht einiges. es fällt auseinander hier. Die komplette Stellung. Ja. Ich hoffe, Weiß lässt sich das nicht mehr nehmen hier. Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Ja, bevor die 1 nicht hier steht auf meinem Bildschirm. Oh, er lässt jetzt den Turm auch noch stehen. Oh, das ist nett. Ja, Weiß sammelt alles ein hier. Dancing Duelist. Sehr souveräne Partie, also kann man nichts sagen. Ja, Turm E8 würde einen weiteren Figur gewinnen. Ein Ah, Läufer. du lässt doch nicht locker, ne? Welche Smartwatch hat Niklas da? Weiß ich nicht. Hast du eine Smartwatch an? Ich habe eine Smartwatch, ja, das ist eine Hu Huawei? Huawei. Was? Achso, das ist die Huawei. Marke. Ja, das ist die Marke. Ich dachte, Smartwatch wäre schon die Marke. Nee, das ist der Überbegriff für alles. Du nennst dein Handy doch auch nicht Smartphone, oder? Also. Ja, aber Smart ist doch eine Marke, oder nicht auch? Nicht? Nee, ich Okay. denke nicht. Also, vielleicht, aber. Nee, das ist wie Smartphone, Smartwatch, Smartphone. Wir haben übrigens eine Partie, Niklas, und zwar Finaus Mauer gegen Seyex nach der Partie von Remulus. Okay, ja, wunderbar. Ist ein Traum. Da freue ich mich schon drauf. Nee, Moment mal. Ach so, die ist schon eingefügt worden ins Tableau. Sehr gut. Ins Perfekt. Tableau, ja, das ist ja wieder tadellos, traumhafte Ja. Mods, die uns hier unterstützen. Und Dancing Duelist, er sammelt alles ein, ne? Also ich glaube, jetzt ist der Turm Zeitpunkt D5. gekommen, wo man die Waffen strecken kann. Ja, Timo, Was? war klar, dass jemand was zu meiner Aussprache sagt von Huawei. Ja, das heißt Huawei, ne? Oder so Ach, ähnlich, oder? keine Ahnung, ist mir auch Lachs. So, jetzt hat Dancing Ja, Duelist Niklas gemacht. hat es nicht so mit Aussprachen, Leute. Ja, Das soll dazu sagen. ich Ja. weiß noch früher, als ich bei Chess24. Weißt Natürlich weiß ich das. Wie hieß der Kollege nochmal, hä? Was? Wie hieß der nochmal, der französische Spieler? Ich weiß nicht mehr, welchen du meinst, aber du hast mir auf jeden Fall gesagt, dass ich verdammt nochmal lernen soll, wie man die Spielernamen ausspricht. Ich kann mich erinnern an Stefan Otto. Stefan Otto. Und du hast ihn ausgesprochen in dem Video Stefan Hautot. Ja, aber der wird doch wirklich genauso geschrieben. Hau tot. Ich weiß, der wird Hautot geschrieben und er Hautot. Das ist aber Franzose. Stefan Otto. Stefan Hautot. Ich werde es nie vergessen, ey. Legendär. Legendär, ich werde es nie vergessen. Ich habe mir das Schoss angeschaut, hätte ich habe mich so weggeschmissen. Das Video, das gibt es auf jeden Fall auf Chess24 wahrscheinlich nach wie vor zu sehen. Ja. Stimmt. Nee, ich habe mir dann einfach angewöhnt, dass ich überhaupt keine Spielernamen mehr vorlese, weil dann kann ich auch nichts falsch machen. Deshalb sage ich bei Chess-Sets, bei den Videos, bei den ganzen Lektionen, da sage ich niemals die Partiedaten, weil dann so konnte ich das vermeiden.
Ja. anstatt mal ein bisschen zu üben. Das ist so ähnlich wie die ganzen Turnierorganisatoren, wenn die bei der Siegerehrung die Leute nach vorne bitten und ich da unten stehe und denke mir, Alter, wie lesen die denn die Namen vor, ne? Also immer komplett falsch irgendwie. Gerade Ja. so. Oder Schiedsrichter. Weißt du noch früher, wenn wir Bundesliga wurden, da wurden ja auch mal die Namen vorgelesen hin und wieder vom Ja, Schiedsrichter. ja. Total falsch immer ausgesprochen, oder? Das ist unglaublich. Ah. Ja, oh Mann, so, ich möchte mich kurz bedanken bei Markus Steffen für 20 Schweizer Franken. Vielen Dank dir für die Unterstützung. Ja, du hast direkt hier ein bisschen Comedy miterlebt. Ja, aber ich kann mich gut daran erinnern, du hast mich da zurechtgewiesen, auf jeden Fall damals bei Chess24 und gesagt: Komm, das kannst du nicht bringen, hier musst du aber die Namen richtig aussprechen. Aber es war auch echt, ich habe wirklich auch jeden Namen, den man irgendwie falsch aussprechen konnte, habe ich auch einfach immer gemacht. Und ja, naja, genau. Nein. Deshalb, so. Also, steht 1 zu 1 hier. Souveräner Sieg von Dancing Duelist. Nicolas, ein bisschen zu schnell gespielt hier in der Öffnung. Und dann, ja, Springer schlägt D3, der einzige Einsteller. Und dann war nichts mehr zu machen. Okay, gehen wir weiter zur nächsten Partie. Da haben wir Romulus gegen Harry Davidson jetzt. Ja. Harry ist dein Mann. Ja. Remulus, mein Mann. Ihr könnt beginnen und ihr könnt auch bitte nicht vergessen, euch stumm zu schalten, damit wir hier normal kommentieren können. Ihr könnt aber beginnen, die Partie. Mir wieder meine Nase. Ja, wie war das mit Pokémane im letzten Video? Ich habe PogChamps 3 eine Partie analysiert und diese Pokémane ist so eine Streamerin, die wird auch nicht Pokémane ausgesprochen, sondern Pokimane, glaube ich. Ich habe aber auch nicht vorher geguckt. Ja, ich meine ganz ehrlich, ne? Also manchmal. Ja, gut, bei Namen. Sag mal so, beim Namen, die aus bestimmten Ländern sind, dann kann man das ja ableiten, aber so jetzt hier Streamer-Namen, ey, das ist ja keine Ahnung. Hat ja keine Ja. Länderkennzeichen. Musst du erstmal recherchieren, ne? Musst du erstmal einen Clip finden, Ja, wo sie ihren genau. Ich eigenen Namen müsste. finden, Ja, sagt. genau. Ich müsste erstmal so einen blöden Stream mir anschauen, ne? Oh, Leute, die Pokémane. spielen ja richtig Schach hier. Was ist das denn? Ja, schön hier. Wie nennt sich das? Ist das Kolle-System? Mit dem Läufer auf C1 ist es eher so Kolle-System, ne? Ich doch gerade gesagt. Genau. Ja, achso, Also ich okay. Okay, gut. Du meinst gerade, ja, mit dem Läufer auf C1 ist es eher so ein Kolle-System. Wenn du sagst eher, dann klingt das so als. er hat nicht reingepasst, ich gebe zu. Ja, okay. Mea culpa, das er hat nicht reingepasst. Okay, wir haben aber diesmal echt hier die Gegner, haben wir gut gepaart, ne? Weil eben hatten wir einen Punkt Unterschied, jetzt hier 2 Punkte Unterschied, also ist sehr, sehr dicht beieinander. Danke, Schachprofi Nord64 für den Prime. So, ja, okay. Ja, E4, E5, auf geht's. Turm E1, okay, bereit das nochmal vor von Harry. Sehr schön. Ja, was kann Schwarz hier machen? Bin mir nicht, man kann ja mit D6 oder D5 spielen, das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. D6 lässt den Läufer auf B7 weiter freie Bahn, aber dann kann Weiß E4 spielen ohne Probleme. D5 Ja. stemmt sich ein bisschen mehr gegen dieses E4, Ich denke dann ist schon der Läufer. D5. Ich denke schon, dass man im Zentrum dagegen halten sollte. Ich kenne auch Leute, die würden hier D6 spielen, aber. Da kennst du Leute, oder was? Ja, gestern noch ein paar getroffen. Okay, ja, gut. Gut, gut. Okay, Remulus überlegt das jetzt auch. Das Remulus ist ja so eine Mischung aus Remus und Romulus, ne? Kennst die Geschichte, ne? Wie Die Rom Geschichte, gegründet wurde? ja. Romulus und Remus, die zwei Brüder, oder? Da gab es doch mal einen Song Genau. von Genghis Khan. Kennst du den? Kennst du Genghis Khan? Der Name sagt mir was, Herr. Ja. Du kennst natürlich den Feldherrn aus der Mongolei, aber es gab mal eine Popband in den 80ern, Genghis Khan, Ah und da gab ja. es einen Song. Romulus und Remus, die zwei Brüder, gehen in die Schlacht und singen Lieder. Irgendwie so ging das. Daher kenne ich das, ja, die Ah, Geschichte. okay. Aber du Aber meinst ist was anderes. das. Nee, ja, ich finde, der Song, der gibt ja die Geschichte nicht akkurat wieder, weil Romulus hat ja Remus erschlagen. Insofern verstehen die, wie sie noch in die Schlacht zusammengezogen sind. Ich weiß Aber. nicht, ob sie der Schlacht gesungen haben. Ich habe jetzt einfach irgendein Wort genommen, Ja, um den Genghis Ton zu. Khan, das sagt mir was. Die haben ja irgendwie auch einen bekannten Song gemacht. Moskau, Moskau, ne? Moskau. Moskau, ne? Ja. Ja. Okay, so, wie ist die Stellung hier? Weiß macht sich Yes! bereit zum Angriff.
Da ist das Ja, Matt. ich denke, Weiß hat jetzt vielleicht einen Vorteil, weil Schwarz hat auf D4 genommen, dadurch dem weißen Läufer auf C1 die Diagonale geöffnet. Das war nicht so gut. Und Weiß hat einen schönen Springer auf E5. Und H6 gefällt mir auch nicht so gut in dieser Konstellation. Ich weiß nicht, warum er H6 gemacht hat. Wegen Läufer G5 verhindern? Na gut. Vielleicht, ja. Und ich möchte mich aber bedanken bei Finnegan Schulz, der jetzt neues Mitglied geworden ist. Danke dir, Finnegan. Grüße gehen raus und vielleicht bist du das nächste Mal dabei beim Sub-Battle. Es könnte schon bald ein nächstes geben. Ich bedanke mich bei Pöni und bei Pinte42. Dankeschön, Oh, Dankeschön. und wir haben über 1000 Zuschauer auf YouTube. Ja, das ist einfach, ist immer ein Fest für die ganze Familie hier. Oder? Diese Sub-Battles sind die Dieses locken die Sub-Battles. Leute hervor, auf jeden Fall. Ja, Schach Deutschland, schaut zu. schaut zu, so ist es. Ja. So, Läufer 4, okay, ja. Kann man machen. Springer H5, ah. Guter Zug. Springer H5, guter Zug. Hier direkt den Läufer angreifen. Springer A5, sehr schön, sehr schön. Sehe ich gerade, er ist Remulus. Er schlagt deinen Kompagnon F4 da. Der geht zurück, okay, ja. Macht er gut. Macht er gut. Jetzt steht der Springer auf A5 natürlich am Rand nicht so toll. Oh nein! Oder das geht noch, Moment, das geht noch. Jetzt kann Oh. der Springer ist angegriffen, Vorsicht! Ja, aber hätte Auf Weiß mit dem A5. Bauern geschlagen und dann G4 Ja, gespielt, ich dann weiß. wäre Yes! schon. Da Da wäre der ist das Springer weg Matt. gewesen, ja. So, wir haben noch ein neues Mitglied hier. Ich weiß nicht, ob ich den Namen vorlesen soll, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Vielen Dank an. Wo sehe ich das denn jetzt hier? Vielen Dank an Popo Prinz. Nee, also. Anali. Kennst du den? Ja, der ist auch bei mir auf dem Twitch-Kanal, war er da. Ja, Immer. alles klar, danke dir, mein Lieber, für die Unterstützung. Okay. Popo Prinz Anali. Ja, ich überlasse dir das mal mit dem Vorlesen, du kannst das besser. So, wie sieht's aus? Springer ist nach F6 zurückgegangen. Soweit alles in Ordnung noch für Schwarz, ne? Ja. Weiß hat einen kleinen Vorteil hier schon. Der Läufer auf B7 ist eine passive Figur. Aber Weiß muss sich auch erstmal was einfallen lassen hier, wie er angreift. Jetzt macht er wieder Läufer F4. Ja, Ja. hin und her. Hin und her. Dame C7 würde jetzt hier, glaube ich, gut sein, um die Türme zu verbinden und dann eventuell Springer D7, um den E5 zu attackieren. Ja. Normalerweise spielt man hier mit Schwarz den Minoritätsangriff am Damenflügel mit B5, B4. Das geht hier aber nicht so schnell, weil Weiß das gut unter Kontrolle hat, das Feld B5. Springer E4, ja, provoziert F3. Ja, und geht dann wieder zurück, oder was ist der Ja, Plan? geht dann wieder zurück. Aber kann man machen. Kann man machen. Ja, hier ist ja auch nicht so viel los an dieser Stelle. Ne? Das ist eine sehr, sehr statische Struktur, ne? Diese Karlsquadra-Struktur. Ja. So, einmal vielen Dank an Master09 für die Unterstützung durch den Superchat. Danke dir. Und ja, schlagen möchte man eigentlich nicht unbedingt. Der Bauer schlägt. C4 ist. Weiß Interessant. nicht. Ja, interessant, aber irgendwie intuitiv sage ich, kann nicht richtig sein, weil es auch den Läufer auf B7 zum Leben erweckt und. Er darf aber nicht auf C4 nehmen, natürlich. Das ist die Hoffnung von Weiß. Ja. Aber Weiß droht nichts mit dem Zug C4, deswegen einfach ignorieren erstmal. Turm E8 in aller Ruhe. Schön. Turm E8, Ruhig. guter Zug, Ja. ja. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben, das ist wichtig. Zeit ungefähr ausgeglichen. Bisher eine sehr vernünftige Partie von beiden Kontrahenten hier. Ja. Also bisher sehr gut, sehr hohes Niveau in diesem Sub-Battle. Das Muss ich stimmt, ja. sagen. Das stimmt. Sehr hohes Niveau. Ka kaum Fehler. Aber mal Bis sehen, was noch jetzt. kommt. Ja. Man darf den Abend nicht vor dem, Ich ne, Morgen befürchte loben. Schlimmes. Oder andersrum. Man darf den Tag nicht vor dem Abend loben, ja. Ja. So, So, und zeitlich. Okay, gleich ungefähr. ungefähr gleich. Timo hat eine Frage. Spielt Papro heute eigentlich auch eine richtige Partie mit oder spielt er wieder holländisch? Ja, das werden wir sehen. Ihr werdet auf jeden Fall schon scharf geschossen. Oh, jetzt Oh, wird krass, der. reingehakt. Aber Aber krass, auch krass, krass. ohne zu überlegen, na, was ist denn hier los? Das Ja, war jetzt Irrsinn. Krass. erstmal Geht gehackt. das? Geht das? Nö, ne? Nee. Also Dame G4 kann immer mit Dame G5 beantwortet werden. Den kann man einfach schlagen hier, den Läufer. Ich weiß nicht, warum man den da geopfert hat, der Weiße. Walli Hirche, danke dir für den Prime.
Man könnte sogar auf E5 nehmen. Das würde auch gehen, aber Vielleicht die so Sache weiß er. noch erleichtern. Erstmal noch den Springer abtauschen. Aber Schwarz hat ein bisschen Angst jetzt hier, ne? Man merkt es, ne? Er will nicht unbedingt zurückschlagen, aber man kann zurückschlagen, Leute. Es Ist erlaubt und ist gut. nicht klar, was. Nein. Da war H4 auch kein schlechter Zug, aber man konnte hier einfach eine Figur gewinnen. Ja. Und Okay. Er kriegt den Bauern wieder, wenn er auf E5 schlägt danach. Er will F6 spielen. Das Problem ist, F6 läuft den Springer F3 rein und dann steckt der Springer das Feld H2. Das ist. Also jetzt wird es ein bisschen chaotisch, was die beiden hier machen. ja, und die Zeit wird geringer. Das könnte eine heiße Kirsche werden. Ja, Weiß lässt sich ewig Zeit hier. Ich meine, der muss den Läufer zurückziehen. Es gibt ja Ja, eigentlich gar nach keine Zukunft E3. mehr. Ja, Ja, nach einziger E3 Z eigentlich. D2 sieht so ein bisschen wackelig aus. Und danach muss Schwarz auf E5 schlagen eigentlich. Nee. Was ist das denn? Jetzt nimm den scheiß Läufer weg, bitte. Dame schlägt H6. Hallo! Das geht doch gar nicht! Da hängt ein Läufer! Der läuft, er will auf Matt gehen. Er will auf Matt gehen hier. Das gibt's doch gar Er nicht! geht auf Matt. Er will auf H2 reinhacken. Es ist nur zweizügig matt, aber ich hoffe, er nimmt danach den blöden Läufer. Jetzt Jetzt nimm den wird. fucking Läufer. Nimm den Läufer bitte weg. Läufer kann genommen werden und sollte genommen werden. Denn sonst weiß hier eine Qualität mehr. Aber vielleicht geht er weiterhin auf Angriff hier auf die Diagonale jetzt. Jetzt auch nicht. Das ist der vergiftete Apfel, der Läufer. Der vergiftete Apfel. Warum nimmt er den Läufer nicht? Hallo? Er will die Dame vielleicht nicht tauschen. Vor allem die Dame ist angegriffen. Er muss ja die Dame Ja, er ziehen, muss die ne? Dame ziehen. Ich kann nach H3, G4, H5, G4, ja. Wunderbar. F3 jetzt? Der Läufer muss stehen bleiben, das ist klar. Der Läufer muss stehen bleiben. Das kann doch nicht wahr sein. F3 verliert jetzt noch eine Figur, ne? Ja. Aber da der Läufer. Schwarz kann sich dann den Läufer noch holen. Den wird er nicht schlagen, den will er nicht. Läufer 4. Jetzt wird der Läufer gerettet. Der Läufer wird gerettet. Okay. Ich fasse es nicht, ey. Du Völlig fahr. sinnloses. Was ist das Zug. denn? Bitte? D4. Was denn? Was ist das? Guter Zug? Findest du? Naja, gut, Dame E2 wird jetzt erzwungen, ne? Ja, damit C1, okay, ja. Achso, Dame C1. Ja, Ja. spielt voll auf Matt, ne? Die gucken gar nicht auf Material, die versuchen irgendwie auf Nee. Dönekes Matt zu setzen irgendwie. Aber ich meine, Leute, es geht um Material beim Schach. Wenn der Gegner Material verschenkt, nimmt es weg. Jetzt hängt die Dame. Du musst die Dame tauschen. Ja, aber mach da mal drei, ich sag's dir, mach da Ja, mal Dame drei. H3 und lässt dann den E4 stehen. Also Material scheint keine Rolle mehr zu spielen hier. Ja gut, aber der Tausch, also es ist natürlich so jetzt verloren jetzt. Aber Springer F6. Okay, jetzt. Oh, dann nimm doch. Oh, Gott sei Dank, die Nee, ist Dame einfach vom eine Brett. Figur Gott weg. sei Dank, die Dame Ganzer vom Turm Brett. weniger. Leute, er hätte einfach einen ganzen Läufer mehr haben können. Für nichts, für absolut gar nichts. Stattdessen hat er einen Turm weniger. Okay, noch ist nicht vorbei. Er hat einen Turm weniger. Ja, aber 15 Sekunden sind jetzt nicht so viel Zeit. Ja, wow. Schauen wir mal, schauen wir mal. Läufer 4, okay, G5. Das gibt's doch Läufer. nicht, ey. Jetzt will er den Läufer auf einmal wieder haben, ne? Jetzt will er den Läufer haben. Jetzt Turm E7, lässt Turm hängt. E7, Ja, komm, ey, let's go, let's go, super. let's go, let's go, let's Super. go. Läufer 4, okay, solid, solid, okay. Ganzen Turm weniger, hallo? Okay, Springer, solid, solid. Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt Tobi 7, okay. Bin ich G6, komm. Ah, oh, die Zeit, die Zeit. Eieiei. Zieh, mach einen Zug, Junge. Turm Läufer D4, komm. B4. Hol dir den Bauern. Oh Ja, hau ab. nein. Hau. Mach ein Setz ihn paar los. Züge jetzt, Springer E5. schnell. Springer Oh E5 Gott, mach ab. einen Zug. Mach Stell es doch. ein. Zieh Oh dich, zieh Gott, dich. oh Scheiße. Gott. Springer E5, komm. Springer E5, Oh Springer F3. Gott. Hast du noch? Den Oh hast du nee, noch. Komm, oh hast du noch. Gott. Oh, mach Was einen ist das Zug, für, mach was irgendeinen ist das für Zug. Zucht um D4? Springer E5, da will er sowieso hin. Mach Springer Hau E5. Ja. raus, hau raus Scheiß das drauf. Ding. Hau raus, Nee. hau raus, Er verliert das. nein. Oh. Ja! Oh nein.
Oh nein. Alter, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Was war denn das für eine Partie, ey? Ja, die Zeit war einfach zu knapp. Die 3 Sekunden haben nicht gereicht. Ja, das ist. Ja. Aber ich meine, letztendlich, wenn man die ganze Partie anschaut, es geht schon in Ordnung irgendwie. Ach was. Völlig verdienter Sieg von vorne bis hinten. Das kann man jetzt nicht sagen. Junge. Ach, Mensch, Romulus. Einfach den Läufer nehmen auf A6. Das war Quatsch, das Opfer. Er hätte mal einfach schlagen können. Und ja, dass er so die Nerven verliert, dann geht dein Spieler, ne? Komisch, oder? Ja, das ist eben nicht so viel Zeit. Nicht so viel Zeit. Okay. 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 Gut, gehen wir mal weiter zur nächsten Partie, ne? Ja, die Nachholpartie, Finaus Mauer. Ah ja, Zex. Zex, ich glaube an dich. Du rasierst Oh, ihn er hat jetzt. aber 1700. Oh. Aha. Da hat dein Mod sich einen rausgesucht, ne? 1600 gesagt, du hast es Ich glaube, gehört. dein Live im Mod Stream, jeder hat auch gehört. gewettet. Es sind 1000 Zeugen bei dir, 800 bei mir. Ich habe 1600 gesagt. Okay, auf geht's, los. Los geht's. Haut rein, Bitte. Jungs, bitte muten und dann. Die haben auch schon drei. Guck mal, die haben schon 6 Partien gegeneinander gespielt, steht 3-3, also es passt schon. 3-3 steht Glückwunsch, zwischen den Remus. beiden. Ja, das ist eine Variante, die. Alles gut. Ja. Das ist eine Variante, die Zex auch selber gerne mit Weiß spielt. Da hatte ich schon ein paar Partien gegen ihn. Von daher, jetzt muss er. Trifft er auf seine eigene Medizin. D5, das ist jetzt so katalanisch, wenn man Kann D4 jetzt. spielt. Ja, kann jetzt katalanisch werden. Auf jeden Fall. Aber es gibt viele Weißspieler, die dieses D4 nicht spielen. E3 gefällt mir positionell überhaupt nicht, weil es die weißen Felder schwächt. Ich bezweifle, dass das ein guter Zug ist hier. Jetzt muss er D4 machen. Irgendwann, sonst hat er Probleme. Ja, okay. Dann Macht geht er es auch. jetzt noch. Was? Jetzt haben wir schon wieder so eine Was? Karlsbader Struktur. Deutet sich an. Mit G3 Läufer geht es ein bisschen komisch. Ja. Schwarz entwickelt sich gut. Läufer E5, das ist gut. Sieht sehr sinnvoll aus hier. Uhus Kleber, danke für den Prime, mein Lieber, zweiter Monat. Guter Kleber. So, Läufer D6. Ja, bereitet die kurze Rochade vor. Kleines Problem bei Weiß ist natürlich der schwarzfeldige Läufer auf C1, der ist eingesperrt. Ja, nicht nur ein kleines Problem, ne? Das ist echt schon. Den Läufer möchte man vor der Bauernkette haben, so ist der komplett aus dem Spiel genommen hier. Ja, sieht nach einer sehr guten Öffnung aus bisher für Zex. Gute, schnell gespielt bisher, vernünftige Züge, entwickelt seine Figuren, gefällt mir sehr gut. Also ich würde lieber mit Schwarz spielen noch eher. Also eher mit Schwarz spielen. Ja, Also das ist klar. hauptsächlich, weil der Läufer auf C1 steht. Der steht Ja, ja auf und die weißen C1. Felder schwächen, ne? Auch um den König herum. Das passt nicht so gut zusammen hier. Wie du gesagt hast, E3 und G3 muss man vorsichtig sein. Oh, jetzt wird er aggressiv. Oh! Zex! Aber Finn aus Mauer schiebt er direkt Sofort. einen Riegel vor. Ne, ist ein Wort, ne? Finn aus. Ist ein Wort, denke ich. Hinaus Mauer. Naja, es könnte auch Wow. sein, dass er aus Mauer, vielleicht ist es eine Stadt oder so. Naja, anyway. F3 ist nicht gut. Nicht gut, jetzt ist das zu weich hier, zu weich. Die Ja, zu ganze viele Königsstellung. Bauernstichen. Er wollte natürlich die Felder G4 und E4 decken mit den Bauern, aber das schwächt natürlich G3 und E3. Ich bedanke mich in der Zwischenzeit bei Klabusterbeere 01 für den Prime und Remi99. Dankeschön. So, Tommy 8 würde sich anbieten, auf die halboffene Linie hier gegen E4 vorzugehen, den Bauern auf E3 aufs Korn zu nehmen. Dame E7 verfolgt eine ähnliche Idee. Und mit der Dame könnte man noch flexibel sein. Vielleicht hätte ich auch nach C7 gehen können. Tommy 8 hätte, glaube ich, da ein bisschen besser gepasst. Ja, Weiß sollte jetzt langsam mal die Entwicklung vervollständigen und sowas wie Läufer D2 spielen und dann die Türme verbinden. Vielleicht Springer F4 später mal. Aber ja, auf jeden Fall sich Gedanken machen, wohin mit den Figuren. Läufer D2, Springer F4, Dame B3 vielleicht, keine Ahnung. Irgendwie Ja, sowas. nicht so leicht. Also die Züge kommen Nee. für Schwarz auf jeden Fall leichter. Ne, Turm nach E8.
Und gerade wenn Weiß F3 gespielt hat, dann kann man auch häufig über diesen Break mit C5 nachdenken, weil wenn dann Weiß auf C5 tauscht, kommt der Läufer vielleicht auf die Diagonale oder der Springer auch und der Bau auf E3 wird schwach und man kann dann diese geschwächten Felder ausnutzen. Weiß denkt jetzt sehr lange nach, dabei, Leute, befinden wir uns immer noch in der Eröffnung, gerade mal 11 Züge. Es ist ganz wichtig, in den ersten 10, 15 Zügen erstmal, bringt eure Figuren ins Spiel, besetzt mit Bauern das Zentrum. Es ist immer das Gleiche eigentlich. Und danach erst versucht ihr einen Plan zu entwickeln. Ja? Aber hier ist noch vieles nicht im Spiel bei Weiß. Läufer nicht im Spiel, Turm auf A1 nicht im Spiel, Dame auf D1 nicht im Spiel. Da gibt es nicht viel zu rechnen oder nachzudenken. Einfach erstmal die Figuren ins Spiel bringen. Genau. Springer F4, allerdings ein vernünftiger Zug. Klar, zieht jetzt eine Figur nochmal, die schon gezogen hat, aber es spricht hier auch nichts dagegen. Schwarz kann nun den Turm auf die E-Linie stellen. Oder den anderen Turm in die Mitte. Ich bedanke mich bei Copernicus 1 für den Prime. Ja, B5 ist auch möglich, hier ein bisschen zu expandieren. Wäre, glaube ich, nicht unbedingt meine Wahl gewesen. Ich hätte versucht, irgendwie C5 vorzubereiten, früher oder später. Es hätte mir noch besser gefallen, um im Zentrum Druck zu machen und so das Ganze anzuhebeln. Google mal, was Klabusterbeeren sind. Kannte ich auch noch nicht. Möchte ich das oder? Ist in Ordnung, geht. Ich hatte das Gefühl, ich habe es schon Weiß. mal gehört, aber. Ich kannte es noch nicht. Ich kannte es noch nicht. Also Weiß wird so ein bisschen überrollt hier. Muss langsam echt aufpassen. Der Läufer auf C1 immer noch, nicht im Spiel. Ja. Auch wenn D2 kein viel besseres Feld ist, aber er muss da dem Turm auf A1 Platz machen, damit er auch mal ins Spiel kann. Ne? Das basiert alles so ein bisschen das Miteinander, ne? Das harmoniert alles miteinander. Hängt alles voneinander ab. Ich Googelst du versuche immer was gerade? herauszufinden. Ich bin jetzt auf Wiktionary. Ne, es hilft irgendwie nicht so richtig. Duden.de. Was sagt mir der Duden? Der sagt ja auch Einfach. nur was zu der Schreibweise. Meist bei Tieren, besonders Schafen. Ja. Aha, was es alles für Wörter gibt, ne? Also, Ich kannte es noch nicht. Ich kannte es noch nicht. es ist jetzt auch wirklich nichts, was mein Leben bereichert, muss ich dazu sagen. Aber naja. Gut. Was? Jedes neue Wort bereichert unseren Horizont. Ist doch klar, erweitert unseren Horizont. Ja, B3 gefällt mir gar nicht. B3 ist Quatsch, weil Läufer B2 will er sowieso nicht spielen. Was soll B3 in dieser Stellung? Was Weiß dadurch auch erlaubt ist, er gibt dem Gegner eine Angriffsmarke und Weiß, Schwarz kann jetzt A4 spielen und den B3 angreifen, was vorher gar nicht der Fall war. Ne? Weiß verzichtet die ganze Zeit darauf, den Läufer auf C1 ins Spiel zu bringen. Ja, das stimmt. Das ist jetzt mal überfällig. Und genau, A4 verliert zwar einen Bauern für den Moment, aber diesen Bauern wird sich Schwarz sehr schnell wiederholen mit Springer B6 beispielsweise. Dann hat er das Feld C4, kann Druck ausüben auf der A-Linie, gehen den Bauern auf A2. Also A4 bietet sich hier sehr stark an, um diese Option zu haben, auf B3 zu schlagen, die A-Linie zu öffnen. Und Schwarz steht gut. Schwarz steht gut. Ja, Schwarz steht super. Weiß sollte unbedingt Läufer D2 spielen, Turm C1. Eine weitere Idee wäre, gut, die Springer umzugruppieren: Springer H3, Springer F4, den anderen Springer G5, solche Geschichten. Er steht einfach extrem passiv da hinten rum mit seinen Figuren. Die haben kaum noch Platz irgendwie. Ja, Ja. so ist Und es. B3, die Idee war nicht Läufer B2, weil es hängt der E3. Er kann nicht Läufer B2 spielen. Genau, der Bau auf E3, der braucht immer die Deckung. Da sieht man nochmal den Nachteil von dem Zug F2, F3. Da ist die ganze Bauernkette hier, das war ja quasi Basis der Bauern auf G3, H4, E3 und D4. Und nachdem der Bauer nach vorne gezogen ist, sind diese ganzen Bauern jetzt weich. Danke, Fliegenfanger, für den Prime. Fliegenfanger, nicht Fanger, Fänger. nicht Fänger. Ja, So, wichtig. CX hat lange nachgedacht, jetzt Springer B6 gespielt. Okay, ist auch ein vernünftiger Zug, aber hat wirklich sehr viel Zeit hier jetzt ja, aufgebraucht. sehr lange. Ich muss gestehen, leider, es gibt hier keine Züge außer Läufer D2. Es gibt hier einfach keine Züge für Weiß. Das musst du gestehen, ja? Mal sehen, was Finn aus macht. Ja, was Finn jetzt rauswerfen wird, weil ich glaube, er will nicht Läufer D2 spielen. Soll er denn rauswerfen?
Du meinst, das kommt immer so aus ihm herausgesprudelt, oder was? Klar. Ja. Ich bedanke mich aber weiter an Kappa Storch und an DK11-1. Danke euch. König F2. Wow. König Hat er F2. rausgeworfen Holy jetzt? shit, ey. Den hat er rausgeworfen, den Zug. So, jetzt vielleicht Läufer D2. Ja, wenn, also spätestens jetzt, er wird ja gezwungen zu Läufer D2, weil es droht A schlägt B3. Er kann nicht mit dem A-Bauern zurückschlagen, weil der Turm auf A1 hängen würde. Ja, er will Ah, Läufer das war B2. seine Idee. Ja, er Okay. will unbedingt Läufer B2, aber warum? Was will der Läufer da? Er will Springer D3, Springer E5 spielen oder so, aber das Problem ist hier, es Turm kommt Turm E8. E8 mit Angriff auf E3 wahrscheinlich und naja, alles nicht so schön, was der Weiße da macht, aber gut. Nee, er hat auch kaum Platz irgendwie. A3 liegt auch in der Ja. Luft. Turm E8 bietet sich an, der Turm ist noch nicht im Spiel. Weiß könnte da am D2 spielen, noch hält seine Stellung zusammen, aber schön ist anders. Also der Läufer musste nach D2 nochmal, Leute, für die es noch nicht verstanden haben. Der Läufer auf D2 ist die Stütze des Bauern E3. Sonst ist der Bauer zu schwach. Und auf B2 macht der Läufer nichts. Wir wollen noch Platz machen, damit der Turm endlich nach C1 kann. Ja, jetzt kann er nach C1. Oh, jetzt kommt er von der anderen Seite. Jetzt tauscht er die Läufer da. Okay. Okay, ja gut. Kann er machen. Ja, Der ist kein Bes Läufer war sowieso keine gute Figur insofern. Aber der hat zumindest ein bisschen den König verteidigt, ne? Also. Aber ich find, es ein guter Zug, weil weiß auch das Feld D3 dann bekommt für die Dame. Kann man machen, Läufer D7. Ja, okay, sagt, ich lass dich lieber tauschen. Ich weiß nicht, was das jetzt für einen Unterschied macht. So Also richtig. hier wäre, ja. A3 zum Beispiel ist jetzt auch so ein sehr unangenehmer Zug, weil der Läufer dann auf A1 ein bisschen eingekerkert Der wird. ist lebendig begraben erstmal dann, ne? Aha. Aber sonst könnte man noch König. auf B3 schlagen und den Turm nach Ja, A2 ja, ja, befördern. ja, ja. Das würde mir, glaube ich, hier noch besser gefallen. Ein bisschen Aktivität. Ja. Oh Und dann nein, Turm A2 rein. Zex, Zex. Oh, keine 20 Zeit mehr, ne? Sekunden. Denkt ja ewig nach. Er macht A3 Oh, tatsächlich. Das war zum Glück jetzt einfach für Weiß. Die letzten Züge sind einfach für Weiß. Er schlägt ja, einfach überall. aber jetzt spielt er ein bisschen schneller. Er Er hat es muss auch aber, er gemerkt. muss. Er muss. Ihm soll nicht das gleiche Schicksal geschehen wie Harry Davidson eben. Okay, der weiße Läufer auf A1 ist durch eine Krücke. Könnte eventuell wieder befreit werden mit E4 oder so, aber wenn Schwarz es richtig spielt, dann bleibt er auf ewig auf. Aha, ja, das kostet jetzt einen Bauern, oder? F6, wow, und da auch so schnell gespielt von Sex. Ja. Das Ja, hat es er ist nicht wahrscheinlich so schon. klar, es ist nicht so klar. Mal gucken. Es wird scharf, es wird auf jeden Fall jetzt richtig scharf. Ja, nicht sofort zurücknehmen. Springer F4, was passiert denn hier eigentlich so schnell? Ja, jetzt kommen wir, jetzt geht's ab. Okay, Ich okay. merke schon, also jetzt. Nicht mehr auf Objektive, Niklas, einfach nur noch genießen hier. Ja, genießen oder leiden, das wird die Frage sein. Okay. Okay, 6 hängt auch, ne? Okay, komm, nimm Dame schlägt D4, bitte. Ah, schade, läuft C5 dann. Ja, G6 hängt. G6 Ja, jetzt hängt, ich spielen weiß sie es. zu schnell. Zex hat jetzt mittlerweile wieder 36 Sekunden auf der Uhr von 20 Sekunden hoch. Und ist jetzt ein bisschen. Der haut jetzt die Züge raus, sonst gibt es keinen Morgen, ne? Du spielst mit Aufschlag. Wir spielen mit Aufschlag, du kriegst Zeit dazu. Nimm dir die Zeit, die Stellung ist. Boah, König F3, ey, Kannibalenzucht, ey, wie geil. Wow, aber es könnte funktionieren. Ich meine, naja. Ja, der G6 hängt auch, also Ja, dann. Dame E6 geht Oh, auch, jetzt Turm gefällt mir. E4, auch, oh, A3 hängt. Ja, H3 hängt und dann kommt die Dame aber rein. Oh, Okay, Springer oh, Dame F4. G4 Schach. Oh, das ist ja fast matt, wenn der König jetzt schlägt. Er König. schlägt eiskalt. Aber König Aber D3, es das geht. geht, das geht! Dame Oder? F5, König D2, es gibt's doch nicht. Das geht, Springer F4 zurück. Turm Das scheint D8, Turm zu D8, gehen, das nicht alles geht, das abtauscht, jetzt hast du geht! nichts mehr. Jetzt hast du doch keine Dame Figuren mehr zum E8! Matt setzen. Jawohl! Oh Springer H5 nein. oder keine Ahnung. Ihr habt noch Zeit. Du kannst ein bisschen nachdenken. Du musst nicht sofort ziehen jetzt hier. Also Zex ist von 20 Sekunden wieder auf 45 Sekunden hoch. Und F5 das hängt, die war's. Dame hängt. Einfach zu schnell gespielt jetzt. Er ist in den Panikmodus verfallen und dann einfach zu schnell gespielt. Also Zex, echt super Partie. Bis dann die Zeit knapp wurde, da bist du zu sehr in Panik verfallen. Und dann gab's. Ja, es ist irgendwann den Bach runtergegangen. Aber dass das jetzt alles funktioniert hat hier für Das Weiß, stimmt. ne? Wie geil er mit dem König rausgelaufen ist, er ist unglaublich. Gut, hier kann man auch auf Aber, G3 also, schlagen. ich meine, das war eine gute Partie insgesamt. Also sehr, sehr spannend. Und Ja, erst gute in Partie. Zeitnot, wie immer in Zeitnot, dann halt Panik, das ist normal. Und dann, aber ich muss sagen, das war eine sehr, sehr gute Partie Ja, insgesamt. ich glaube, wenn hier Schwarz Turm D8 macht, dann sollte es noch ganz Boom. gut aussehen. Statt auf F4 zu tauschen oder auch nach dem Tausch auf F4 irgendwie Turm D8.
Vielleicht, ja, gut. Ja, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Verrückte Partie am Ende, echt, der mit dem König rausgelaufen, ey, wie geil. Okay, ja, wow, okay, coole Partie. So, wir gehen weiter und jetzt gehen wir zur. Ne, Moment, was haben wir jetzt? Wir haben nochmal jetzt die Kategorie 1600 bis 1800, kann das sein? Ja, weil wir hatten da mehrere Leute, ne? Nee, ja, weil jetzt das eine Ersatzpartie war quasi. Jetzt haben wir Zusätzlich Grille 60. gegen The Xord. Grille 60. Gegen The Xord ist auch geil. Grille, bist du am Start? Xord. Ja, ist online. Also, ihr könnt euch herausfordern. Xord hat weiß. Meiner ist auch online, weiß ich nicht. Man sieht das nicht, wenn die Leute Patrons sind und so einen Flügel haben. Dann sieht man nicht, ob die online sind, witzigerweise. Echt nicht? Wie jetzt Nö. Grille? Grille, was machst denn du jetzt? Grille? Was denn? Ist er weg? Der ist im Lead Chess Quarantäne Liga 14C Teamkampf ist der drin. Grille. Das machen viele immer Donnerstag sehr. Oh Mann, ich muss mir das erstmal schreiben. Ey, ja gut, dann müssen wir die Partie, glaube ich, vertagen. Sorry. Ach so, Flügel grün gleich online. Okay. Der Flügel. Genau, ich dachte auch beim Flügel. Ja. Da wird der Mist gelabert hier sogar. Grille, Das. Grille 60 ist 60 plus und sagt, nach vielen Jahren, Jahrzehnten ohne Schach, habe ich durch GM Niklas Huschmann wieder zum Strategiespiel gefunden. Ah, oh, das ist ja schön. Außerdem bekomme ich mit Hilfe von ihm, dem Big Greek, immer mehr Informationen zum königlichen Spiel. Ach, ist das schön. Okay, ja, ich schreibe ihm mal, dass er jetzt, ja, das wäre. Küsse. Warten wir auf den. Nee, er hat jetzt gerade eine neue Partie angefangen. Und außerdem, dieser Teamkampf, der läuft noch 17 Minuten, vielleicht dann, wir schieben es einfach nach hinten. Ja, können wir machen, ist egal. Gut, dann lass uns weitergehen zur nächsten Partie. Lol, the Bronco ist der nächste. Tut mir leid, The Xord. Musste warten. Lol the Gronkle, das ist jetzt 1800 bis 2000 und die spielen jetzt nur mit 3 plus 2 gegen Texana. Was ist das denn für ein Turnier? Du scharfes Ding. Lol the Gronkle ist auch am Start, online. So, ja, ich gehe mal zu meinem, wie heißt mein Gefährte? Texana, Texana, den habe ich schon im Chat gesehen. Der ist auf jeden Fall da, der ist bereit für seine erste hier Partie in einem Sub-Battle. Auf geht's, 3 plus 2 spielen wir jetzt, ist ein bisschen fixer, ab 1800 aufwärts geht es ein bisschen schneller zur Sache. Und ja, bitte den Stream muten und dann kann es losgehen. Vielen Dank an Cyrus 82, 5. Monat. Peace. Peace. Okay, es 100 geht Bits. los, es geht los. Danke, Marian Hasi. Haben die schon angefangen, die Jungs? Ja, Ja. okay. Exanat weiß, Sizilianisch, Neidorf, da kennt sich Niklas super aus. Moment, noch ist der Leib und Nadov nicht auf Magen. dem Brett, aber Stimmt. wahrscheinlich, wahrscheinlich. A6 oder G6? Das macht. Oh, doch, nix, Ja. Neidorf, Drachen. Da kennt Drachen. sich Niklas nicht so gut aus. Doch, doch. Läufer Ja. C4 ist ungewöhnlich. Ja. Du erwartest doch jetzt hier nicht die 20-zügige Analyse hier von den beiden. Doch, Springer schlägt E4 kann man sogar machen, oder? Nee, das ist Dann bestimmt Quatsch. D5. Das ist bestimmt Quatsch. Das kann Einfach man. weiterentwickeln. Läufer G7, Rochade, Ja, zack, einfach nicht überlegen weiterentwickeln. lange. Von Snorky-FPV, euch beiden herzlichen Dank. Vielleicht wisst ihr gar nicht, wie viel das für Einsteiger bedeutet, qualifizierte, unaufgeregte, Meistens unaufgeregt. unaufgeregt und unterhaltsame Unterstützung zu bekommen. Danke, das freut uns. Unaufgeregt. Stimmt, heute bin ich ein bisschen unaufgeregter als sonst. Ja gut, Da. weil du auch am Gewinnen bist. Stimmt, stimmt. Stimmt. So, Keop 60, vielen Dank. 10 Euro, großer Team Hoshi, Grüße gehen zurück. Danke dir. Ja, damit die 3 passte nicht so gut rein. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen wackelig. Wenn jetzt Springer die 7 kommt, droht direkt Springer E5. Ja, darauf hoffe ich, Niklas. Darauf hoffe ich. Ja, das wird er sehen. Das hier. Nee, das wird schwarz sehen. Weiß nicht. Okay. Oh, jetzt. Läufer Ah, F6. ja, Springer D5. Schön gesehen, schön gesehen. Oh, Stimmt. hatte ich gar nicht.
gesehen, stimmt. Nee, das lag in der Luft und jetzt kann Weiß hier die schwarze Struktur zerstören. Hätte er besser mit dem E-Bauern nehmen sollen, um den Läufer zu behalten, wenigstens. Ja. Etwas zu schnell geschlagen. Gut, auch so ist es jetzt kein Beinbruch, aber ein bisschen Nein. angenehmer für Weiß. Dann Druck gegen den schwachen Punkt auf D6. Jetzt, gut, die Dame kann nach A5, Dame kann nach D8. Aber so viele Optionen gibt es hier nicht für LOL, der Kronke. Der Kronkel. Kommt aus Polen übrigens, steht hier. Ja, ich weiß. Achso. Erik so und so, ne? Janiak oder so. Okay. Der hat schon häufig für mich gespielt. So, was denkt er jetzt so ewig nach? Die Dame ist angegriffen, die muss weg. Hau die Dame weg. Hau die Dame weg. Verbrate nicht die ganze Zeit hier für einen simplen Zug wie Dame D8 oder so. Ja, das ist genau der falsche Zeitpunkt. Die Zeit braucht man noch. Aber jetzt Hauptsache E schlägt F6, gepremoved. Okay, gut. Ja, So, Turm nach davon war es zu D1. viel. Hier Druck machen gegen den Bauern auf D6. Läufer D5, ja, aber ich möchte eigentlich den Bauern auf D6 gewinnen. Und da stehen jetzt ein bisschen viele Figuren dazwischen. Na, Springer D7 jetzt entwickeln. Was denn? Kannst du jetzt nicht sagen, wieder was? Nee, doch, doch, ach was. Ich lese gerade meinen Chat hier. Ja, das war schon Sie, klar. Alter, Sie, Alter, Sie. Kennt Niklas Markus Ragger? Natürlich kennt er ihn. Ja, Natürlich kennt er ihn. das ist einer meiner schlimmsten, wie soll ich Gegner? sagen, Angstgegner. Nemesis, hast schon so viel verloren gegen den? Ich glaube, die letzten drei Partien, aber auch immer so dämlich eigentlich. Also irgendwie, ich komm nicht gut klar gegen Markus. Ja, die letzten drei Partien habe ich verloren gegen ihn. Ja. Einmal habe ich um Oh, ihn gespielt. lol. Sie. Zieh, Alter! Gibt's doch nicht. So, Turm nach Dachte, D1. ach, hat's B für den Prime. Ah, das sieht hier nicht gut aus für Schwarz. Ist zu langsam unterwegs. So, jetzt. Leute, was? Entwicklung. Entwicklung. Die drei Figuren spielen noch nicht mit. So, Ernst, ich sehe dich im Chat. Ernst? Du bist doch Grille 60, oder? Du bist hier eigentlich eingeplant. Bist du jetzt im Start oder was? Kannst dich ja mal melden. Ich habe dir auch bei Lichess geschrieben. So, Weiß droht den Bauern D6 zu schlagen. Es spricht allerdings nichts gegen Läufer schlicht F5 hier. Und aber LOL ist extrem langsam. Meine Güte, jetzt stellt er einfach den D6 ein. Ohne Grund. Einfach Läufer schlicht F5. Ja, Springer D6 greift den Turm E8 an. Auch nicht schön. Okay, gewinnt den Bauern. Gut, Turm D8 muss wohl sein. Aber nach Turm D8 ist ja soweit. Boah, weiß ich nicht. Mehr oder weniger alles im Lot, aber was macht denn LOL hier? Denkt ihr Ja, ewig lang? überlegt ewig. Ich weiß nicht, was los ist. Für simple Züge. Hat jetzt nur 28 Sekunden. Ist ein bisschen wenig Zeit. Ja, dann Grille 60 ist dann gleich dran. Ernst ist bereit. Okay, ich hoffe dann. Wer war der Gegner von Grille? The Xord. Bitte bereithalten gegen Grille danach. Ja, wir machen ernst. So, was macht Texana? Okay, wieder der Primo 4 Dame schlägt G3. Ja, okay. Der Ding kann man wieder schlagen. Ja, jetzt verliert er Material Was hier, macht ne? denn jetzt? Turm D7. Warum? Ach so, ah, der Turm hing, deshalb schmerzt sich Da weg. hing alles, da hing Ah, alles. jetzt Springer schlägt D7. Ja, keine gute Partie von Schwarz. Extrem langsam und einfach goldene Regeln komplett missachtet in der Öffnung. Nicht entwickelt. Keine gute Partie. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ja, Ganz ein wir Turm müssen weniger. das Comeback starten. Ich meine, wir sind mit 3 Punkten, nee, 2 Punkten hinten, müssen jetzt langsam Zwei. zurückschlagen. Ja, aber die letzten drei verloren, das hat schon reingehauen. Okay, in meinem Chat gibt es mal wieder diese sinnlose Diskussion, was das Elefantengambit ist. Ach nee, komm. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Also eigentlich weiß es ja mittlerweile jeder. Von daher lass es einfach, ja, Harald Sicher. und Gustav. Gustav? Vor allen Dingen, warum gerade jetzt? Warum Ja, gerade weiß ich nicht. jetzt? Es hat nichts mit der Partie zu tun. Also, Und nichts mit dem Sub-Battle. nee, absolut nicht. Also wenn hier ein Elefantengambit aufs Brett kommt, dann gebe ich euch Bescheid. Aber ansonsten, lasst das mal ruhen, ne?
So. Wobei bei uns wird das nie diskutiert. Verstehe ich gar nicht. So, jetzt die Bauern nach vorne bringen. Das sieht gut aus. Verbundene Freibauern im Zentrum. Wunderbar. D7 könnte man schon machen, eventuell Turm E8, C5 ist auch gut. Hauptsache genügend Zeit auf der Uhr behalten, damit es da keine Katastrophe gibt. Und Harry Davidson sagt, Opfergroschen zur Entschädigung. Ja, alles gut, Harry. Danke dir, dass du dabei bist. Musst nicht irgendwie was entschädigen und hast eine gute Partie gespielt. Nur am Ende, ja, war einfach die Zeit zu knapp. Okay, C6, C7 und die Katze ist im Säckchen, oder? Turm E8 oder keine Ahnung, irgendwas. Das ist komplett Irgendwas. lost. Komplett lost. Komplett lost, wie Kugelbuch. Okay. Dame ziehen, noch eine Dame. So, jetzt hat er genug gehabt. Ja, Alles das war klar. nix. Ja, gute Partie von Texana insgesamt, ne? Also kann man nichts sagen. Souveräner Sieg. Schwarz, wie du gesagt hast, ein bisschen langsam und dann in kritischen Momenten ja nicht die richtige Fortsetzung gefunden. Ja, einfach den Springer schlagen auf F5, Den ne? Springer schlagen auf Läufer fliegt F5, F5. ja. Einfach schlagen. Ist nichts los. Ist nicht so viel los, das stimmt, genau. Da ist der Bau auf D6 abhanden gekommen, dann der Bau auf B7 und dann war es, Ja, war ging es alles weg bergab. plötzlich. Ja, Ja, ja. Und ja. vor allen Dingen ewig nachgedacht. LOL für ganz, ganz simple Züge. Ewig nachgedacht. Na gut. Man Okay, kann nicht. okay, okay. So. Jetzt kommen wir zu Grille. Grille The 60. Xorb gegen Grille. Völlig Genau. klar. Identische Rating. Ah. Das ist gut. Wir geben uns immer Mühe dabei, dass das gut passt. Frank fragt, was bedeutet eine Figur hängt? Das bedeutet, diese Figur kann einfach geschlagen werden vom Gegner. Und ohne dass sie gedeckt ist und ohne dass man was dafür bekommt. Also es ist nicht so gut, wenn das passiert. So, ihr könnt jetzt die nächste Partie starten, ihr beiden, Ja, genau. aber. Bitte muten, also bitte den Ton ausmachen vom Stream und dann kann es hier losgehen. Dick Sword gegen Krille 60. So. Die beiden, die sind wahrscheinlich schon gemutet und ha, wundern sich, warum keiner anfängt. Wobei, The Xorb muss ja anfangen. Ja, also Grille 60 kann schlecht anfangen. Insofern, ja, geben wir den beiden noch einen Moment. Alles easy. Oh, Lirum Larum, ja, und sonst? Wie ist das Wetter in Berlin? Ja, der Frühling fängt an, ne? Ich war heute seit langem mal wieder Basketball spielen. Basketball. Das überrascht dich jetzt, ne? Ein bisschen schon, ja. Ja, und irgendwie am Wochenende 15 Grad und Sonne ist Ja, es wird wärmer, abgefahren, ja. ne? Also einfach mal 20 Grad Unterschied von jetzt Völlig letzten krank. Sonntag. Aber ja, freut mich. Es ist Zeit, ne? So, der Winter kann gerne zum Ende kommen. Ich habe seit Jahren nicht so viel geheizt wie dieses Jahr. Ja. So, was So. spielen die beiden hier? Das ist Wiener Partie, war das, glaube ich, ne? Oder was war das? So was, oder Läuferspiel Wiener Partie. Jetzt ist es eher so. Ich höre Jetzt die ist Züge es. gar nicht. Wieso höre ich die Züge nicht? Die Züge willst du hören? Ja, zum Glück habe ich das aus, das würde mich total nerven. Ne, jetzt höre ich sie. Ich habe die gerade nicht gehört, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Okay. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, Wiener Partie, aber. Ohne F4 einfach Figuren rausgebracht. Erstmal nichts weiter passiert, Läufer nach H5. Weiß ist in der Festung, kann das auch wieder aufheben mit Läufer E2. Ja, die Fesselung ist natürlich ein bisschen nervig. Ne? Die darf man nicht irgendwie komplett ignorieren, der Weiße. Am besten immer. Na, das ist schon sehr ungenau, Ja, jetzt kann wahrscheinlich. Schwarz einfach schlagen. Ja. Ja. Also auf D4 einfach schlagen. Man könnte auch auf Ja. F3 zuerst schlagen, aber ich würde einfach auf D4 schlagen. Und wenn Weiß mit der Dame schlägt, dann auf F3 schlagen, die Struktur zerstören. Springer C6 nutzt es nicht aus. Auch natürlich vernünftig, die Figur zu entwickeln, aber hier hätte man es direkt ausnutzen können. Das war jetzt zu früh, D4 gespielt hat. Okay, jetzt. Rein in die gute Stube, Springer D4 ab nach vorne jetzt. Läufer Er E2 muss. muss Läufer E2 jetzt Oder spielen. Es wird echt G4. Zeit. Oder G4. Nee, Ah, G4 geht nicht gut. Läufer E2 gemacht. zum Glück. Jetzt droht. Ja, okay. Okay. Das Gröbste ist überstanden. Ist okay. Okay. So, jetzt C5 muss er auf jeden Fall en passant schlagen. Ich hoffe, er kennt en passant.
Damit er das Läuferpaar, er muss auch öffnen die Stellung. Ja, was heißt muss, aber er macht es nicht. Okay. Er muss aber wissen, wie er jetzt fortsetzt hier, weil die Stellung ist geschlossen jetzt. Ja, okay. Ja, was würdest du hier spielen mit Weiß? Mit Weiß. Ach, mit Weiß. Ah, du Ja, aber wusstest ja mein auch Mann ist Schwarz. ja. Ja, na klar. Ich bin hier in volle Kanne für Schwarz. Ja, logisch. So. Ja, irgendwie würde ich gerne B5 spielen. Ab nach Ach, du vorne. willst B5? Ja, ich würde mit Weiß sowas wie G3, Läufer G2 spielen. Läufer G5 bringt gar nichts, weil der Läufer, den Läufer. Du bist sehr direkt. Ja, Läufer G5, du willst nicht den schwarzfeldigen Läufer hier tauschen mit Weiß, das ist der Nee, gute Läufer. das ist der schöne Läufer. Ja, etwas, was ihr lernen müsst, ist unbedingt, was ist ein guter Läufer, was ist ein schlechter Läufer? Der schlechte Läufer bei Weiß ist der Läufer auf F3, weil die eigenen Bauern auf Weiß stehen im Zentrum. Dadurch ist er eingeschränkt. Der schwarzfeldige Läufer ist tendenziell gut. Vor allen Dingen, der schwarze Läufer auf E7 ist ein schwacher Läufer bei Schwarz, deswegen macht der Tausch keinen Sinn. Okay, jetzt geht er wieder zurück. Vielleicht hört er zu, ich weiß es nicht. Das Problem ist hier der Springer auf D4. Den müsste man loswerden mit C3. Dafür muss aber der Springer weg auf C3. Ja, das wäre auch eine gute Dann. Idee. Aber dein Plan G3, Läufer G2 erstmal gefällt mir gut. Und ja, es könnte auch sein, dass der Springer mal verloren geht auf D4, ne? Wenn Ja, der, wenn man mit es C3. ordentlich vorbereitet. A6, A4, A4 guter Zug. Springer H7, okay, interessant. Hier Springer G5 oder Läufer G5 möchte er vermutlich machen. Ja. Aber man muss echt schauen mit dem Springer, ne? Wenn man weiß, den Läufer entfernt und dann den Springer entfernt, C3 spielt, aber es dauert natürlich noch ordentlich lang insofern. Eigentlich alles gut für Schwarz. Wirst du lieber Weiß oder lieber Schwarz nehmen? Kein von beiden. Eher schwarz wahrscheinlich. Läufer G5 muss man nicht tauschen, einfach stehen lassen. Ja, Dame D2 vielleicht. Er zieht ein bisschen hin und her, der Weiße, er hat keinen Plan. Das ist typisch für geschlossene Stellungen, dass auf diesem Niveau eigentlich fast immer zu erkennen ist, dass die Leute nicht wissen, was sie in so einer geschlossenen Stellung machen sollen. Ja, das Man muss schreit ja ja auch nach nicht. einem Video, ne? Ja, von meinen tausenden. Von Sich deinen mal tausend vor Ideen, sich oder auf. was? Nein, wenn man sich meine Videos alle angeschaut hat, dann weiß man, was man machen muss. Ich habe häufig genug Königsindisch gespielt. Königsindisch spiele ich ja ständig. Dann erkläre ich natürlich immer, bei geschlossenem Zentrum muss man auf die Flügel ausweichen. Gucken, wo sind Angriffspunkte. E5 ist ein Angriffspunkt mit F4. Hier, aber das geht hier nicht so gut, nicht so leicht. Für Schwarz F5 und B5 logische Vorstöße, die man vorbereiten müsste. Ja, jetzt weiß Schwarz so recht auch nicht, was er machen soll Er darf gerade. auf keinen Fall tauschen, weil dann ist der Springer weg auf D4. Deshalb Ja. Läufer G4 ein ganz vernünftiger Zug hier. Man könnte vielleicht G6 spielen, um H5 vorzubereiten, den Läufer wieder zu befragen. Ansonsten würde ich immer noch gerne B5 umsetzen, aber gerade würde es, glaube ich, einen Bauern verlieren. Oder zumindest besteht die Gefahr, dass Weiß auf D4 schlägt und dann den Bauern auf B5 schlägt. Insofern F5, okay, Aktivität. Ja, das muss er jetzt schlagen unbedingt. Weg mit dem Ja. Ding. Weg mit, der muss geschlagen werden und dann ja, schlägt Schwarz wieder oder schlägt erst auf E3? Ne, schlägt nicht erst auf E3, muss dann wieder schlagen. Ja, aber es gibt weißes Feld E4, das gefällt mir nicht, auch die weißen Felder werden geschwächt. F5 ist hier zu früh. Wenn ich mit dem Bauern wieder schlagen könnte, da dann ist das was anderes. Aber so mit der Figur wieder schlagen, gibt weiß das Feld E4, deshalb ist es zu früh. Remulus, danke dir für die fünf Subs. Remulus hat gewonnen, ist natürlich in guter Laune. Giftet mal eben 5 Subs. Danke dir, mein Lieber, und Ah. herzlichen Glückwunsch für deinen Sieg nochmal. So, The Xord denkt ewig nach. Dabei gibt es ehrlich gesagt hier keine große Alternative, weil E schlicht E5 bietet sich an. Ja, Sowas. ansonsten kann Schwarz vielleicht sogar F4 und F3 machen, wo, abhängig davon, wo er der Läufer entzieht. Ja, jetzt schlägt er. Ja. Ja, der Springer muss zurückschlagen, sonst geht ja hier nichts. Ne? Ja. Ja, macht er auch. Hier war eine Ja, Springer. Frage, Ja. was eine geschlossene Stellung ist. Das ist eine gute Frage. Das bedeutet, dass die Bauernstruktur fest ist. Also, dass die Bauern sich so gegenüberstehen und
und keine Linien offen sind. Also vor allem bedeutet es, dass im Zentrum es keine Spannung gibt. Das heißt, die Bauern können sich nicht gegenseitig schlagen. Und wie wir es hier vor ein paar Zügen noch hatten, dass die Bauern so komplett alle festgelegt sind. Okay. Was mir bei Weiß nicht gefällt, die Dame steht immer noch auf D1, bei Schwarz allerdings auch. Die haben beide ihre Entwicklung immer noch nicht vervollständigt nach 18 Zügen. Dame E2 müsste man schon längst spielen, so wie gerade. Gut, Springer D4, die ziehen so ein bisschen hin und her die beiden. Jetzt Springer E4 bietet sich an, Ja, ne? Springer Damit der E4. Sch F4 jetzt auch. F4, das geht ja gar nicht, das Ach ist doch so, stimmt. geschenkt. Der kann einfach geschlagen werden. Ja, das geht nicht. Dicker Fehler von Weiß, der kann einfach geschlagen werden. Schade. So, bedanke mich bei MTTHS81, Mattes81 für den Prime. Ich hoffe, er schlägt jetzt nicht auf F4. Vielleicht hat er das jetzt gesehen, dass es nicht Nee, ging. er wird es jetzt gesehen haben. Schwarz hier einmal mehr drauf als weiß auf den Bauern und das ist ein Geschenk. Ja, Springer E4, bitte, Springer E4. Dann C3, solche Geschichten. Den Springer loswerden von D4. Danke an Brolex. 0007 für den Prime. Mitmachen können hier nur bei Sub-Battles können generell Sub steht für Subscriber, Subscriber gleich Abonnent auf Deutsch. Nur Abonnenten unserer Kanäle. Bei Niklas sind das die Mitglieder auf YouTube, das ist das Genau. Äquivalent. Bei mir sind es die Abonnenten auf Twitch. Man muss also Mitglied sein bei YouTube, bei Niklas oder bei mir Subscriber, Abonnent auf Twitch. Ansonsten geht es schon mal gar nicht. Und dann gibt Gar nicht. Und dann gibt es Bewerbungsphasen bei beiden, dann werden Spieler gesammelt, dann werden die Teams Spiele gesammelt. Ja. 2 Tage vorher setzen sich Niklas und meine Wenigkeit 2 Stunden zusammen und grübeln, wie wir die Teams aufstellen. Genau. Nein, so lange nicht. Und 2 Tage vorher stehen da die Teams fest. So läuft das. Immer Ja, ab. genau. Also wer da ein Interesse hat, kann sich das gerne anschauen. Subs bei Georgios auf Twitch kennen ja sicherlich die meisten. Auf YouTube ist es die Mitgliedschaft. Blauer Button hier für die Freunde, die auf YouTube zuschauen. Ich sehe 1273 Leute gerade auf YouTube. Was geht denn ab? Und natürlich vergesse ich auch meine Freunde von Twitch nicht und nicht zu vergessen meine Freunde von Facebook. Ich weiß, ihr seid da. Schön, dass ihr auch einschaltet. Genau, die Mitgliedschaft geht bei YouTube, ist aber sehr ähnlich wie bei Twitch, die Subs 4,99 im Monat und bekommt man verschiedene Vorteile, wie beispielsweise hier bei den Subs, Sub-Battles dabei zu sein, oder auf jeden Fall die Chance zu haben dafür. So, zurück zur Partie. Tommy 1 stellt sich der Dame gegenüber, droht ein Abzug schon ein bisschen, ne? Springer schlägt C5. Ja, Springer schlägt C5 eventuell. Ja, das Ganze spitzt sich jetzt zu hier. Was mir bei Weiß nicht gefällt, ist, dass immer noch alle Figuren nicht mitspielen. Okay, Dame. Oh, C3. Ja, Springer schlägt D6, C3. Hier geht einiges plötzlich. C3 ist aber, glaube ich, gut. Erstmal vielen Dank für die 100 Bits an Oberstfeldmarschall wieder. Danke dir, mein Lieber. Springer D6, Dame F6, sehr schnell gespielt von Schwarz. Er Dabei hat das hing er schon kommen D5. sehen. Es hing Stimmt. aber D5. D5 hing. D5 hängt. Stimmt, den hätte er schlagen können. Hatte ich auch Ja, nicht ja, ja, gesehen. ja. Jetzt werden beide nervös hier. Beide werden Ja, weil nervös. sie Man nicht viel merkt es Zeit richtig. haben. Ja, 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 oh. ja, ja. Jetzt heißt es wieder. Oh. C3 sollte sehr stark sein hier. Und dann Springer spielt C5 oder so. Oder Läufer C3, irgendwas Gutes. Keine Zeit, 0,3 Sekunden und noch für Weiß. Er nimmt auf Dame C5, greift die schlägt. Dame auf Ja, E5 komm, an. sehr gut, sehr gut. Dame schlägt D5. Springer E6 ist ein starker Zug. Komm, Springer E6, hau ihn rein. Ah, Springer E6 ist ein Problem auf jeden Fall. Springer D3. Ah, zu passiv, zu Komm, passiv. F3, ab nach vorne jetzt. F3, auf geht's. Tommy 8 auch gut. Bring den Turm ran, Freundchen. So, Turm schlägt. Oh, jetzt hängt er aber auf F4. Die Spieler kriegen 3 Sekunden oben drauf. Oh, hau raus hier den Läufer. Nuke Legat, danke dir für den Primer, lieber. Nuke-Legat, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wie Nougat. Nee, Nuke Legat, egal. Weiß hat keine Zeit mehr, scheiße. 17 Sekunden noch, das ist zu hart. Er muss was ziehen. Zieh! Jetzt schlag raus auf F3. Kann ich mit der Dame schlagen? Okay, bringt den Springer wieder zurück. C3. Jetzt schlag raus den Läufer. Schlag. Ja, sehr gut. Dame schlägt und dann hängt Er der muss Läufer auf mit E-Bauer D2. nehmen, man. Ah, Oh, nee. jetzt komm. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ja, schnapp ihn dir. Ja, Ja, das ist die Zeit, das Zeitproblem. dann kommen die Fehler natürlich. Das ist klar. Naja. Das ist Spiel klar. weiter, zieh! Ich glaube, er hat kurz überlegt, ob er aufgibt, aber nein. Ja, Auf jeden sicher Fall zwei. probieren. Läufer Er will Turm H4, Läufer E1 Schach. G3. Er will Turm E1 Schach verhindern, aber gut. Ja, Ja, Läufer könnte schon H4, Läufer sein. G3 ist natürlich. Oh, starker Zug, starker Zug. Ja, Tommy 3 richtig stark. Die Dame hat keine gute Felder und der Springer ist weg.
Dame schlägt B7, jetzt den Springer einsammeln. Ernst! Du machst das Ding hier! Turm steht H3, nimmst Dame H4, matt rot. Aber ich glaube, es ist jetzt eh vorbei. Nein, noch ein Schach. Oh, fast Dauerschach. Dame F5, komm. Jetzt Was ist Turm das denn? steht H3, nimmst Dame H4, matt. Ja, das kennt er Okay. nicht, das ist zu schwierig. Okay, er Ja, tauscht jetzt komm. erstmal die Türme ab wahrscheinlich. Ja. Solid, solid. Kein Dauerschach bitte. Aber Ach, macht er zieh ja den nicht mit König zwei weg, zieh den Figuren. König weg, was gibt's da nachzudenken? Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor so Dauerschach, aber eigentlich. Er hat auch genügend Zeit. Läufer H4, okay. Ah, er hätte Dame F5 Schach geben müssen, natürlich. Jetzt tauscht er die Damen, das ist vorbei direkt. Ne? Ja, okay. Ja. Oh, da ist das Matt. Da ist das Matt. Doch kein Damentausch. Stimmt, Läufer G3 matt. Okay, Ja, okay, schade, okay. da war so Wow, viel mehr okay. drin. Da war so viel mehr drin. Meine Güte. Da ist der Wenn er Ausgleich, nicht. Freunde. Das ist der Ja, ja, ja. Ausgleich. Da war so viel mehr drin. Ja, schwierige Partie, ne? Also diese geschlossenen Stellungen. Ja. Okay, Grille 60, Ernst, danke dir für den Einsatz und deine Unterstützung hier über die Mitgliedschaft. Okay, ich muss mich mal kurz erfrischen mit einem Schluck Wasser. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Wo musst du dafür hin? Egal. 5 € Donation von Mike ZRK. Habe ich nicht gesehen, glaube ich. Habe ich verpasst. Vielen Dank für meine Mods an die Erinnerung. Mike. Ich glaube, Mike hat doch für den Gegner gespielt auch, ne? Stimmt. Danke. So, die nächste Paarung lautet The Master of Chess. The Master of Chess gegen Tobias Emanuel. Unter 2-2. Das heißt, die spielen natürlich mit längerer Bedenkzeit. 3 plus 2 meine ich, kürzerer Bedenkzeit. So, jetzt steht es 3 zu 3, 3-3. ne? Ja, so schnell geht das. So schnell geht das, ja. Ausgleich. Okay, und jetzt haben wir The Master of Chess gegen Tobias Emanuel. Okay. Den Namen schreibe ich immer falsch. Da ist er. So, der ist gar nicht online, der Master of Chess. Was ist hier los? Also heute ist der Wurm drin, ne? Ja, ein bisschen. Bisschen, ja. Das hatten wir eigentlich noch nie, dass Leute dann nicht da waren. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir es auch verschoben haben und so weiter. Und insofern, ja. Wo ist er? Master of Chess nicht da. Don Bur, Mods, was soll man machen? Ja gut, dann stellen wir auch erstmal zurück. Und also mein Mann ist ja da, Tobias. Der ist zumindest online. Yes! Da ist Oh, das ja, Matt! und dann Oder können wie wir vielleicht jetzt? jemanden ungefähr mit derselben Zahl finden. Tobias hat 2000. 34. Das wäre da mein Vorschlag dann. Und Grüße gehen raus an BrainX, jetzt neues Mitglied hier auf YouTube. Danke dir für die Unterstützung, mein Lieber. Herzlich willkommen. Gut, dann gehen wir zu Mike de Monk gegen Dobachchen, ne? Ja, können wir machen. Können wir machen. Meine Mods werden sich schon darum kümmern, eventuell einen Ersatzmann zu finden für Master of Chess. Das war, welche Kategorie war denn das? Das war 2000 bis 2002. Ja, nee, 1800 bis 2000. Nee, Moment, jetzt bin ich Meiner verwirrt. hat's. Nee, 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 meiner nee, hat 2 ist 2000 bis, noch ja, raus. 2000 bis 2200, genau, sorry. Und wie viel hat Faszination Schach, Leute? Was denn für ein Schach? Ja, hier im Chat wird was geschrieben. Müsst ihr mal gucken. Mods, ihr wisst Bescheid. Guckt Ist mal das auf Sebastian Faszination Schach. Siebrecht, oder? Ja, eigentlich weiß ich nicht. Eigentlich nicht, kann nicht sein. Achso. Oder? Das ist doch Sebastian. VIP, ja klar. Nee, ist klar. Ich kann auch nicht Sebastian spielen lassen. Bist du zu stark als Vorhüter. Wie geil. Wie ist der hier dabei im Chat oder was? Der ist gerade dabei im Chat. Ja, Ah, genau. Bei Grüße gehen mir. raus auf jeden Fall. Der könnte höchstens vorne einsteigen. Ja, wie stark ist denn der Dingens, der Tobias Emanuel gewesen? 2034 hat er aktuell. Ja, okay, das geht nicht. Okay, Mike the Monk jetzt, ne? Mike de Monk, genau, die haben sich auch schon herausgefordert. Dubachin gegen Mike de Monk. Auf geht's, Freunde. Könnt den Stream muten und los geht's. Und hier bei mir im Chat ist auch Orca Chess. Grüße ihn raus. Macht sehr hochwertige Videos auf jeden Fall immer. Ich sehe das. Jonathan, du geile Sau aus Karlsruhe. Grüße. Genau. So nennt man ihn auch, ja. Ich heiße Sief. Danke für die 5 Gifted Subs, mein Lieber. Mua, Grüße. Grüße.
Und liebe Grüße an Sebastian nach Frankreich. Das ist Sebastian Siebrecht, Großmeister Sebastian Siebrecht im Chat. Was für eine Ehre. Ja, hat jetzt auch einen Kanal gestartet, ne? Mit Ja, nicht seinen eigenen, aber Schachdeutschland TV, wo er regelmäßig freitags Deutsche Schach-Online-Liga kommentiert. okay. DSOL heißt doch Deutsche Schach-Online-Liga, ne? Nee, ich hatte jetzt vor allem an Chess Kids gedacht. Oh, wie heißt der Ach so, Kanal? von Grenke, Grenke Ja, Chess Kids. genau. Ja, das ist, ja. Da hat er auch was gemacht, ja. Ja. So, Volker Gambit hier. So Das ist gefällt mir schon es. gut für Schwarz mit dem B4 da vorne. Naja, E5 lässt er die ganze Zeit zu. Ich bin mir nicht sicher, ob E5 schon geht die ganze Zeit. So, ich glaube, ich habe hier was verpasst. Sorry, kurz. Naja. Christoph. Christoph, irgendwie kam dein Alert nicht durch. Sorry, aber ich habe es gesehen. Christoph, danke dir für die Unterstützung jetzt hier mit dabei. So. Also, das gefällt mir gut hier für Schwarz. Raumvorteil mit E5. Und jetzt geschlossene Stellung wie gerade. Zentrum ist geschlossen. Die Bauern stehen sich alle gegenüber. Da ist kein Durchkommen. Die Linien sind alle geschlossen. Das heißt geschlossen. Ja, das Und ist ein hier. perfektes Beispiel. Und da muss man auf den Flügel ausweichen. Am Damenflügel kann man nicht so viel machen. Da gibt es nicht viel. Den A-Bauern kann man noch tauschen. Aber am Königsflügel, da kann Schwarz wunderbar F5 spielen. Nach königsindischen Mustern. Und deswegen würde ich das hier lieber schon mit Schwarz spielen, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt eben die Frage, ob Weiß das gut verhindern kann, dass Schwarz unter guten Umständen zu F5 kommt. Springer G3. Manchmal kann man auch mit H3 G4 spielen. Ich hatte mal eine Partie, eine recht ähnlichen Struktur gegen Großmeister René Stern, die ich auch auf meinem Kanal analysiert habe. Ah, Und Spanisch. genau, kennst du. Mit Und das, Schmeißeschaft. ja, genau. Und das war echt so ein Musterbeispiel für eine geschlossene Partie. Und ja, wenn Weiß es schafft, F5 aufzuhalten oder gut darauf vorbereitet zu sein, dann kann er hier auch besser stehen mit seinem Raumvorteil, aber ist sehr komplex, sehr komplex. Ja, Schwarz hat aus meiner Sicht schon einen strategischen Fehler gemacht. Er hat den Weißfeld in den Läufer getauscht auf F3. Dadurch hat er Ja. weniger Kontrolle über das Feld F5. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass er den Läufer auf F3 tauschen muss. Diese Stellung ist jetzt einfach nur wahrscheinlich schlecht für Schwarz, weil jetzt kann er keine F5 spielen. Und wenn er keine F5 spielen kann, dann kann er irgendwie gar nichts machen. Okay, er kann A4 spielen und eventuell auf der A-Linie die Schwerfiguren vertrippeln und dort Ja. über die A-Linie was machen. Also es gibt noch eine Möglichkeit. Aber generell würde ich den weißfeldigen Läufer nicht so ohne weiteres hergeben. Ja. Vielleicht Ich noch ein bedanke mich Inst noch, Entschuldigung, bei Ja. Talk 203. Ich wollte noch kurz sagen, vielleicht ein instruktiver Moment. Weiß hätte selber A4 spielen können. Das habe ich in meiner Partie gegen René Stern auch gemacht, um da das abzuschließen. Wenn Schwarz dann schlägt, en passant, dann schlägt Weiß mit dem Turm, macht Druck auf den A-Bauern. Und wenn Schwarz eben nicht schlägt, dann ist die Sache komplett abgeschlossen am Damenflügel. Weil jetzt, so wie es jetzt steht, hat da Schwarz, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit, ein bisschen Gegenspiel zu generieren. Ja, er hat jetzt die A-Linie erstmal unter Kontrolle genommen. Was sehr wichtig ist in so einer Situation als Idee, eine Schwerfigur auf A3 hinstellen, weil der Bauer deckt das Feld A3 und dann einfach mit den ganzen Schwerfiguren über die A-Linie kommen. Ja, Turm B1 ist schon sehr, sehr passiv. Jetzt kann Weiß Schwarz mit Dame A2, Turm A8 kommen. Was spricht gegen Dame A2 hier? Kann man machen, ne? Ja. Kann man machen. Ja, Schwarz hat das Gegenspiel über die A-Linie. Also das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen für Weiß. Weiß hat jetzt auch den schlechten weißfeldigen Läufer hier auf C2, weil der ist eingesperrt. Ja klar, Weiß steht jetzt nicht schlechter, weil alles ist gedeckt, aber Turm A8, Dame B2, Turm A2, Turm A1, da gibt es Ideen auf der A-Linie halt, ne, und B-Linie. Das sieht unangenehm aus für Schwarz. Für Weiß meinst du? Also ja, pardon. Ja, unangenehm. Ich glaube, das ist alles noch sehr ausgeglichen hier, aber oder okay für Weiß, sagen wir es mal so. Turm A8. Die Idee ist damit B2, Turm A1 oder Turm A2. Ich meine, viel droht man nicht mit Schwarz, aber man tauscht ein bisschen was ab. Und dann kann man mit der schwarzen Dame so ein bisschen für Unruhe sorgen am Damenflügel. Während Weiß im Prinzip nichts angreift gerade. Der F6 ist gut gedeckt, zweimal. Ja. Ja, ist nicht klar, wo Weiß als nächstes spielt. Also es gibt keinen offensichtlichen Plan und Schwarz kann hier weiter langsam versuchen, irgendwie den Druck zu erhöhen, was anzugreifen. Aber die Frage ist auch, wie Schwarz weitermacht, wenn Weiß alles gedeckt hält. Ne, diese Figuren hier, der Springer, die beiden Springer und der Läufer, die kommen auch nicht so leicht ins Spiel dazu. Ja, Turm A3 droht aber gar nichts.
Nur wenn der Springer von G3 weggeht, dann könnte er auf B3 schlagen. Aber der Springer deckt die Dame auf E2, deswegen droht Turm B3 gar nicht. Aber Weiß hat keinen Plan, habe ich den Eindruck. Er denkt jetzt länger nach und weiß nicht so richtig, was er ziehen soll. Ja, Dame Turm B1, das ist so ein bisschen das Problem. Die Dame auf A2 ist jetzt eingesperrt. Ja gut, macht ja auch nichts. Nee, nee, aber dann muss er den Turm wieder zurückziehen, jetzt das Doofe. H6 ist, ja, okay, wieso nicht? Ich weiß auch nicht, vielleicht Läufer C1, Läufer B2, Dame D1, Dame C1, Turm A1. Das könnte ich mir Naja, vorstellen jetzt. irgendwann Turm A1, ne? Und jetzt Jetzt muss direkt er. Läufer B2, um Turm A1 zu spielen, ist sogar schon recht stark. Weil der Turm dann auf A8 hängt. Ja. Vor allen Dingen der Springer auf D7 hat keinen Platz. Man sieht, der Raumvorteil für Weiß zum Beispiel, der ist halt da die ganze Zeit durch den Bauern auf D5. Das ist ein Nachteil für Schwarz. Er kriegt die Springer zum Beispiel nicht vernünftig ins Spiel. Die Leichtfiguren generell, die stehen alle da hinten rum. Aber Weiß hat weniger Zeit. Nur noch 30 Sekunden. Oh, G4. Ja, Ja, kann man um das machen, Schach kann wieder man zu. machen. So, jetzt geht's andersrum. Schwarz ist komplett Ja. zurückgegangen. Aber wie geht's Egal. weiter? Hauptsache, ja, wie geht's weiter? Oh, ich glaube, Beide. das wird noch eine Hauptsache lange nicht zu Partie. langsam. Ja. Hauptsache nicht zu langsam. Okay, Läufer B2, Turm A1 könnte man mal machen. Der gibt jetzt die Was ist A-Linie das denn? freiwillig Was ab. ist das denn? Was ist das? Okay, Weiß greift jetzt dort an, aber das ist nicht schlimm, wenn er dort angreift. Ich glaube, da ist nichts. Nicht so Okay, viel, Schwarz. ne? Ja, G5. Okay, muss man nehmen. Es gibt keine Wahl. Du musst nehmen. Der H6 hängt. Ah, Läufer Okay, schlägt, jetzt. interessant. Und dann H5. Ja, das gefällt mir gut. Besser als mit dem H-Bauern Da, zu ja, schlagen. Dame wieder weg. Dame wieder weg und Springer H7. Springer H7 muss er sowieso schon seit Ewigkeiten machen. Oh, wieder eine Zeitnotschlacht hier. Meine Güte, die Nerven liegen blank gleich wieder. Bei allen. Eieieiei. Es gibt ein Ray. kleines Problem. Ja, Ray was? sagt, ich bin vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen, bist ein sehr angenehmer. Danke dir, Ray. Danke dir. Vielen Dank. Und sagt, tolles Event. Ja, das finden wir auch. Uns macht das auch immer sehr viel Spaß. So, zurück zur Jetzt Partie. die Dame wieder rein, die Dame wieder rein. Ja, gar nicht so doof, weil Hin und das her. Problem ist, ich würde gerne Springer H7 spielen, aber dann kommt Läufer E7 und der D6er. Ah, okay, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt macht er H5, aber das kannst du doch nicht bringen mit der Dame hier in dem Lager. Der ignoriert das einfach. Turm A8, der geht jetzt selber auf Turm A2 und Ja, das ist gar Angriff. nicht so doof. Das ist Das ist schlau, auch ja. gefährlich. Turm A2 ist gefährlich. Läufer D1. Okay. Ja. Ah, versucht jetzt die Reißleine zu Ja, ziehen, die aber ich Damen hätte schon einen Bauern abzutauschen. gewonnen hier mit Schwarz vielleicht. Egal. Turm G1, okay, aber ist da irgendwas? Ist da Nee, irgendwas? eigentlich gar nichts, gar nichts. Läufer Ja. D2, aber die Dame, die kriegt man da nicht weg. Läufer E3 jetzt? Will Ja, er nimm den einfach. weg, nimm weg, nimm weg, nimm weg. Was überlegst du denn? Nimm weg das Ding! Hä? Danke dir, Arrow TV, habe ich gesehen. Danke dir. Dame Er C3. kann's, er kann, er kann, er kann Zügen nicht passieren. wiederholen. Springer F1, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Der G6 hängt, der Der G6 hängt, E4 der deckt ihn hängt, aber der aber. E4, Springer D2. Was macht er denn jetzt für Züge hier? Ich weiß es nicht. Das ist eh Dame total verrückt F3? jetzt. Dame F3? Hauptsache nicht auf Zeit verlieren. Dame E1, das muss zu passiv sein. Dame D3. Oh Gott, in die Fesselung. Was spielen die beide? Keine Zeit mehr. Läufer G5. Aber es ist so viel schwieriger zu spielen mit Weiß. Aber noch hat er nichts eingestellt. Oh, hier drohte was. Ja. Ich weiß es nicht. König Ich blick H3. nicht Turm mehr durch, die B2. ganze Zeit. Springer H4. Dame F2 ist okay, komm. Ah, jetzt läuft Läufer Schläger F6. Oder F6. Läufer E3. Läufer E3 vielleicht. Nee, er schlägt auf F6. Aber Turm Turm schlägt F6. alles gedeckt. Ja, alles gedeckt. Läufer König F7 G4. vielleicht. Turm A1 von der anderen Seite. Komm ran da. Turm A1. Oh, was Oh. ist das denn für ein Nein, Scheißzug? nicht Springer G2. Geh doch nach F5. Gruselig. Was Läufer spielen? H5. Was Läufer spielen? H5. Läufer H5. Ja, komm schon. Komm schon. Nimm weg das Er Ding. verliert die Nerven leider. Das war so eine schöne Stellung Komm, für Schlag auf Schwarz. F4. König F5 rein in die gute Stube. Turm A1 auch gut. König Komplett F5. lost. Turm Komplett A7. lost. Ja. Okay, jetzt der Bau wird einfach abgeholt. Der Bau wird abgeholt. König H5. Okay. Jetzt. So langsam können wir uns beruhigen. Ah, das ist hier immer Training für das Herz, sag ich mal. Jugo Schach, danke für Tier One Sub, mein Lieber. Herzlichen Dank. Jetzt Das kann war man so eine schon starke tauschen. Partie Einfach auf F8 von Mike. schlagen. So eine starke Partie von Mike. Dann hat er aber, als er hatte noch 15 Sekunden, hat er völlig in Panik mehrere Fehler hintereinander Ja gut, also echt und bis zum Endspiel, ne, war es gut, aber dann war. ja, so bitter, diese Niederlage. Da ist der Punkt. So, das ist. Ja, ist das jetzt der
Der vierte Sieg, nee, der dritte Sieg hintereinander. Zurück, Team Huschi ist voll und ganz zurück. Team Huschi ist voll und ganz zurück. So, kriegen wir jetzt Master of Chess? Ja, Master of Chess jetzt am Start. Master of Chess ist am Start jetzt, ja? Ja, wunderbar. Okay, so, dann gehen wir mal dahin. Tobias Emanuel, auf Die geht's. haben sich auch schon Ein herausgefordert. Traum, So. so muss das sein. So muss das sein, los geht's. So, jetzt müssen wir zurückschlagen hier. Hier haben wir ein bisschen Vorteil, nominell. Das ist natürlich. Ja, bitte muten und Und ab starten. die Post, ne? Und ab die Post. Muten und starten. Ja, So. das war ja wieder haben deine Bots jemand rausgesucht mit 100 Punkten mehr, ne? Also. Nee, wieso? Das war ja geplant, dass der Ach ja, stimmt, spielt. das war geplant. Ja, stimmt. Das kann ich Ja. diesmal, die Karte kann ich nicht ziehen. Aber okay. Passt schon, wir führen dir sowieso. Slawisches Damengambit. Abtauschvariante. Bin ich kein Experte von, aber ich weiß, das ist immer so Yes! eine leicht angenehmere Sache für Dann ist das Weiß. matt. Mal gucken, wie gut die Jungs das kennen. Oh, Ja. er spiegelt erstmal alles. Symmetrisch. A3, ist das hier Theorie A3? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch Kann. keine Ahnung, aber ich möchte sagen, Iceman 180, neues Mitglied, vielen Dank dir für die Unterstützung. Grüße gehen raus. Küsse gehen raus, würde jetzt Georgios sagen. Ein bisschen passiv, finde ich, gespielt von Weiß. So ein bisschen auf ich tu dir nicht weh Modus. Man kann das auf jeden Fall man kann das definitiv deutlich aktiver spielen. Griechische Männer hat 2 € gespendet. Danke, griechische Männer. Griechische Männer spenden normalerweise bei mir immer. Jetzt ist er bei dir. Sehr schön, sehr schön. Aha. Immer schön verteilen die Moneten. Sehr gut, sehr Ja, gut. ja, ja. Gut, ist ja auch logisch, dass er eher bei dir ist. Aber ich weiß auch, aus welchem Video das ist, ne? Wieso, was? Griechische Video? Männer? Das ist aus der YouTube-Kacke. Aus der einen, weißt du? Ja, Ja, das ist das, macht was mir nichts. nicht gefällt. Schwarz spielt Dame B6, Dame B3 hätte er schon längst machen können. Gut, Springer A4, Ist jetzt der kein ist auch Problem, okay. ne? Ja, Erstmal. stimmt auch wieder. Beide sehr schnell unterwegs bisher, aber es gibt auch nicht so wahnsinnig viel nachzudenken in dieser symmetrischen Stellung. Ja, Damenzug nach C7. Oh, Draw Denied schickt einen Raid von 42 Leuten. Ja, Mensch, Draw Denied, danke dir für den Raid. Grüße gehen raus an Martin Krämer, meinen geschätzten Großmeisterkollegen. Ja, herzlich willkommen. Wir haben hier das Sub-Battle mit The Big Greek und es steht 4 zu 3 für Team Huschi, aber wir haben noch einige Partien vor uns und. Aussprache. Bitte? Aussprache? Aussprache. Was habe ich denn falsch ausgesprochen? Ist gar nichts falsch. Also Draw Denied ist, glaube ich, richtig. Martin Krämer? So, Springer C5 jetzt, greift B7 an. Auf jeden Fall schön, dass ihr hier dabei seid. So. Dame D6. Ja, Turm FC8 sollte man nicht machen wegen Springer B6, Springer C5. Ist ein bisschen lästig, aber der Springer auf C5, ne? Ja. Bisschen lästig. B6 geht auch nicht so leicht wegen Springer A6. Und jetzt kann man mit B4 hinterherkommen Yes! oder mit Dame B3. Ich bin mir ja nicht Da ganz ist sicher das immer. matt. Aber wahrscheinlich B4, A4, B5 irgendwann ist, glaube ich, ein Plan hier. So. Ja. Sorry, möchte mich mal wieder bedanken. Pardon. Bei Ja. Achatz B. Achatz B, danke dir. Jetzt hier neues Mitglied bei YouTube. Grüße gehen raus und vielleicht beim nächsten Sub-Battle dabei. So. Ja, sieht gut aus für Weiß, ne? Also der Springer Ja. C5 macht was her. Und er hat auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, Springer E4 ist nicht schlimm, weil wenn er auf C5 schlägt, dann kann er halt weiter mit dem Turm da rein. Oder eventuell sogar mit dem B-Bauern nehmen. Ja, mit dem Turm eher. Ich würde jetzt die Dame endlich ins Spiel bringen. Dame B3. Na, das gefällt mir nicht. Was soll der Springer da? Springer Ja. D2. Ja gut, wollte einfach diesen aktiven Springer abtauschen, ne? Na, ich würde dann ja. Na gut. So, nochmal griechische Männer hat nochmal gespendet, danke dir. Sag nächstes Mal wieder bei dir, The Big Greek. Alles klar. Und FK8, danke dir auch für die Unterstützung, mein Lieber. Danke euch. Danke, danke. F,8. FK8, ja. Kennst du den? Nö. Wie nimmt man jetzt hier wieder auf C5? Da bin ich mir nicht so sicher. Turm C5 wahrscheinlich, oder? Ja. Macht er auch.
Auch mit dem B-Bauern und da. Ach so, man kann nicht auf die B-Linie gehen, deshalb, ja, verstehe. Ja, ist auch E5 ist auch ein Problem. Ja, ne, mit dem Das Turm ist ginge. schon gut. Ich hätte auch lieber deswegen den Springer auf F3 gelassen, wegen E5, H6, okay, ist ein Abwartezug. Jetzt wird es langsamer Zeit, die Dame zu ziehen und Turm FC1 zu spielen. Ja, Dame B3 ist ein sehr Ja, offensichtlicher Zug jetzt. Dame ja. nach B3 oder Dame nach A4, okay. Na, es droht Läufer A6 eventuell. Wobei, Schwarz hat immer noch Turm A8, muss man aufpassen. Hier die Stimmt. Gegenfesselung. Ja, stimmt. Alkheimer 87, danke dir für den Prime. Küsse, wo auch immer du dich befindest. Ja, das, was mir Hoffnung macht, hier ist natürlich der Zeitvorteil. Ne? Wir haben ja heute Abend schon gesehen, der Zeitvorteil macht eine ganze Menge aus Der im macht sehr viel Blindschach. aus. Das ist einfach eine Minute mehr für deinen Mann. So, das ist der Grund, warum ich da mit B3 gespielt hätte, weil dann hätte man jetzt den Bauern auf D5 schlagen können. Mit der Dame auf B3. Ja. Aber ich würde jetzt nehmen und dann halt auf den D-Bauern gehen. Nehmen und Springer F3 zum Beispiel. Genau. Nehmen, Springer F3, Turm D1 irgendwie. Dann hat er einen isolierten Bauern auf der D5. Und er kann nicht D4 spielen, solange der Turm auf C5 steht, weil der Läufer auf F5 auch hängen würde. Ja, das ist gut. Ja, Springer D3 stört mich nicht. Ich würde ihn wahrscheinlich einfach tauschen und Turm D1. Der C5 hängt. Gut, man kann auch einfach Turm C3 spielen. Habe ich gerade gesehen. Egal. Turm D1. Dann muss er Läufer E4 machen. Lauf Ja, E4. Läufer E4 Einziger. Lauf C4, Turm schlägt C4, B5. Moment, Moment. Lauf C4 ist eine fiese Falle tatsächlich. Aber der Läufer steht besser auf E4, würde ich sagen. Okay. Ja. Okay, das ist jetzt die Frage, wie gut steht hier Weiß tatsächlich? Das müsste besser sein mit Springer D4, Turm C1 und so. Ja, auf jeden Fall besser, aber die Frage, wie Ja, macht viel, Sinn. ne? Gut, er kontrolliert die C-Linie. Er hat einen schönen Springer. Vielleicht kann Und Schwarz. Schwarz, na, er H5, versucht es H4 eh. würde ich mal probieren irgendwie, Ja, wenn ich die H5, H4, Gelegenheit habe. genau. Bisschen Aber was aufmachen. er versucht sich gegenzustemmen auf der anderen Seite, wo Weiß besser steht. Na, Dame D8 ist passiv, kann Ja, ihm keine Angst jetzt. machen. Ja. Das ist jetzt einfach eine sehr angenehme Störung für Weiß. Aber er muss jetzt zeigen, wie er hier seinen Ja. Vorteil vergrößern möchte. Dame D1, okay. Das gefällt mir. Nimm mit dem Turm bitte raus und dann auf Turm C8, Dame C1. C-Linie kontrollieren, Dame C1. Und dann noch die Dame auf C5. Und Dame und Springer, für die, die es nicht wissen, harmonieren in der Regel besser als Dame und Läufer. Warum, Niklas? Weil sie jedes Feld zweimal kontrollieren können. Also Dame und Springer. Hast du gut gelernt, Ah, Großmeister. gut gelernt. Ich habe alle deine Videos geschaut, deshalb. Ich habe das noch nie in meinen Videos gesagt, glaube ich. Doch, doch, habe ich. Achso. Genau, Dame und Läufer können hier in diesem Fall nur die weißen Felder zweimal kontrollieren, aber die schwarzen nicht. Und deshalb kann Weiß auch so schön auf den schwarzen Feldern spielen. Übrigens, ganz interessant vielleicht zu wissen, wenn hier magischerweise die Damen vom Brett genommen werden würden und die Struktur bleibt die gleiche, dann wäre die Stellung Remis. Denn Schwarz bringt den König nach D6, stellt den Läufer nach D7 und da kann Weiß tatsächlich nicht viel ausrichten. Das heißt, Weiß möchte tendenziell die Damen auf dem Brett behalten. Springer F5 droht matt auf G7, aber Aber irgendwie es sieht kommt er noch es nicht. F6. Ja, gut, Ja, es kommt noch Springer D5. F6. Ja. Ja, aber dann. Könnte man mal machen. Oh, jetzt kommt die Dame rein, aber Ja, passiert da es so droht aber viel? nichts, es droht gar Es droht nichts. nichts, Ja. ne? Die Dame könnte sich auch verlaufen. Zeit wird knapper. Ja. Jetzt springt Er droht F5. matt Okay. F6, einziger Zug. Und dann würde ich sowas wie König G3 prophylaktisch machen. Er gibt So, erstmal einen okay, König Schach. G3. Da droht aber nichts. Der König steht sicher auf G3, das ist Ja, kein das steht sehr Problem. sicher. Leider. Dame D4 vielleicht jetzt. Aber dann lässt du Dame E1 zu, obwohl. Jetzt will er die Und, Damen oh, er tauschen. gewinnt den Bauern. Nimm Springer E7, gewinnt den Bauern. Ah ja. Aber er geht auf Matt, das ist auch sehr Ja, gefährlich. Er es geht ist. auf Matt. Ah, Oh, Dame das ist E7 was ist einfach wird. Matt. Dame E7, hallo? Ja, ist Dame Matt. E7! Ja, wie, du kannst machen, wie du willst, ist einfach Matt. Tatsächlich. Es ist Ja, überall Springer und Dame, gefährliches Duo. Gefährliches Duo hier. Man hat's gesehen. Er ist Okay. auf Matt gegangen, wurde belohnt. Gute Partie, muss ich sagen, von Master of Chess. Sehr behutsam, sehr ruhig, bedacht. Schön positionell, das war. Ja, hier hat sich schon wahrscheinlich auch der Spielstärkeunterschied bemerkbar gemacht, so ein bisschen. Ja gut, das kann man natürlich hinterher jetzt leicht sagen. Ja, wo ist es denn schiefgelaufen für Tobias? Was können wir ihm sagen?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So richtig. irgendwie ist der Springer dann so nach Dame B6 vielleicht schon am Anfang, hat den Springer dann mit Tempo nach C5 gelassen. Das war, denke ich, schon ein bisschen ungünstig. Und dann. Ja, lange Zeit war es noch okay, auch dieses Endspiel mit Dame Denke gegen. auch. Aber es war einfach leichter zu spielen, ne? Und dann der Mattangriff kam so ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Okay, aber Ja. Tobias, schön, dass du dabei bist und hier mitgemacht hast. Oh, jetzt haben wir das Mega-Duell, Niklas. Oh, haben wir jetzt das Mega-Duell Pabre Ja. gegen Blubber? Pabre gegen Lutsch. Und Pabre hat sich sowas von verbessert in den letzten 2, 3 Wochen. Ist ja unglaublich. Ja. Na, Blitzen, okay, Blitzen hat er wieder 80 eingestellt in der Zwischenzeit, aber da sind wir bei 2,420 im Blitzen. Wo ist dein Mann? Das werden wir gleich sehen. Ich möchte mich nochmal kurz bedanken 2,430. bei Soluni, hatte ich eben gerade gar nicht gesagt. 5 Euro, danke für eure Videos. Danke dir für die Unterstützung. Und Mr. F, auch danke dir für die Unterstützung. So. Ja, Blubber. Blubber. Die beiden haben sich ja schon herausgefordert. Ihr könnt die Partie starten. Muten bitte, schön. Ja, Stumm stimmt. schalten. Und es beginnt. Als wir geschaut hatten, hatte Pablo sogar über 2,5 gehabt, oder? Stimmt, der hatte knapp über 2,5. Oh. Ach du Scheiße, das ist nicht sein Ernst, oder? Stafford Gambit spielt Das ist Blubber? nicht sein Ernst. Aber das kennt doch Pabre. Ja, Warum das das? kennt er bestimmt. Das ist erstmal ein Nee, ich hab's. Bauer. Ich glaub's nicht. Ey. Warum spielt er? Ja, Dame D4 ist. Er kennt das. Ja. Dame Blubber E4. spielt gerne so ein bisschen. Ich weiß, ich weiß. Aber Dame E5, es droht Springer G4 so ein bisschen. Kommt das jetzt? Nee, aber ich glaube, das ist einfach schlecht. Ich glaube, das geht nicht. Warum nicht? Laufe Ich schlägt glaube. G4 oder was? Und dann D4. Ist doch schon Game Over. Nee, Laufe. Was Ja, ist die das hier für eine D1. Variante? Aber die Dame zieht einfach und passiert nichts, ne? Aber Läufer D6? Okay, kommt immer F4. Nee, da kommt immer F4, ja. Dame Damit C2? C2. Ja gut, es droht D4. Läufer Ja, D. B6? Stimmt, Ja. D4. Und jetzt weiß er einfach einen Bauern mehr. D4, ja. Ja, und kann auch direkt Mit auf G. Stafford Gambit hier, ey, das gibt's ja wohl. Was eine Ja, jetzt kann er Frechheit. sogar auf G4 schlagen, glaube ich. Oder nicht? Die Dame kommt ja nicht nach auf die H-Linie, wenn weiß dann G3 spielt. Stimmt. Stimmt, er kann nehmen. HG4, G3 dann und dann König G2. Ja, das war ein bisschen zu optimistisch hier vom Blubber leider. Ich befürchte, das war zu optimistisch und Pabre überlegt jetzt, kann er einfach den Läufer schlagen? Und ja, er kann. Er kann den Läufer schlagen. Da. Und dann König G2 oder was? Ja, ich meine, wie kriegt denn Schwarz überhaupt die Dame nach auf die H-Linie? Ich sehe es nicht. Es dauert ein bisschen. Es Es dauert dauert ein bisschen. ewig. Und Läufer Ja, 4 er traut ist. sich nicht. Er Er traut traut sich sich nicht, nicht. aber er hat auch hier einfach einen gesunden Bauern mehr. Insofern, man kann Ja, es Springer verstehen. D2 einfach weiterentwickeln Aber dann. jetzt G5, H4, G4 und so Ja, ich weiter. weiß. Es ist nicht so leicht jetzt hier. Nee, den Lauf hätte man nehmen können. Ja. Stimmt, G5, G4 ist jetzt überhaupt nicht klar. Ja, auf geht's, G5. Ja. Ja, Schwarz kommt auch relativ schnell jetzt und Weiß, A4, gut, A6, A5, passiert nicht so viel. Da macht sich jetzt dieser Zug H3 ein bisschen negativ bemerkbar, Ja, weil Schwarz ist direkt eine einen Ankerpunkt Angriffsmarke. hat. Das ist eine Angriffsmarke für den Gegner mit G4. Und Schwarz hat deutlich mehr Zeit halt, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Ja, das stimmt. Blubber hat einfach darauf gesetzt, schnell die Züge hier rauszukloppen. Jetzt H4, dann G4, auf geht's. Nicht Ja. G4 zuerst wegen H4. Läufer G3 gefällt mir aber besser als Läufer H2, weil wird H4 provoziert. Und auf G4 kann er dann nehmen, auf G4. Läufer H2, G4 nehmen, Läufer G4. Dann ist es aber auch nicht so leicht durchzukommen auf. Ja, aber trotzdem, die G-Linie öffnet sich, ne? Also. Klar, aber es gab eh keine Alternative. Das Erstmal stimmt. A4 auf der anderen Seite. Ja, A4 macht Schwarz A5 oder A6. Aber Ja, klar, gut, Weiß kommt auch. der Läufer auf B6 ist ja eigentlich tot. Ja, den kann man eigentlich ignorieren fast schon. Ja, ich würde mich auch irgendwie auf die Verteidigung konzentrieren, aber es ist nicht so einfach. H3 liegt immer in der Luft. Super unangenehm die Stellung. Ja. F3 macht er ja, das ist die Frage, ob das einem hilft oder eher weniger. Schwächt auch wieder ein bisschen.
A4 droht jetzt den Läufer zu gewinnen. Schwarz kann A6 oder A5 spielen, um das abzuwehren. Ja, F3 hilft, glaube ich, weil auf H3 kann jetzt Weiß mal G4 machen. Das stimmt, ja. H3 sollte Schwarz nur unter bestimmten Umständen machen. A5 macht er jetzt, okay. Das zwingt Weiß auch ein bisschen zur Entscheidung hier. Ah, B5 gefällt mir sehr. Er schlägt. Er schlägt nicht wieder. Warum schlägt er nicht wieder auf Weiß ich A5? nicht. Keine Ahnung. Turm Wahrscheinlich B1 wegen Springer einfach. B3 oder so. Jetzt auf einmal wieder Königszüge. Angriff und Verteidigung wechselt sich ab. 43 Sekunden nur für Pape. Aber Schwarz, also ich glaube, dass Weiß hier einfach klar besser steht. Ja, aber in der Blitzpartie mit 40 Sekunden auf der Uhr, dann nehme ich Ich lieber Schwarz, weiß. sage ich dir ganz ehrlich. Das spielt sich einfach deutlich leichter hier. Ja, A6 ist A6 gut. gibt, weiß ich nicht. Ja, doch, man muss hier irgendwie was unternehmen jetzt. Wenn Ja, Schwarz nicht schlägt. Turm B1 war die ganze Zeit, lag in der Luft. Aber ich Ja, meine, gut, das sieht doch doch. auch gut aus für Ja, Weiß. stimmt. Leider. Das sieht Ja, sogar sehr gut Farbisch. aus. Ja. Spannende Partie, sehr spannende Partie, Ja, Leute. König nach D7, genau. Dame schlägt A6. Und dann D5 ist der Dame Läufer G5. weg. D5 ist der Läufer weg. Er bereitet es erst noch vor. Warum? Dame D5 war G5. der Läufer weg. Er sieht es jetzt nicht, weil er wenig Zeit hat. Ja, das Und ist das Problem. ich bin ruhig, weil ich hier sitze. Aber eigentlich nach wie vor ist alles gedeckt bei Weiß. Dame G5, Turm F2. Passiert nichts. D5 kommt. Blubber A3, muss jetzt wirklich G4. einen aus dem Hut zaubern. Gut, Schwarz hat weit mehr Zeit. Weiß hat, ich hoffe, Weiß denkt nach. Ja klar, Na, denkt D danach. rechnet, meine ich. Ja, das Problem ist mit D5, dass dein Läufer auf A7 dann plötzlich mitspielt. Ne? Das stimmt, also Dame G5 bietet sich erstmal an, um den Turm auf die G-Linie zu bringen, aber wie geht es dann weiter? Ja, gar nicht irgendwie, ne? In der Tat. Oh, was kommt denn jetzt? Ja, das ist einfach ignorieren. D5 und dann Läufer H3, was will er denn? Ich sehe es nicht. Das ist doch jetzt einfach tot. Ja, einmal nehmen muss er, ansonsten kommt noch D schlägt C6 mit Schach. Ja, der Läufer ist weg und das war's. Ja, aber vielleicht geht Läufer H3, wer weiß, oder Naja, H3. ja, aber da passiert nichts. Er wird geschlagen, der Läufer auf H2, der verteidigt den König. Der verteidigt ihn einfach zu Ja, aber Turm richtig. F2 geht nicht mehr. Naja, bis da Es irgendwas ist. kommt. Nee. Also H3 wäre jetzt eine Möglichkeit, oder? Ach nee, der Turm hängt. Der Turm hängt, das ist das Nee, Problem. nee, 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 hängt nicht wegen H schlägt G2. Und dann Ach König nee, schlägt. der Läufer hängt erstmal mit Schach. Sorry. Ja, der Läufer hängt mit Schach, ja, das ist das Problem. Der hängt mit Schach, H3 geht nicht. Läufer G4. G4. Oh, Was ist das denn? Nimm wow, auf wow, wow. C6. Nimm auf C6 einfach. Oder und dann auf G4. Was ist das denn? Das ist doch matt. Er hätte auch erst auf C5. D5 schlagen können. C5 und matt auf. Das hat er gut gesehen. C5 droht C5. matt. Naja, noch nicht ganz. Aber ja, Was? es ist ein Problem. Was? Na, stimmt, der König kann weglaufen wieder über König D8. kann nach D8, also. Stimmt, 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 Ja, stimmt. Ah. aber man schlägt auf A6. Oh. Ja, komm! Hau alles rein! Aber jetzt Dame schlägt. Oh, H3 ist genial! Ja, klar. Ich hatte es schon gesehen auch. Moment, es geht Dame schlägt. Nee, hä? Stimmt. Nein, du kannst. Er schlägt, aber jetzt? Was jetzt? Ja, Was weiß machst du ich. jetzt? Turm F2, weiß ich nicht. Oh Gott, also die Stellung, ja, bin ich jetzt froh, nicht die mit Weiß zu haben. 3 Sekunden, 2 Sekunden, was macht er? Erzieh! Er schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt, ja. Turm F2, Dame E2, okay, jetzt geht's andersrum. Dame E5, Turm schlägt H2, gewinnt er jetzt alles. Turm schlägt H2, komm, mach den, mach den Sack zu, Dame H4. Bam! Ah, Blubber! Mann, ey. Was war das denn? Blubber hat einen rausgeholt, aber holla! Holla! Wahrscheinlich völliger Unsinn, die Ja, Stellung natürlich für. war es völliger Unsinn, aber es hat funktioniert und darauf kommt es an. Mein Gott, plus 5, plus 7. D5, wo ich gesagt habe, D5, ist einfach sofort verloren. Ja, gut, klar. Also E5. C5 war ein Fehler und wie kann er nach H3 noch was machen? Nee, nach D schlägt C6 steht er sogar schlechter. Abgefahren, ne? Läufer G4 war nur der Nach beste D Versuch, schlägt das hat C6 steht er schon schlechter. Das ist er. Ja. krass. Nee, König C8 war Ah, aber auch nee. der falsche Zug. König Stimmt, E8. C5, A3, Dame schlicht. Das geht. Man kann einfach den Turm nehmen. Man kann den. Oder Dame D3 Schach erstmal. Ach, Man König F2 geht doch ja, einfach. der Hat sich Bauer doch. steht dazwischen, aber.
Dame schlägt C5. Okay, man läuft einfach nach D1 weg. Okay, das muss man erstmal realisieren mit so wenig Zeit auf der Nee, Uhr. nee, nee, nach E2 einfach. Ja, und dann kommt aber noch Dame schlägt C5 Schach und Dame E3 Schach. Nee, nee, die Dame steht auf D3. Ach so, du gibst erst einen Schach. Ja, das ist bestimmt sicherer. Ja, man kann den Turm einfach nehmen auf H3. Ach so, Ja, H3. statt auf A6 zu schlagen, meinst du? Ja. Ja, okay, ja. Ah, Ja, ja. auf H3 nehmen war ein Fehler. Ja, mit 13 Sekunden unmöglich, alles zu berechnen. Damit D3 Schach einfach zurück und Weiß steht auf Gewinn. Ja, schade. Eigentlich. Ja. Ich gehe mal zurück. Konnte er den Läufer schlagen auf G4? Ja, kann man nehmen. HG4, HG4, G3. Ja, kann man nehmen. Einfach eine Figur mehr. Ja. Bitter. Bitter. Ja gut, muss schon noch ein bisschen aufpassen auf der H-Linie, aber es wird nicht reichen. Puh, ja, wow, okay, Blubber, schöne Partie. Oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber es hat funktioniert. Der Mut wurde belohnt von Schwarz. Tja, ja, die Waghalsigkeit, die Kühnheit, die Verrücktheit. Okay, jetzt haben wir einen Durchlauf durch. Aber wir haben im zweiten Durchlauf haben wir ein paar weniger Partien. Eine Partie weniger, ne? Sieben Partien haben wir jetzt noch. Okay. Ja, So. der The Durchlauf war ja Big. schon vorher. Ja, okay. Bitte? Nee, eigentlich nicht. Nee, alles gut, alles gut. The Big Mangini. Bist du bereit? The Big Mangini. In Keller. Das klingt wie so ein Zauberer, ne? The Big Houdini, The Big Mangini. Okay. Ja, die haben sich schon gegenseitig Ja. herausgefordert. 5 plus 3. Perfekt. Bitte den Stream jetzt muten und dann ab geht's. Hau rein, Keller. Timo sagt, der Mut von Schwarz des Spielstils grenzte eher an Wahnsinn. Aber ja, ich wollte es nicht sagen, aber das war echt Ja, schon. aber Das. man muss sagen, er hat dann echt gute Ressourcen gefunden noch. Turm G3, Läufer G4, ich habe den Zug gar nicht gesehen, dass der Nee, ich das auch machen nicht. kann. Nee. Also, und dann H3 im richtigen Moment und ja, es hat geklappt. Ne? Danke an Berzelius 1000 für den Prime. So, Kellogg ist mein Mann. Mal gucken, ob wir noch zurückschlagen können. Wir liegen einen hinten, sieben Partien noch. Ja, gut. Es ist wie immer eine enge Kiste. Aber am Ende gewinnt wie immer natürlich Team Huschi. Okay. Läufer B3, was ist denn hier los? Er wollte, glaube ich, auf das Schäfermatt gehen mit dem Läufer, aber Schwarz hat den Bauern davor geschoben. Jetzt der Bau auf E4 hängt. Big Mangini spielt ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Ja, aber Oder Kellogg nimmt beide. das Material nicht. Keine Ahnung, warum das Material nicht so geschätzt wird hier auf diesem Niveau. Genau, hätte man den Einfach Bauern das schon. Material nehmen, was der Gegner verschenkt. Ja. Ja, der E4 hängt hier seit Ewigkeiten. Nimm das Ding weg, ist einfach am Bauer weg für Ja, nichts. macht er jetzt. Und ja, Weiß hat sich schon ein bisschen geschwächt mit seinen Bauernzügen. Genau, am Anfang der Partie, ihr kennt es ja alle, sicherlich die goldenen Eröffnungsregeln. Georgis hat ein Video mit 1 Million Aufrufe dazu. Und das könnte sich der Big Mangini auf jeden Fall mal anschauen. Denn hier wurden zu viele Bauern gezogen, zu wenige Leichtfiguren, zu wenig sich um den König gekümmert. Und jetzt sind schon Sehr schön. zwei Bauern weg, bevor die Partie überhaupt richtig angefangen hat. Und das macht es natürlich sehr schwierig jetzt, das ist klar. Jetzt noch E6, Dame H4, Schach, dann bin ich vollends glücklich. Wobei Weiße kann dann noch Springer G3 spielen, aber gut. Na, Moment mal, was ist hier auf Springer G3 eigentlich? Warum? Ach so, du meinst Doppeldrohung F5 und Springer F6 ist Ja. ja komplett zufällig, ne? Dass sowas jetzt in der Total. Luft liegt. Da muss er F5 machen, ne? Oder H5, ja, aber wäre auf jeden Fall jetzt eine gute Chance. Oder Springer Ja. H6, das wäre am elegantesten, Springer H6. Ah, sehr gut, Großmeister. Ja, manchmal sehe ich was. Immer wieder stellt H3 ist schön. Zurück mit dem Springer, wunderbar. Kostet nur Zeit, den Weißen. So, der Springer ist angegriffen, liebe Leute. Was macht man damit? Zurückziehen, ist eine Drohung. Genau, immer auf die Drohung schauen, was macht der Gegner, wie kann ich darauf reagieren oder muss ich darauf reagieren. Das ist einfach ganz wichtig am Anfang, dass man keine Figuren einzügig hergibt, dass man nur die Drohung, die einzügigen Drohungen des Gegners sieht. Das ist ja die Basis, sag ich mal.
Die Low-Level-Partien sind einfach immer die lustigsten. Lachen ist gesund. Ja, auf jeden Fall. Ah, fragt sich nur, wer lacht. Ja, wer zuletzt lacht. Aber eigentlich lachen wir immer beide. Ja, Aus hier steht Freude oder tatsächlich. aus Schmerz? Also hier steht auf jeden Fall Schwarz komplett auf Gewinn. Also ihr könnt mir glauben, wenn Huschi und ich diese Stellung spielen würden, Schwarz würde fast zu 100% gewinnen, egal wer die Farben hätte. Ja, also Oder? meinst du, wenn wir jetzt gegeneinander spielen oder gegen andere Ja, Spieler? gegeneinander. Ja, vor allem auch mit dem Zug C3, ne? Also ich kriege einfach meine Läufer Figuren gar nicht C4, raus. weiß entwickelt sich gar nicht irgendwie, ne? Ja, Interessiert ihn gar nicht. er kann sich auch kaum entwickeln. Was willst du denn machen jetzt hier? Dame Dame B6? B6 ist komisch. Ich weiß nicht, warum er den macht. Verhindert die Rochade vielleicht deshalb? Vielleicht will er B4 und jetzt irgendwie darüber den Läufer rausbringen? Wir sind noch in der Eröffnung, Leute. Was muss man machen hier mit Schwarz? Sowas wie E6, damit der Läufer rauskommt. Springer D7, dann kurze Rochade. Das sind die logischen Züge. Ja? Goldene Öffnungsregeln, Figuren ins Spiel bringen, entwickeln, entwickeln, entwickeln. Halligalli ist immer noch geflasht von der Partie von Blubberzack. Mein Gott, war Blubberlutsch zum Schluss krass. Ja, das war schon sehenswert, das stimmt. Ja, Dame So. B6 hat mir nicht gefallen von Schwarz. Was macht die Dame dort? Greift nichts an. Unnötig. Wichtig ist jetzt weiterentwickeln. Ja, Ja, Läufer D4, Läufer E3. E3, gute Züge. Einziges Problem, hier hängt der Bau auf B2, aber komm, man hat schon zwei weniger, da macht der eine jetzt auch nicht Okay. mehr Ja, der aus. interessiert keinen. Ja, Springer Hauptsache. D5. Ne, D5 droht ja gar nicht. Okay. Ja, er entwickelt sich weiter. Schön. Einfach weiterentwickeln, bitte. Springer D7. Also Kellogg hat dein Video auf jeden Fall gesehen. So viel steht fest hier. Woher weißt du das? So. Naja, er macht vernünftige Öffnungszüge. Er bringt seine Figuren ins Spiel, König in Sicherheit. Alles wunderbar, finde ich. Klar, Dame B6 kann man jetzt drüber reden, aber macht der Zug war ja auch nicht schlimm. Und wunderbar hier von Schwarz. Gerade sehr schön. So Schnabeltasten muss weiß. weinen wegen der weißen Königsstellung. Ja, das ist ein kleines Problem, auch wenn Weiß kurz rochiert. Also die Rochade steht eigentlich dafür, dass man den König in Sicherheit bringt. Aber das ist hier dann nicht der Fall, wenn Weiß kurz rochiert. Deshalb könnte man auch überlegen, vielleicht doch die lange Rochade anzustreben, um selber eventuell mal über die Genlinie was zu probieren gegen den schwarzen König. Wird aber schwer, denn der Läufer auf G6, der ist ja echt so ein Verteidigungsmonster. Der steht da stabil wie eine 1. Insofern. Ja, nicht so leicht für Weiß hier was zu machen mit zwei Bauern weniger, aber einfach Figuren weiter ins Spiel bringen und vielleicht macht der Gegner einen Fehler. Jetzt liebäugelt er so ein bisschen mit D5. Der Läufer ist jetzt gedeckt auf F2. D5 wäre jetzt noch nicht das. Läufer H5, okay. Jetzt kann Weiß tatsächlich über D5 nachdenken, weil E6 dann angegriffen ist. Ja. Okay, aber auf D5 kommt E3. Ah. E3, fieser Zug. Ich Ja, weiß aber gut. nicht, ob die das sehen jetzt hier. Ja, Na gut, gut, ich glaube, warten wir weder mal. D5 noch E3 wird jetzt kommen. Springer Der D2 Schach, ja. Der entwickelt Schach sich der weiter. Point, auch im Chat. Grüß dich. So, Schwarz müsste sich mal zu Ende entwickeln. Der Springer auf B8 spielt noch nicht mit. Ja, genau, Springer D7 könnte man mal machen. Turm D8 jetzt, okay. Okay. Auch vernünftig. Ulrike sagt, Blubber hat meine Welt auf den Kopf gestellt. Ja, so ging es Pabre auch, Ulrike, kann ich dir sagen. Ja, Turm G1, vielleicht doch mal über die G-Linie was probieren. Springer F1, Springer E3 könnte man überlegen. Dame nach C2, lange Rochade, so verschiedene Ideen. Ich glaube, das Problem von Big Man Genie wird hier vor allem die Zeit sein. Er macht jetzt D5, er macht E3, D5. E3, machen wir Aber doch wenn er was jetzt E3. E3 macht, dann ist hier, dann ist, ja. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt sieht, dass seine Dame angegriffen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das gar nicht sieht. Doch, er wird sich jetzt schon denken, Kellogg wird sich schon denken, was hat denn jetzt Weiß hier vor mit D5? Wer wird noch nicht einfach den Bauern schenken? Obwohl, das könnte eine Taktik gewesen sein von Big Man Genie, hat vorher ein paar Bauern geschenkt und jetzt noch einen, aber zack, wäre dann die Dame weg. Also E3 gewinnt eine Figur, ja? Das wäre sofort eine Figur weg. Hat er gesehen, stark! Oh, stark gesehen. Kellogg! Kellogg. Hammer! Ja, jetzt ist komplett. Hammer! Jetzt ist ein Desaster für Weiß. Also davor. Klar war die Stellung schlecht, aber jetzt ist es einfach ein Desaster, eine Katastrophe. Man verliert nicht nur eine Figur, der König ist jetzt dann auch offen und alles fliegt auseinander quasi. Leider.
Ja, vielleicht sind die Partien hier auch zu schnell. Das stimmt schon. Das wird jetzt auch im Chat gesagt. Laufige 1 noch der beste Zug tatsächlich. Hatte ich gar nicht gesehen. Verliert zwar auch eine Figur, aber ja, immerhin behält man den Läufer hier auf der Diagonale. Ja, er kann auf. Ja, sehr stark. Nimmt den Bauern auf, nimmt den auf D5 und schlägt. Ja, super gespielt, super gespielt. Und gleich kann er dann auf D2 mit Schach nehmen. Gleich. Erstmal den Läufer hier angreifen. Meine Güte. Tolle Partie bisher. Ja, Kellogg macht alles richtig. Vor allen Dingen deutlich mehr Zeit als der Kollege Big Ben. Ja, und ich habe eben noch gesagt, weder D5 noch E3 wird hier gespielt werden und habe meine Worte gefressen. Sagt man das so im Deutschen? Ich glaube schon. Ja. Warum nimmt er den Springer nicht? Nimm den Springer. Ist mit Schach. Den Ja, kannst du die Dame nehmen. hängt jetzt auch. Stimmt, die Dame hängt auch. Ich bedanke mich erstmal bei Soluni. 5 Euro, danke dir. Ah, Gleichberechtigung für Soluni beide. war bei mir auch schon Danke. dabei, ja. Sag mal Gleichberechtigung. Danke für eure Ah. Videos. Danke dir, mein. Ja, der Läufer hängt jetzt auch. Ja, Schwarz sammelt alles ein, macht hier alles richtig. Ja, das wird jetzt. Ja, es ist ein sehr hoher Berg zu erklimmen für The Big Man Genie. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber. Ja, da muss er den besten Zaubertrick rausholen, den er noch Ja, hat, da aber muss gucken. er. Da müsste er jetzt ein paar schwarze Figuren verschwinden lassen. Am besten so drei oder vier. Einfach so, bumm, Figuren weg. Ach, Ja. scheiße, klappt das. Aber dann ist immer noch die Zeit da. Ja. Okay. König F1. Okay. Greift den Läufer Läuft, an. läuft. Ja, Läufer E3 vielleicht? Läufer E3 wäre gut, ja. Läufer Macht er E3. auch. Ja, Kellogg. Tier. Ey, spielt die Partie seines Lebens, ey. Die Dame hängt schon wieder hier, Die ne? Dame hängt schon wieder. Er sieht es aber Aber nicht. jetzt kann Weiß den Läufer schlagen. Aber jetzt hackt er erstmal rein. Jetzt hackt er erstmal rein. Hauptsache, einmal reingehackt. Ja, aber er traut sich nicht, mit dem König zu nehmen. Ich bin mir hier noch nicht sicher, mein Du Lieber. Jetzt weißt, kommt gleich. das Matt auf G7, das ist Ja, in der klar, Luft, Dame oder? G4 gleich. Ich sehe schon Dame G4, Dame Das G7. wär's. Das wär's, wenn jetzt eine Big Fan Genie. Das wäre echt der größte Zaubertrick, wenn er mit 10 Sekunden hier auf einmal Matt sitzt. D4? So, jetzt komm, bring die Dame ran. Komm schon. Komm schon, probier es. Probier es wenigstens. Wie geil du dich freust. Komm schon, Och, komm schon. komm Er macht schon. das Ja! Bring die Dame Scheiß-Move-Matt. ran. Spiel G6. Oh Oh, nein. Och Mann. Och Mann. Schade. trotzdem, F5 macht er gleich. Pass Ah, auf. nee, Hat okay, das trotzdem. war's. Das war's. Ach Okay. nee, Zeit, 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 Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Aber D4 war natürlich auch so ein Zug, wo ich mir denke, so, what the fuck, ey. Ja, gut. Ja, also letztendlich. Verdienter Sieg hier für Kellogg, der echt vieles richtig gemacht hat, Figuren weggenommen. Und für The Big Man Genie, wir haben es ja auch schon gesagt, am Anfang Figuren entwickeln, König in Sicherheit bringen, nicht zu viele Bauernzüge, nicht zu viele Damenzüge und dann startet man erfolgreich in die Partie und alles weitere kann man dann schauen. Genau. Okay, so, damit steht es wieder ausgeglichen. 5 zu 5 und wir haben noch 6 Partien. Meine Güte, ist das wieder spannend. Ja, Freunde, es geht weiter mit. Ich 5003 und damit bin nicht ich gemeint, sondern der User gegen Nuitari 789. Ich 5003, genau. Wie steht es eigentlich? 5-5. Ui, spannend heute. Spannend. Ich gerade gesagt. Ich habe nicht zugehört. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber es ist okay. Du bist abgelenkt. Ja, Der Chat, man der muss da Chat. gerade. Ja, man muss noch ein bisschen was machen. Ne? Oh. Okay, so. Notari, nee, haben sich noch nicht herausgefordert. Nee, Aber noch das nicht. können sie jetzt gleich nachholen. Achso, ich 5003 sagt, er hat ihn schon herausgefordert, Ja, obwohl er noch jetzt nicht. haben wir die Partie. Toll. Toll, ja, toll. Ja, finde ich auch. Weiter geht's. Alles Alter. gut, Jörg, alles gut, alles easy. Wir holen das Ding hier trotzdem. Macht nichts draus. 2, 4, 6 Partien noch. Ja, das dauert hier noch ein bisschen. Ja, eine Stunde sind wir noch am Start auf jeden Fall. Ungefähr. Okay, so, ihr könnt loslegen, bitte den Stream auf Stumm schalten und dann ab geht die Post. Ja, ungefähr gleich gewertet die beiden. Wir haben Weiß. Ja, Französisch. Französisch auf dem Niveau. Bin gespannt, was Weiß jetzt hier macht. Er nimmt Abtauschvariante. Safe. Ist in Ordnung.
Safe, genau, das ist immer so. Safe. Ja. Vielleicht hat er sich auch vorbereitet, er hat sofort geschlagen, wer weiß. Ja, hier kommt der Kommentar von Niklas Nölle. Ich ist aber nicht unter 1200. Ja, wir sind da jetzt auch nicht strenger als der Papst, ne? Das ist schon okay. Das ist schon okay. Manchmal fluktuiert das ein bisschen, manchmal ist man unter 1200, manchmal über, aber ungefähr die Spielstärke. Ja, vielleicht hat er jetzt auch die letzten Tage zugelegt, ich weiß es nicht. Letzte 2 Tage. Läufer Oh. D3 übrigens, man hätte direkt C4 machen können, den Läufer wieder vertreiben können. Aber okay. Soweit, so Ja. gut. Figuren raus, Läufer G4. Ich würde erstmal hier die Figuren für den König, die beim König stehen, ne? Damit man die Rochade spielen kann. Gut, jetzt springe G7, alles easy, Ja. aber das ist auch so eine Faustregel, ungefähr erstmal die Leichtfiguren beim König, damit man rochieren kann, dann die Figuren vom anderen Flügel. Kommt immer drauf an, aber ist so eine Faustregel, die man auch folgen kann. Aber die Fesselung finde ich schon sehr unangenehm hier. Ja. Ja, das zum Beispiel ist schon ungenau, Springer C3, weil eigentlich würde ich ja gerne Springer BD2 irgendwann spielen. Jetzt muss er schon wieder zusehen, wie wird er diese Fesselung los mit Weiß? Ja, G4 kann man machen, aber schwächt den weißen König, wenn man hier den Bauern vorzieht, weil Bauern ziehen nicht zurück. Ne? Das sind die einzigen Figuren, die nicht zurückziehen können. Von daher muss man mit diesen Zügen immer besonders vorsichtig sein, denn eine mögliche Schwächung kann man dann nicht rückgängig machen. Springer G6 Also mache da ich kann er einen mit Bauern gewinnen. Ah, ja, nicht unbedingt. Oh nein. Läufer E3, läuft jetzt in sämtliche Gabeln rein, oder? Also nicht sämtliche, aber ja. D4 ist eine Gabel. Aber Schwarz sieht es nicht, spielt zu schnell und läuft selber in Springer A4 rein. Oh nein! Ja, aber ich glaube nicht, dass er das sieht. Naja. Aber er hat zu Ja, es schnell geht alles gespielt. möglich. Ja, Zu schnell klar. gespielt von beiden. Beide, beide. Springer schlägt D5 geht auch übrigens, ne? Oh, ja, den macht er Ja, gut, auch. das ja, ist ja nur ein Bauer. Das ist nur ein Bauer, aber es ist auch ein Bauer. Kann Ich man weiß nicht, nichts gegen sagen. Dame A5 geht noch, Einziger. Muss. Er muss den Läufer decken. Ja. Ja, aber spielen die beiden? Das ist so ein bisschen, das ist sehr random gerade, was die beiden da machen. Es ist einfach zu schnell, ne? Es ist immer wieder dieses Thema, ja, die Zeit richtig einteilen. An den richtigen Momenten die Zeit investieren, an anderen Momenten, wo man schnell Züge machen kann, sie auch machen. Aber das ist natürlich, das ist nicht leicht, ne? Das ist für uns jetzt immer leicht gesagt. Aber darum geht es vor allem bei diesen Partien. Ja, was kann man hier machen? G4, boah. Warum nicht? Der G4. hängt. Der hängt einfach. Stimmt. Ja, es ist, der Läufer ist gefangen, ne? Kann man sagen, was Stimmt. man will. Läufer schlägt E3, Springer schlägt E3, vielleicht dann Springer F4. Ein bisschen rum Ja, ein bisschen gucken. rumnerven. Rum was? Beten? Nerven, nerven. Okay, Läufer schlägt E3. So, jetzt muss er mit dem Springer schlagen, sonst ist er weg. Ja, der Springer hängt. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Dass, ja, ich wusste es, dass er das Du nicht sieht. wusstest, ja, das ist ja leicht gesagt, wenn es schon passiert ist. Ja, aber das ist typisch. Das ist typisch auf diesem Niveau, Niklas. Vorher steht der Läufer auf C5 und er vergisst, dass der Läufer ist Ja, weg. man muss echt immer schauen. Also wirklich diese einzügigen Geschichten, ne? Das ist erstmal die Basics, das sind die Basics. Das geht hin und her hier. Das ist sehr, sehr Ja, jetzt steht random. Schwarz gut. Jetzt steht Schwarz gut. Ja gut, Denn er muss auf. Nein, das das ist ist nicht sein komplett verkehrt Ernst. jetzt. Schwarz muss, tauscht die Dame, tauscht die Dame. Die Dame ist angegriffen, tauscht die Einfach Dame. den Läufer nehmen. Das ist ein Läufer, den man schlagen kann. Ja. Das ist so basic. Und das Ich Beste daran verstehe es ist, nicht. dass jetzt der Läufer nicht mehr gefangen ist und Schwarz hat einfach eine Figur mehr. Ah, ist das gut, ist das gut. Ja, genau. Figuren, die hängen, also die angegriffen sind, nicht gedeckt, einfach mal schlagen. Also man muss natürlich immer schauen, aber häufig können diese Figuren geschlagen werden oder zumindest denkt man darüber nach. Und hier war es genauso eine Situation, man kann den Läufer schlagen, spricht nichts dagegen, weg damit. So. Gut, weiterkämpfen ist nur eine Figur mehr. Ja, Turm B7 D7. angreifen. Guter Zug jetzt. Turm auf D7. Reihe. Ein bisschen hier Druck machen. Bisschen was unternehmen. Ja, Schachtherapeut, das stimmt natürlich, das wissen wir. Was denn? Ja, Anfänger sind überfordert, das ganze Brett zu überblicken, das stimmt. Deswegen auch ganz wichtig, die einfachen Züge immer machen. Ja, da kann ich was schlagen, nimm es weg. Ja, ich muss was decken, es wird was bedroht, wegziehen. Nicht Gegenzüge machen. Ja, deswegen auch immer diese einfachen Vorschläge von uns, ja, mit goldenen Eröffnungsregeln. Einfach versuchen, erstmal die Basics zu verinnerlichen.
Ja, jetzt, wie es Neutral macht, sehr bedacht. Erstmal ein Luftloch gemacht für den König, gefällt mir gut. A6 hier, B5 rausgenommen. Aber ich 5003 probiert es auch, macht hier ein bisschen Fortschritte. Schwarz sollte jetzt mal den aktiven Turm abtauschen auf D7. Turm D8 würde sich dafür eignen, selber die Türme ins Spiel bringen. Und dann wird sich die Mehrfigur schon noch bemerkbar machen. Aber man muss hier noch ein bisschen was lösen. Ein paar Probleme lösen. Ja, B5 B5. kann man auch machen. Ja. 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 Vielleicht zum D6. Ach, egal. Was lachst Nee, hier. Milan schreibt, hab bei der Kugelbuch-Reaction kaum aufgehört zu lachen. Der Schmerz war, den hat man gespürt. Und hier schreibt auch wieder, ich bin der junge Magnus Carlsen. Ja. Ich bin der junge Magnus Carlsen. Das ist so einfach. Es ist einfach zu gut. Ja. Hat das Kugelbuch gesagt die ganze Zeit? Ja, na klar. Ja, na klar. Ja. Ich bin der junge Magnus Carlsen. Oh Gott. So, nicht tauschen hier, weiß, nicht tauschen den Turm, der ist aktiv. Stell den auf B7 auf. Ja. Nicht tauschen. Ja, Wenn man macht er. Material mehr hat, nicht tauschen. Simple Regel, einfach befolgen, gar nicht drüber nachdenken, nicht tauschen. Also, gut, es gibt schon Ausnahmen, aber meistens ja, kann man Ja, Mathe auf dem ja. Brett behalten. 95% der Fälle nicht tauschen. Nicht tauschen, geht zurück. Ja, und nicht die Nicht Züge. tauschen. Wiederhole jetzt bitte nicht die Züge Mach neutral, nochmal 7, Turm 8, 9. B8, Turm C7, dann ist sie Ja, immun. okay, Turm D1, Schach. sehr gut. Ja, aber Turm B6, Turm schlägt A6, da kommt vielleicht was Ja, gleich. deshalb hat mir B5 nicht so gut gefallen, weil jetzt, wenn der Bau auf A6 fällt, dann hat Weiß seinen gedeckten Freibauern. Auf jeden. Ja, es ist nicht so leicht technisch. Er geht zurück, okay. König G1 wäre jetzt dreifache Zugwiederholung übrigens. Und Remis. Stimmt das? Ja. Drei, Aber. drei, dreimalige Stellungswiederholung Ja, jetzt, ne? genau. Dreifache Stimmt, Stellungswiederholung. er weiß es nicht. Wenn der König zurückgeht nach G1 stimmt, dann haben wir dreimal die gleiche Stellung. Dann Und wäre dann es kann Remis. man automatisch, muss man reklamieren, glaube ich. Nee, ich glaube automatisch, aber hat er nicht gemacht. Ja, der kennt die Regeln nicht, klar. Klar. Ja, das sind doch keine Turnierspieler hier. Ja, man muss auch erstmal darauf kommen, ne, dass der König hier wieder zurückzieht und dann die drei. Ja, gut, ja, vielleicht kennt er die Regel auch nicht, das stimmt, das kann natürlich auch sein. Springer H4 ist auch kein schlechter Zug. Den F4. Also ich Ja, das ist. 5003, Ja, seitdem er die ja. Figur verloren hat, jetzt macht er echt, spielt er Ja, echt aber das ist gut. zu offen. Das ist zu offen. Er hat den König viel Ja, zu sehr ach, ich geöffnet. weiß nicht, er kann vielleicht auch den Läufer einsperren. König F3. Ja, er kann Turm D3 spielen einfach, ne? Turm D3, Figuren abtauschen. Aber trotzdem, Weiß hat den Turm auf B7, Turm B6 bleibt hier noch. Aber du hast Insofern. F5, stimmt. F5 ist nervig. Oh, jetzt Turm B6 eventuell. Turm B6. Ja, der Springer hat kaum Felder. Turm B6 ist sehr lästig oder Turm C7. Ja, Turm B6, um den A6 vielleicht zu gewinnen, ne? Ja, man müsste schon so, über sowas wie Springer B8 nachdenken, macht man nicht gerne. Und dann F5. Ja, aber trotzdem, Mann, ja. Immerhin hat er einen Bauern für die Figur. Okay, also auf Lichess muss man nach dreimal kann man reklamieren oder also muss irgendwie auf Remis klicken oder was? Und nach fünfmal ist automatisch. Okay, alles klar. Danke, Fruin. Kommt bei mir nie vor, deshalb weiß ich das nicht. Oh nein, G5 ist natürlich nicht so gut. Ist der falsche Bauer. Ja, F5, sperrt besser nicht. denn. Genau. Es droht nichts, G5 droht nichts. F5 hätte den Läufer auf H7 so ein bisschen eingesperrt. Das sind so positionelle Sachen halt. Ne? Ich meine, der Bauer davor zu schieben, ja, was bringt das? Ne? Also, es droht nichts. Vor allen Dingen, der Ja. Springer kriegt jetzt ein Feld auf E5, was er vorher nicht Ja. hatte, der Turm Schwarze. D3, guter Ja, Zug. er tauscht einfach Figuren und das ist jetzt einfach Game Over gleich. Er muss Turm B6 spielen oder sowas. Ja, das ist noch. Nicht selbst tauschen, das bringt nichts, weil jetzt hängt der C3 auch noch. Ich habe ein bisschen Angst um die Grundreihe von Schwarz, weil der Läufer hier auf H7 ihm das Feld wegnimmt. Ja. Das ist so eine Gefahr. König E2. Das macht Ja, mir aber jetzt kann Angst. er noch nicht mal Turm C7 spielen wegen Springer D4. Ja. Oh! Nein! Nein! Turm Nein! B8! Turm B8! Nein! Gott, nein! Oh Holy Mann. shit! What the fuck? Ich hab's dir gesagt, diese Grundreihe, ne? Oh, Springer E5 voll rein. Davor hat der Springer das noch gedeckt. Und jetzt.
Ah, die Das Grundreihe. Eckturm, der Das Ziehen ist meines eine Buches. der typischsten Mattmotive. Das muss man drauf haben, das muss man kennen. Immer darauf achten, hat der König hier genug Felder? Und hier hat er keine Felder mehr. Der Läufer nimmt ihm das Feld weg auf H7. Ah, ganz, ganz bitter für Notari 789. Ganz, ganz bitter hier. Ah, Das erinnert jetzt. mich an so einen Clip von Papa Platte. Ja, wo Wo er er von einfach. drei Matt sitzt, ne? Nee, wo er sich selbst auf der Grundreihe matt sitzen lässt und so, Ach sagt er, so. wie schlecht ist denn der Gegner, nimmt ihm alles weg so und dann Grundreihen matt, total. Notari hat nur einen Zug, Turm D8, aber das hilft nicht, denn Weiß Ja, schlägt den Turm das einfach ist und ja. Ja. das Ich wird hoffe, jetzt nimm den nicht. weg. Ja, gut, klar. Schade, schade, schade. Mann, das hätte die Führung sein können. Stattdessen ist jetzt der Rückstand für Team Hoshi. Das ist bitter, das könnte echt einen Unterschied Yes! machen. Da ist das Matt! Richtig. Christoph, jetzt kommt dein Alert, ein bisschen spät. Keine Ahnung, du bist doch schon vorhin Mitglied geworden. Aber ja, nochmal, danke dir. Danke dir für die Unterstützung, mein Lieber. Oh. Ach ja, ach ja. Krasser Scheiß. Tja. Okay, so, weiter Ja, geht's jetzt so hat mit es noch nichts zu laufen. Ne? Wir haben noch fünf Partien, haben wir noch. Goa Fünf Fame Partien. gegen Hope Net. Girlfame, die haben sich schon herausgefordert. Ja, wunderbar, so muss das sein. Partie ist am Start. Ihr könnt beginnen und bitte muten. Wir haben auch Bitte schon Viertel schön. vor 11 und noch fünf Partien. Ey, krass. Ja, aber es ist, glaube ich, normal, oder? So 3 Stunden sind wir immer am Start in der Regel. Ja, 20:30 Uhr bis 23:30 Uhr immer so ungefähr. Ja. Okay, auf geht's. HopeNet gegen Goa Fame. Skandinavisch. Springer F6, auch ganz schnell, ne? Weiß, Springer Ja, C13. gepreemoved Weil er dachte, Dame D5, wenn er dachte, schon. Dame Ja, na D5. klar, dachte er das. Oh, schön So. Gambit hier. Ja. Läufer B5, guter Zug. Läufer G4, okay. Ja, F3. man alles Muss man nicht spielen. machen. Also man hätte auch den Nö. Springer entwickeln können. Springer F3 spielt man eigentlich eher, ja. Jetzt hat man sich ein bisschen geschwächt. Dame B6 spielt man hier, glaube ich, ne? Wie, willst du mir Oder sagen, so. dass du das noch kennst, oder was? Ja, das gibt es, klar. Das ist so eine, das ist so ein Gambit. Das ist nicht so schlecht. Ja, guck mal, D3 Läufer C5. Jetzt kommt, kann er nicht rochieren, zum Ja, Beispiel. D3 war leider ungenau, weil jetzt bestreicht der Läufer hier die Diagonale, kontrolliert das Feld und weiß, kann nicht rochieren. Das ist ungünstig. Remonus, danke dir für weitere 5 Subs, mein Lieber. Meine Güte. Du scheinst richtig gehypt sein von deinem Sieg zu heute. Freut mich. So, Läufer G5 ist gut, entwickelt den Läufer. Jetzt kann Weiß vielleicht in die andere Richtung. Springer E4, okay. Greift den Läufer an. Dame A5 Schach vielleicht? Naja, Ja, geht. das hängt in der Luft, ne? Habe ich auch ein bisschen Sorge. Dame A5 Schach. Und dann könnte Schwarz theoretisch auch auf E4 schlagen. Ja, ich glaube, das ist hier gut. Läufer D4 Warte sieht mal. komisch aus. Jetzt kann Weiß auf F6 schlagen und Schwarz hier einen Doppelbauern verpassen und den schwarzen König schwächen. C3 ist auch gut. C3 ist auch gut. Hier auch mal, um die Diagonale zu schließen. Was denn? Nee, nichts. Wir haben so einen Troll hier in der Partie Ja, drin. mach mal weg da Ja, den. geht Kannst du es. nicht. Ich habe ihn schon gemeldet, aber. Den Zuschauerraum kannst du Ja, zumachen, dass es nicht ach gesehen so, wird. ja, na gut, nur ich sehe das ja so, insofern. Tja, schade, dass man die Leute nicht einfach wegkicken kann hier. Ja, ist halt ein Vollidiot. Was soll's? Ja. Kleiner dummer Vollidiot, der auch noch fett sagt, mit einem T schreibt, noch nicht mal in der Schule richtig aufpasst. Kleiner dummer Vollidiot. Meine. Aber jetzt, das ist jetzt auch nicht besser, wenn wir ihn jetzt beleidigen. Okay, so, kommen wir mal zurück zur Partie. Ja, Weiß Ja, hat wie kann man denn leider. bitte fett mit einem T schreiben? Also, wo hat man denn da nicht aufgepasst? Okay, Weiß hätte wirklich jetzt mal auf F6 schlagen können. Er sagt wahrscheinlich, das rennt mir nicht weg.
Schwarz könnte auf D3, nee, kann nicht auf D3 schlagen. Ich bin schon komplett lost hier, der Läufer deckt das. Sieht gut aus für Weiß mittlerweile, hat den Bauern mehr, kann jetzt gleich mal lang auch hier. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich kann mich nicht kontrollieren, sagt er. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Ja, okay. H6. Jetzt kann Weiß auf F6 schlagen mit Schach. G schlägt F6, Läufer schlägt H6. Und gewinnt einen Bauer. Das kann man sich übrigens einprägen, dieses Motiv, dass man Schach geht, dann der Bauer schlägt und dann hängt der Bauer auf H6. Weiß schlägt mit dem Bauern, ist auch okay. Und Schwarz muss jetzt den König öffnen. Er muss mit dem G-Bauern niederschlagen. Und dann hat er hier die schlechte Bauernstruktur, der König ist geschwächt. Also das kann man sich wirklich merken. Das möchte man vermeiden bzw. erreichen, wenn man ja, hier weiß ist, dass man den gegnerischen König schwächt, die Bauernstruktur. Das ist ganz typisch, diese Festung, die wir hier gesehen haben. Dann wird der Springer nochmal angegriffen mit dem Springer auf E4 oder D5 und dann kann man schlagen und Schwarz muss mit dem Bauern wieder schlagen. Kann nicht mit der Dame schlagen, weil sie sonst weg wäre und hat dann die schlechte Struktur und den schlechten König. Ja, was überlegt er eigentlich? Er muss doch schlagen da, oder nicht? Ja, wir haben jetzt auch die Erklärung, Georgis, warum er sich nicht Fettsack mit Ja, Doppel-T völlig egal. nennen konnte. Okay, genug, wir haben ihm genug Aufmerksamkeit gegeben. Was ist denn Genau. hier los? Go away, worauf wartest du? Ist Spiel deine er Partie. offline oder was? Warum nimmt er dich da raus, den Läufer? Ich weiß es nicht, was er jetzt ausheckt, aber wir werden es gleich sehen. Das hat er ausgeheckt. Er wollte dich schlagen. Er wollte seinen König nicht öffnen. Das ist verständlich, aber letztendlich ist es immer noch eine Figur. Und lieber öffne ich meinen König ein bisschen, als eine Figur weniger zu haben. Insofern, das war das kleinere Übel. Okay, das ist natürlich Quatsch. Material ist das allererste, worauf man achten muss in jeder Stellung. Material geht vor allem und man kann nicht einfach eine Figur opfern für Gut, nichts. also nicht vor allem, aber ja, in diesem Fall war es einfach das kleinere Übel. Ne? Weiß musste den Läufer noch nicht ziehen, weil er sowieso hier in die Gabel reinläuft, aber es sprach auch nichts dagegen. Jetzt eine glatte Figur mehr, Minute mehr. Oh, wird das hier der Ausgleich? Aber ich darf mich nicht zu früh freuen. Ne? Eben hatte ich auch schon, dachte ich, kaum noch Figuren auf dem Genau. Brett und dann auf einmal die ganz, ganz kalte Dusche. Läuft hier rein, schöner Zug, gefällt mir gut hier. Behält den weißen König im Zentrum. Läuft Boah, hier rein, sehr schöner ich Zug. komme nicht drüber weg, dass er den Läufer nicht schlägt. Das ist krass. Ja, das ist so ein bisschen wie vorhin die Partie. Ne? Läufer schlägt H6. Aber da war es irgendwie noch krasser, weil. Obwohl, hier Nee, was. da, nee, 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 Moment, das war krasser. Ja, Figur geschlagen und nicht Figur zurückgeschlagen. Ne? Das war jetzt krasser hier gerade. Okay, A6, Läufer zieht nach C4, okay, soweit. Jetzt kann Weiß endlich mal rochieren, das steht schon lange an. Irgendwie in eine der beiden Richtungen König in Sicherheit bringen, wäre gut. Wäre gut. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Ja, spielt Turm D8, B5, vielleicht gewinnst du den Läufer noch. Ja, Ah, sofort B5, guter das. Versuch. Ah, Moment, Springer A5 danach, ne? Ja, man hat noch Dame A3, aber es wird hier schon ein bisschen trickreich jetzt. Weiß hätte auch einfach mal den Springer schlagen können, vor einem Zug, das wäre einfacher gewesen. Generell, Prinzip ist, Material mehr, Material abtauschen, gute Devise, denn je weniger Material auf dem Brett, desto mehr macht sich das mehr Material bemerkbar. Springer A5 macht er jetzt auch. Ja, stellt jetzt hier Weiß vor Probleme. Ja, Weiß muss jetzt genau reagieren, das kann er mit dem oder dem Zug hier, den ich zeige im Stream, um den anzugreifen, weil der Läufer, den kann er nicht mehr decken, der ist weg. Aber dafür bekommt er den anderen da und das ist immer noch eine Figur mehr. Den anderen da, jetzt willst du nichts sagen, oder was? Hast du Sorge, dass Genau. die Leute zuhören? er sieht's, schade. Egal, man muss trotzdem den Läufer nehmen, das geht nicht anders. Oh nee, er spielt mit einer Figur weniger, völlig unnötig. Wie, was? Wie was? Soll er jetzt nicht weiterspielen, oder was? Nein! Das ist eine saftige Dame, die sich hier weiß einsteckt. Ja, wird fröhlich weitergespielt. Ja, gut, aber das Aber auch ist so so. komplett so, als wäre nichts passiert, ne? Jetzt kommt aber, es kommt einfach direkt der nächste Zug, als wäre es alles Teil des Plans gewesen. Okay, König D2 musste jetzt nicht sein. Den König wollen wir lieber wegstecken, in Läufer G6, Sicherheit. F4.
4, aber Läufer G6. Was macht er denn da? Also, das war jetzt der König, den wollen Das wir geht wollen, aber Dame E6 Schach. Dame E6 ja, Schach. aber ich habe schon irgendwie schon wieder, ich bin traumatisiert von der letzten Partie. Was passiert denn hier, Ja, ey? jetzt Das kommt gibt's ja der nicht. Turm noch auf die zweite Reihe. Nein, aber es hängt doch H5 Ja, einfach. aber das ist wieder so ein langer Zug. Oh je, jetzt Turm F2. Puh. Also, Schwarz hat auf jeden Fall noch Rum genug hat nichts, Angreifer rum hier. gar nichts. Ach, ich weiß nicht. Ich, seit der Partie eben, obwohl, gut, hier kann kein Grundreinmatt kommen, Ja, ne? H5 hängt doch Ja, auch. es hängt alles nicht genug viele Figuren, das stimmt schon. Es kann nicht reichen hier, ne? Es hängt zu viel. Der König hat Oh, genügend okay. Felder. Leute, wenn ihr eine Figur schlagen könnt, schlagt die Scheißfigur einfach weg. Auf gut Deutsch. David C4 erstmal einen Schach gegeben. Ganz Auch wichtig. hier, einfach den Läufer schlagen, wäre gut. Klar, der Läufer hängt die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, ob er das nicht sieht oder Angst hat vor Turm E2 Schach dann oder so. Dame schlägt Okay. D3, okay, noch einen weggeschlagen. Gut, jetzt kannst du den Läufer retten, Läufer E8 oder so, keine Ahnung. Ja, aber hier, es müsste schon wirklich viel schief gehen, damit das hier matt Bitte. geht. Was ist denn mit dem los? Der verschenkt die Figuren die ganze Zeit? Das gibt's doch gar nicht. Ja gut, also es macht jetzt hier auch nicht so einen großen Unterschied. Ein Läufer mehr oder weniger. Okay, jetzt muss der König immerhin auf die Grundreise, schon mir ein bisschen ungünstig. Aber solange der Turm hier noch steht und E1 deckt, alles easy. Alles soweit, so gut. So, Arjen, vielen Dank für die Unterstützung, mein Lieber. Danke dir. Turm E2, ja, guter Versuch. Verdoppelt. Man könnte jetzt einfach Die mal. Abenteurer da. Ich meine, die Dame. Oh ja. Das ist so ein Dauerschach jetzt Nee, noch irgendwie. nicht Ne? ganz, aber es ist schon Dann. wieder nah dran. Bitte. Schlag König einfach A. diesen Turm weg. Schlag einfach König diesen A. Turm weg auf Mach E2. König A. Was überlegt er denn? Und dann kann dir nichts mehr passieren. Dann kann wirklich nichts mehr passieren. Auch so nichts mehr passieren. A4, A5, A6, A7, A8, Ja, Dame. aber es ist trotzdem sicherer. Die Dame deckt ja alles hier, ne? Aber Ja, hier. schon, aber ah, du weißt. Du weißt, der Ja, der Turm Läufer kommt alleine, schon. der kann nicht matt setzen, aber die beiden Türme? Theoretisch schon. Ah ja, gut, Hört okay. zu, oder was? Ne, er hat sich auch gedacht. Komm weg damit. König D1. Was ist denn jetzt so witzig? Partie ist echt unfassbar, ey. Die Ey. Partie ist so, die Partie ist echt unfassbar. Wenn Weiß jetzt nicht langsam losläuft oder irgendwie seinen Turm ins Spiel bringt, dann läuft der Gehbauer hier noch durch oder so. Oh Gott, ich habe Angst. Jetzt. Scheiße. Nee, aber der Gehbauer, der läuft auch relativ schnell, Da ne? läuft der natürlich und der läuft sowas von. Gott. Turm Ja, G1, aber genau, jetzt komm. läuft es leider nicht mehr. König F6, Ah. Springer Schlicht G4, leider. Komm, hau weg. Er wird den Springer, Ja, ja, aber wird er gibt. Springer D3. Ja, geil, geil. Oh Gott. Ja, aber er hält doch die B6, ne? Beide ziehen einfach wild nach vorne. Um B2, ja, jetzt, was macht der Aber denn? Weiß B8 kommt Dame. zuerst. Weiß kommt zuerst. Oh Mann. Okay, jetzt. Jetzt. Das Ja, ist ich schon glaube, schlecht. jetzt bin ich optimistisch. Jetzt, ich glaube, Ach jetzt packt was. das. Ja, H2 Turm, Leute, der hing übrigens schon. Dame B8 hätte den Turm schlagen können. Also das ist schon ein bisschen Slapstick hier. Geile Partie. Springer B3, Turm ganz H1 wichtig. jetzt, Turm H1. Ja, und Ja. jetzt geht noch was. Jetzt geht noch was, ich sehe Einfach. es. Er gibt erstmal Schach. wieder einen Schach. Er gibt erstmal wieder einen Schach. Geile Partie, ey. Hat er Kompensation für die Dame, steht hier. Nein! Nein! Oh Gott, er hätte schlagen können! Er hätte nehmen Es wäre doch kein können. Matt gewesen, aber fast. Oh, jetzt ist matt! Jetzt auf einmal ist matt! Nein. Ey, Turm E1, was für ein schlechter Zug. Er kann hier nehmen, Leute. Und dann G1 Dame. Dame F1, Dame G3 und dann Ja, hart. Ach du es Scheiße. reicht nicht, aber. Moment, ne Moment. Er kann G1 Dame und dann H2 machen und Schwarz gewinnt fast oder gewinnt vielleicht sogar. Analysebrett, was sagst du? Turm Ich gebe. E1. Er muss, nach Turm steht E1, muss er König C2 machen. Nach König schlägt E1, ist es ist nicht gewonnen, aber es ist es wäre sehr haarig geworden. Ja, aber Schwarz bekommt zwei Damen plötzlich, ne? Ja, na naja, gut, die eine kann man abtauschen. Was ist das denn? Alter,
Was für eine Partie, ey. Ja, König C2 hätte er niemals gemacht. Ja, okay, das hat er niemals verteidigt. Hätte Schwarz sich hier. Schwarz hatte doch noch genug Zeit, oder? Wieso nimmt er das Ding? Da war doch mal die Chance. Eieiei, wow. Also was für eine Partie, ey. Oh Gott. Ja, aber der Ausgleich. Am Ende steht die 1. HopeNet, du hast alles richtig gemacht. Und ich meine, im Großen und Ganzen hat HopeNet auch einfach alles richtig, also hat deutlich besser gespielt. Echte Partie von vorne bis hinten, klar. Ja, aber man muss natürlich zu Ende bringen auch, ne? Unglaubliche Partie. Okay, so. In der ganzen Dame weniger noch sowas rauszuholen, ne? Ja, also fast noch zu gewinnen eigentlich, ne? So, wir haben jetzt Tactical Joe gegen Clara Fall. Okay. Fertig. Ich schwitze mir ja ab, glaube ich. Ich glaube, ich habe die Heizung zu weit aufgedreht auch. Ja. Okay, ihr könnt loslegen, bitte den Stream stumm schalten wie üblich, ne? Und dann auf geht's. Tactical Joe gegen Clara Fall. Okay, Skandinavisch schon wieder. Ja, wieder. Die beiden haben auch schon zweimal gegeneinander gespielt. Es steht 1 zu 1. Ja. Tactical Joe. Ich muss mal die Heizung runterdrehen hier. Ja, ich glaube, ich mache das auch kurz. Aber wenn die Partie noch gewonnen hätten, das wäre so lustig gewesen. Das wäre einfach zu viel gewesen, nachdem schon die letzte Partie ganz schön der Turnaround war. So, Clara. Aber so lustig. Ja, okay, jetzt erstmal wieder beruhigen hier. Normale Öffnung, soweit so gut. Skandinavisch, okay. Weiß, rochiert, okay. E6. Läufer raus, König in Sicherheit bringen. Erstmal die goldenen Öffnungsregeln. Weiß genauso. Allerdings ist die Reihenfolge hier nicht so gut. Springer E5. Interessant, okay. Interessant, ich greife den Läufer an, ja. Also, ja. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn Weiß den schlägt. Nein. Dann öffnet sich auch die H-Linie. Gut, Weiß, Schwarz sagt, ich tausche den ab. Alles gut hier. Dame nimmt. Dame raus. Freut sich TBG schon auf den 1.3.? Was ist am 1.3.? Weiß ich nicht, was ist denn da? Ich dachte, du weißt es, deshalb habe ich dich gefragt. Das wird aber bei dir im Chat gefragt. Ich weiß nicht, was ist am 1.3.? Ja, ich habe es mal nicht weitergeleitet. Das ist ein Montag, was soll das sein? Keine Ahnung. Vielleicht ist da der Lockdown vorbei? Nee, das ist am... Ach so, kann sein, ne? Ja, ich glaube, da ist der Lockdown vorbei, vielleicht deshalb. Aber es hat ja jetzt spezifisch nichts mit dir zu tun. Nee, Friseure machen auf. Okay, ja. Da feiert Niklas Geburtstag, stimmt. Naja, nicht so richtig. Aber ich habe dieses Jahr keinen Geburtstag, leider. Insofern. Du wirst halt nicht älter, ne? Der alte Gag. So, hier kann man noch wieder ein bisschen was abtauschen, wenn man möchte. Ja, hätten wir drauf kommen können, ne? Immer diese Friseuren-Jokes. Okay. Kurz Rochade bietet sich an. Ach, die Stimmung ist ziemlich ausgeglichen, ne? Schon viele Figuren abgetauscht. Der Raumvorteil von Weiß, der spielt jetzt hier keine so gute, so wichtige Rolle. Schwarz hat keine Schwächen. Und insofern ist das hier ganz vernünftige, solide Stellung. Ja, Weiß denkt aber für meinen Geschmack etwas zu lange nach. Ja, bringt den Läufer jetzt raus. Hier gibt es nichts zu rechnen im Prinzip. Die Türme ins Zentrum. Schwarz muss sich Gedanken machen, wohin mit dem Springer auf B8. Der ist nicht entwickelt. Wir sind halt
Ja, wir wiederholen uns so ein bisschen litaneimäßig. Wir erzählen immer das Gleiche, ne? Goldene Eröffnungsregeln am Anfang, immer Figuren ins Spiel bringen. Wenn ihr Großmeisterpartien nachspielt, spielt einfach mal 20 Partien von Niklas nach. Was meint ihr, was er macht am Anfang? Nichts anderes, er macht immer das Gleiche, Figuren ins Spiel bringen. Ja, hier kommt aber jetzt gerade der Einwand von Marc. Auch IEMs und GEMs halten sich doch oft nicht an die goldenen Öffnungsregeln. Stimmt nicht. Das sind wirklich die Ausnahmen, ne? Also, Das stimmt nicht. das sind wirklich die Ausnahmen. Okay, es kann mal sein, dass Rochade zurückgestellt wird oder dass vielleicht mal der König im Zentrum bleibt oder wie oder was. Oder mit vielleicht mal der Habauer nach vorne gezogen wird. Aber für die meisten Leute, die meisten Spieler, ist es sehr sinnvoll, diese Prinzipien denen zu folgen. Und so kommt man vernünftig in die Partie. Und das ist ja das Wichtigste. Darum geht es in der Eröffnung, dass man in die Partie kommt, dass man die Figuren ins Spiel bringt. Insofern ist das der richtige Weg. Ja, hier ist ein bisschen was passiert, was mir nicht gefällt. F6, E5 hat jetzt die Störung geschwächt, gerade den König geschwächt auf dieser Diagonale. Das war es nicht wert, um den Springer zu vertreiben. Jetzt bekommt man hier einen isolierten Bauern auf E5. Die Struktur hat sich verschlechtert, die Diagonale kann genutzt werden. Dame B3 Schach gewinnt einen Bauern. Das hat sich hier nicht im besten Sinne entwickelt für Schwarz. Ja, kurz nochmal zu den goldenen Regeln. Also es hängt manchmal auch ein bisschen von den Eröffnungen ab. Aber beim Großteil der Eröffnung läuft es wirklich so ab, wie Niklas das gerade erzählt hat. So, ich bedanke mich nochmal bei SSHAXD für den Prime. Läufer C5 ist kein guter Zug, weil es droht nichts. Der D6 ist gedeckt zweimal, das droht nichts. Er hätte Dame B3 Schach spielen können. Ich habe es gezeigt mit Fallen und kann den B7 gewinnen. Oder sogar Dame B3 Schach und Springer G5. Das hätte die Schwächung des schwarzen Königs ausnutzen können. Die Fesselung auf der D-Linie ist nicht das größte Problem für Schwarz. Der Läufer ist gedeckt vom Bauern. Da droht Genau, nichts. Schwarz kann König H8 spielen oder die Dame irgendwie zur Seite ziehen, vielleicht nach F6. Gut, diese Drohung mit Dame B3 liegt immer noch in der Luft. E4, okay, aber das verliert auch eventuell den Bauern einfach mit Dame C4, Dame schlägt E4. Immer wieder sehen wir hier, das Problem ist, dass Schwarz F6 gespielt hat. Generell mit dem F-Bauern möchte man häufig vorsichtig sein, weil es eben ein Schutzbau ist vor dem eigenen König und wenn man ihn zieht, dann schwächt man diese Diagonale, die ich hier einzeichne. Und dann gibt es diese taktischen Möglichkeiten, die wir jetzt hier auch sehen, weil es kann Schach geben, den Bauern auf E4 gewinnen oder alles Mögliche. Also der schwarze König hat einfach weniger Schutz. Von daher seid vorsichtig mit den Bauernzügen vor dem eigenen König und nur wenn es wirklich ja, nötig ist oder irgendeinen Vorteil mit sich bringt. Okay, weiß. Springer D4 ist okay, droht Springer E6. Ja, das Ding ist, hier ist Rechnen gefragt und ich bin mir sicher, dass Weiß diesen Doppelangriff mit Dame, Schach und Bauerngewinn einfach nicht sieht. Er sieht natürlich, dass ein Springer angegriffen ist und zieht den weg. Das ist vom prinzipiellen Reflex her richtig Ja. und hier wahrscheinlich auch nicht schlecht, weil es droht Springer E6 mit Gabel. Ja. Springer Ja, er schlägt nimmt D4, okay. Dame D4, das sieht gut aus. Oder Turm schlägt. Ja, Turm oder schlägt Turm, auch ja. gut. Jetzt ist der Bauer angegriffen. Also Schwarz hat ein paar Probleme hier. Ja, er hat einfach die schwächere Struktur, also dieser vereinzelte Bauer, der König ein bisschen offen. B6 B6. hilft nicht. Also das provoziert nur einen Zug, den Weiß sowieso machen möchte, mehr oder weniger auf D6 zu schlagen. Und dann den Bauern auf E4, der kann jetzt eingesammelt werden vom Turm. Und Weiß hat einfach einen saftigen Bauern mehr. Plus noch Ja. eine weitere Schwäche hier auf D6, die er anvisieren kann. Schwierige Stellung jetzt für Schwarz. Ja. Ja, das wäre wichtig hier, ein Sieg für uns, Tactical Joe. So, der König geht in die Ecke, das ist gut. Er geht aus allen Schachs weg, diese Diagonale. So, Weiß muss jetzt seinen Turm auf F. Oh, er Er geht auf droht Matt. matt. Ja, er droht matt. Aber ich weiß, das ist positionell nicht begründet, weil er hat einen Bauern mehr. Wenn man Material mehr hat, so simpel wie möglich spielen. Das Matt kann Schwarz problemlos abwehren. Problemlos. Ja. Besser ist es einfach, sicher zu spielen, im Zentrum die Figuren aufzustellen, auf den D6 drauf zu gehen, strategisch oder über die E-Linie. Jetzt droht Dame schlicht F2 übrigens, nebst Matt. Aufgepasst, ja. Es droht Dame schlicht F2, gefolgt von Dame F1 Matt. Ne? Muss er sehen. Ich Gut, hoffe, er er sieht hat es. verschiedene Möglichkeiten, das abzuwehren. Turm E2 ist eine davon. Jetzt kann Turm Schwarz aber E2. auch den Turm nach E8 bringen. Die Ja, Turm Grundreihe. E8. Da sieht schon wieder Oh! Oh, wenn er total. jetzt schlägt, wenn er jetzt schlägt, ist Matt in 2. Ja, klar. Ja, klar. Ja, Ja, man denkt ist. aber immer, manchmal denkt man, okay, ich schlage, er schlägt automatisch zurück, aber das muss nicht immer so sein. Klar, häufig ist das so, aber es muss nicht so sein.
Und jetzt hat er auf einmal weiß, Fragen zu beantworten, ne? Ja, es ist halt, weil er den Turm von der E-Linie entfernt, anstatt erstmal in der Mitte zu spielen. Dame E1, er muss die Dame zurückziehen, ja, Dame D2 müsste auch gehen. Ja, geht auch. Deckt F2 und E2, aber der Turm auf G4 gefällt mir überhaupt nicht. Der steht da total alleine. Hier übrigens der Bau auf A2. Der hängt. Könnte man A2 hängt, sich deswegen. mal einstecken. Ja. Ja, Turm G4 auf der schnelle Matt zu gehen, das hat weiß nicht weitergeholfen. Der Turm stand gut auf der offenen E-Linie und jetzt einfach mal so Matt zu drohen, wenn es nicht in den Gesamtplan reinpasst oder nicht die Störung verbessert, dann sollte man auf so schnelle Tricks besser verzichten. Verzichten, ja. H3, Luftloch, das ist schon mal wichtig. Ja. Deckt den Turm. Jetzt hat er den Mehrbauern konsolidiert. D5 war ein schlechter Zug. Ja, das hat weiß schwarz nicht geholfen. Aber dieser lange Zug, der war auch schwierig zu sehen. Ja. Dame A2 war richtig stark wahrscheinlich. Ja. Na gut, Nice. Weiß hat einen Bauern mehr, kann jetzt aber Turm E8 spielen, die Dame angreifen, die muss wieder weg. Und danach muss der Turm unbedingt, Dame F6 droht, Dame schlicht B2, das Auch müsste er guter Zug. sehen. Das müsste er sehen, weil es ist offensichtlich eigentlich, dass die Dame. Er müsste sehen, was offensichtlich ist. Habe ich schon gefragt, was jetzt kommt, wie du es begründest, dass er es sehen muss. Na gut, er hat die Dame einen vorgezogen und Ja. es ist relativ klar, dass sie jetzt nach B2 schaut. Ah, er hat's gesehen. B3 ist natürlich nicht richtig, weil jetzt kommt Dame A1 Schach, König. Ja, aber der Ich Gegner will weiß nicht, einfach er nicht. will immer den D-Bauern weiter nach vorne bringen, aber das hilft Schwarz nicht weiter, weil der D-Bauer, der ist jetzt da auch nicht viel besser als einen weiter hinten. Ich hoffe, er zieht den Turm endlich mal wieder weg von Ja, G4. jetzt kann vor allem auch der Turm wieder ins Spiel kommen über die E-Linie. Ja. Deshalb stand der Bau auf D5 eigentlich gut. Man könnte mal ein Luftloch machen mit Schwarz, ne? Mit H6. Ja, Weiß ist aber dran. Turm E4 wäre stark, um Turm E8 zu spielen, eine Figur zu tauschen, einfach ins Endspiel gehen halt, ne? Wir haben den Bauern mehr, tauschen. Na, F3 ist unnötig. Schwächt die Königstellung noch ein bisschen mehr. Was will er mit dem Turm auf G4 die ganze Zeit? Der steht da schlecht. Ne? Tauschen ist das oberste Prinzip, wenn man Material mehr hat. Und Turm E4, Turm E8 oder Turm E6. Ne? Ja, F3 hat den weißen König auch noch ein bisschen geöffnet. Hier die schwarzen Felder. Ich glaube, beide Seiten wissen gerade nicht so richtig, was sie Ja. tun. Bauernzüge sehen wir hier viel. Jetzt noch ein Bauernzug mit H6 wäre sinnvoll. Aber dann H5 ist. Ja. H5 freut mich, da kann er endlich den Turm Ja. wegziehen. Zieh ihn nach E4 den Turm. H5 ist ein bisschen zu löchrig jetzt. Also, es könnte jetzt auch anfällig werden. Turm E4. H6 wäre ein bisschen sicherer gewesen, weil der Bau auf H5 Ja, könnte zum fallen Glück hat hätte. Schwarz jetzt den Weißen gezwungen, den Turm wegzuziehen, der da sehr schlecht stand auf G4. Und jetzt ist Turm E8 eine Geschichte, Turm E6 ist eine Geschichte mit Angriff auf Dame Ja, und Bauern. ja. Und die Zeit ist auch eine Geschichte. Ja, das wird sowieso jetzt noch ein Herzschlagfinale, ich sehe schon. Dame H6, okay, interessante Idee. Ja, Vielleicht hier ja. einsteigen. Aber der Bau ist weg, ja. Turm Der könnte D1, auch Turm geschlagen D1. werden. Ja, stark, stark, Tactical Joe. Na, König H2 war auch vollkommen okay. Auch stärker, das, egal. F4, jetzt sehen Oh, wir das schon. Jetzt geht er auf den greift H5. A5 an. Greift A5 an, Ja, nicht das schlecht. H5 war zu. Dame F6, Ja, jetzt geht der Bau nimm auch den A5 weg. verloren. Jawohl. Einer nach dem anderen fällt jetzt hier. Ja, aber trotzdem, es ist Schwerfiguren auf dem Brett, da kann alles passieren. Zeit ist ein Faktor. G3 schwächt auch schon wieder den König. Dame Der C3 jetzt weiße vielleicht? König, ja, der Oh, steht ja Dame auch C3 schon. gefunden. Okay. Der weiße Dame D5 Schach, Schach, Dame guter Zug. D3. Ja, er Dame kann alles D3. verteidigen. Dame D3, komm bitte. Mach doch bitte Dame D3, deck alles. Er guckt nur nach vorne wahrscheinlich, Schach und sowas, aber er hat drei Ja. Bauern mehr, er muss nicht matt setzen, er muss einfach nur alles decken. Dame Sehr st D3 gespielt, okay. stark. Gut, die Damen müssen natürlich auf dem Brett bleiben, das ist klar. Dame F6, richtiger Zug. Der weiße König steht. Ah, Dame Stach! D8. Darmtausch, ja. Ah. Darmtausch, bitte. Tausch ihn ab. Ah, das, ja, jetzt wird's schwer. Mit Damen auf dem Brett kann man immer was machen gegen den König, aber jetzt ohne Damen, drei Bauern weniger, Aber trotzdem. Es ist noch nichts entschieden. Das wissen wir. Auf diesem ja. Niveau kann alles passieren. Ja, gut. Aber beide haben eine 1400, also. G5, G5, G5. Ja. Oder König ran, egal. Ja, Schwarz komplett passiv hier, ne? Turm E8 versucht sie jetzt zu aktivieren, immerhin. Irgendwie Turm E4 vielleicht. Ja, macht er. Aber jetzt G5, F5 geht auch. Der G4 hängt aber, ne? Ja, gut. Ah, das ist das falsche F6 hängt, Feld. Noch F6 hängt, hat er einer, noch gesehen. einer. Hat er gesehen. Ah, das tut weh.
Das tut weh, noch einer fällt und jetzt ist alles gedeckt. Weiß hat 1000 Bauern mehr. Das war's. Ja, jetzt spätestens war's Nee, das war noch gar nichts. das. Er stellt einfach den Bauern ein. Das macht der Ja. Schachsinn. Okay, jetzt Turm G4, aber es sind einfach immer noch vier Bauern. Drei. Turm F4 wäre Stimmt, es jetzt F4 sind gewesen. nicht. Turm F4 und Turm schlägt F5, das wäre es gewesen. Na, zieh bitte den. Ah, Jetzt Turm nein, schlägt ey. F5. Das ist nicht, ja. Das ist noch nicht vorbei. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Noch Bring den nicht ganz. König ran, bitte. Ja. Bring den König ran. Schach, Schach. Nee, nicht das Ja, Schach, König nicht das Schach, C4, König nicht das Schach. C4. Nicht das Schach, nein, oh nein. Ach, das Leiden wird hier noch hinausgezögert für alle Beteiligten. Komm, Turm A6 Schach, genau. Aber wohin nicht mit dem König nach weg? Der König muss vor die Bauern, um die aufzuhalten, Aber theoretisch. nein, nicht dahin. Turm B4 wäre noch ein Versuch gewesen, jetzt zieht der Bauer einfach vor. Oh Mann, ey. Ja, Turm E7, komm, tausch bitte die Okay, Türme. jetzt haben wir, glaube ich, das Ende bald erreicht. Ja, aber wir sind uns nie sicher, ne? Wir sind auch jetzt noch. König D6 Patt. Ja, aber das hat er drauf. Das hat Tactical Joe drauf. Ah, da geübt. Was reden wir? Warum der jetzt mit dem B bauen? Was Er weiß nicht, ist ganz wichtig. Der muss auch noch zur Dame. macht er denn jetzt? Weiß ich nicht, ist doch egal. Mann. Okay. 1-0, sehr gut. Boah. Ah. Tactical Joe. Aber letztendlich geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Weiß stand einfach die ganze Partie besser. Ne? Kann man nichts sagen. Okay, wow. Oh, das ist die Führung. Die Führung kurz vor dem Schluss. Drei Partien noch, drei Partien noch. Ah. Drei Partien noch. Okay, Nordkapper, bist du bereit? So, der ist nicht da, glaube ich, bei dir. Nicht? Oh Er hat nein, Berufung was von ist denn meinem hier Bot zu haben. los? Ja, ist natürlich jetzt auch schon spät geworden. Sorry, sorry dafür. Nordkapper ist nicht da. Ach, ärgerlich. Nicht zu erreichen wird übersprungen und Zelk sucht nach Ersatz. Okay, Till Roman, sorry. Wir suchen dann einen Spieler, der ungefähr eine Spielstärke hat von. Till Roman hat 1664. Alles 1664. Im schlimmsten Fall spielt Zelk nochmal, weil er genau dieselbe Spielstärke. Ja, ich meine, Nee, ist damit. gut, ist gut, ist okay, ist okay, ist Ja, okay. würde ja ganz gut passen, aber vielleicht finden wir noch jemand anderen von den Subs, die jetzt zuschauen gerade, ungefähr 16 bis 1700 haben, würde passen. Okay, dann gehen wir weiter zu GS-Zong. 45 ist am Gegen Start. Christian G, 1990. Christian G war das letzte Mal vor 5 Tagen online. Ne, jetzt ist er online. Sehr schön. Okay, gut. Ja, es ist heute ein bisschen tricky. Bisschen tricky. Martin K. aus OH kann einspringen. Martin, was ist denn deine Zahl? Wie heißt du denn auf Lichess? Dann kann ich das gleich mal nachschauen. Aber hier, GS Song und Chris G, bitte muten und ihr könnt anfangen. Achso. Sind schon am Start? Sehr schön. Chris G ist mein Mann. Oh, hier haben wir einen kleinen. Ja, wir haben gar nichts. Das holt er sich. Wir haben einen kleinen was? Unterschied? Achso, ja, 100 Punkte. Egal. Ja. Okay, John Mark Röber hat 17-17. Okay, das ist. Aber ich glaube, Martin hatte zuerst was gesagt. Okay, was ist hier los? Ah, das Genau, was sieht ist für eine Eröffnung? scharf aus. Aber irgendwie nicht gut für Schwarz. Sehr schnell gespielt, aber es gefällt mir nicht so richtig. Weiß hat Raumvorteil. Und ja, fetten Bauern auf E5. So, wir spielen hier auf Lee Chess, Johnson the Legend, und das ist auch eine Seite, die wir sehr empfehlen können. Okay, Springer raus. So, Schwarz sollte sich auch mal weiterentwickeln. C5 kann man machen. Ja, das ist der typische Zug, um hier das Ganze anzuhebeln. Geht auch. Marvin sagt, schreckliche Eröffnung. Okay. Ja, so schlimm will ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, gefällt mir aus schwarzer Sicht auch nicht so recht. Ja, weiß hat. Ja, CD4 war aber zu früh, glaube Nee, ich. ist zu früh, ist zu früh. Dann Naja. hat man jetzt den isolierten Bauern auf E5, will man nicht so früh schlagen. Das läuft Ja. direkt in die Festung rein.
E6 droht jetzt. Ah, C schlägt D4 war Ja, ungünstig. CD4 war nicht gut, weil der Springer auf D4 jetzt dominant steht. Springer schlägt D5, dachte er vielleicht, aber das geht nicht wegen Turm E1. Okay, Okay, Läufer C5, guter greift den Zug. Springer. Ja, das ist ein guter Zug. Aber vielleicht kann Weiß trotzdem E6 spielen und auf die Öffnung der E-Linie setzen. Sieht interessant aus, E6. Was ist das denn? Willst du mich verarschen jetzt oder was? Ist erstmal ein Springer, ne? Hallo? Ich glaube, er will dann E6 aus dem Hut zaubern. Aber das, also, ich glaube nicht, dass es funktioniert. E6, okay. Man opfert nicht an, Leute. Remulus, danke dir wieder. 5 Gifted Subs, du bist echt gut drauf. 15 Gifted Subs heute nach deinem Sieg. Ich lasse dich jetzt immer spielen im Sub Battle und immer gewinnen und dann 15 Subs kriegen. Sammelst du das ein. Ja, Martin hat 1665, das passt ja perfekt, Martin. Dann würdest du gleich drankommen, Oh, weil. Läufer B5 Schach. Gewinnt den Läufer wieder. Komm, bitte, spiel Läufer B5 Schach. Läufer B5 Schach. Ja, er hat's gesehen, zum Glück. Meine Güte. Meine Güte. Ja, Ja. ey, das ging gar nicht, Turm E1. Was war das denn? Da hängt ein Läufer, Springer. Leute, Basics. Basics. Okay, Läufer C6 gefällt mir nicht so gut, wenn mein Springer nach C. Ja, gut, nee, es macht eigentlich keinen Unterschied so richtig. Ja, Jetzt Weiß kann sollte erstmal auf er F7 schlagen, sogar. Ja, Zwischenschlag. damit der König nach F7 Muss. muss. Ja, macht Musste. er auch. Und Ja, jetzt Chris G. Läufer. Perfektes Opferspiel von Weiß. Jetzt nimm den Läufer weg. So läuft der Hase nicht, sagt der Remulus. Doch, doch, jetzt läuft er immer so. Ich lasse dich immer spielen, du gewinnst jedes Mal und dann 15 Subs jedes Mal. Jede Woche! Klingt gut. Also, für mich nicht so gut, aber für dich schon. Vorsicht, jetzt droht Matt auf E1, beziehungsweise Turm schlicht E1. Das sind 1900er-Spieler, die stellen jetzt nicht einfach das Grundreihenmatt hier ein. Ich Dir habe nur mal gesagt, keine Sorgen. dass der hängt. Nur gesagt, dass der hängt. Ja. Okay, Okay, Weiß steht gut. Ne? Weiß steht ganz gut. gut. König ist schwach. Bauernstruktur ist schlechter bei Schwarz. Vereinzelter Bau auf D5. Man sollte wahrscheinlich mal auf B5 schlagen. Ja, es gibt keine gute Lösung hier, habe ich das Gefühl. Wieso Läufer B5, dann Springer C6, wo ist das Problem? Ach ja, Schlagen Springer C6, das geht ja. Das stimmt. Damit D. Ja, das sieht Also krumm komisch, aus. das sieht sehr krumm aus. Sieht sehr krumm aus. Oder Turm E8 spielen, oder? Ja, einfach alles auf E8 schlagen zum Beispiel. Und dann hängt der D5 eventuell am Ende. Der hängt auf jeden Fall, auch weil Weiß auf F6 schlagen kann. Also hier, es kann sein, dass GS Zong gleich alles auseinanderfliegt. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Was denn? Was denn? Naja, wenn wir die Partie verlieren, dann steht es 8-6. Brauchst So, noch einen das halben war's. Ist Punkt. noch eins vorbei. Hier ist nichts entschieden. Ich weiß nicht, ob auf D5 so ohne weiteres. Er macht das auf sicher. Okay, aber das ist jetzt nur ein Bauer mehr. Nur ein Ja, Bauer. das ist nochmal glimpflich davon gekommen. Wir haben noch kein Remis gehabt heute. Stimmt. Also genau, mit dem schwachen König hätte Weiß auch sehr gut die Dame auf dem Brett behalten können. Der Wetteinsatz ist, dass der Verlierer beim anderen in einem Turnier mitspielt und streamt dazu. Also bei mir die Sparta Grand Prix. Genau, und bei mir dann Team Hoshea Arena oder irgendwie sowas. Mal sehen. Turm E1, ja, die zeigt auch, ne? Halbe Minute auf der Uhr. Man muss irgendwie mal den Turm ins Spiel bringen. Turm C8 bietet sich an, Springer D6. H6 ist auch gut, H6 gefällt mir. Bisschen Raumgewinn, G5, Schnell schön. zurückgezogen, sehr Turm schön. D8. Turm D8, warum nicht Turm D8 auf den Springer Weiß ich gehen? nicht. Ja, war auch eine rhetorische Frage. Ich glaube, Turm D8 war gut. Hier, Aktivität. Er hat bloß die Grundreihe hier, ne? Ja, die H3 oder Crow-3 mal sowas. wieder, unser Freund, die Crow-3. Ja, und das war die Grundreihe, genau. Springer F6, okay. Tauschen. Tauschen. Ja, kann man natürlich einfach tauschen. Und jetzt Jetzt Turm C1. Turm C1 Fesselung. ja, So. oder Turm D1, Turm D6 sieht auch. Oh nein, Läufer nein, E5. nein, nein, Oh, hat er nein, gesehen? nein, Direkt. nein, Star nein. Chris G. Oh nein, das ist Star Chris es. G. Okay, der Läufer ist natürlich ein Monster hier, der entdeckt ja alles. Also wenn er das jetzt nicht nach Hause fährt, der Chris G. Ja, das fährt dann. Der Turm ist sogar gefangen auf C2. Stimmt. Kann man aufgeben. Ja, Moment, den kann er aber nicht gewinnen, den Turm, oder? Ja, aber.
Doch, den kann man. Kann man? Egal. Ist doch egal. Spielt keine Rolle. Es ist einfach eine Mehrfigur für nichts und ein Bauer und was will Schwarz hier jemals Weiß erreichen? es, ich weiß es nicht. Also es gibt, man kann noch nicht mal von irgendwas träumen hier. Okay, Doch, König König H4 A4, G3. G3 oder was? König Ja. A4, G3 und dann Matt. Schon sehr viel Fantasie, Turm Ey, der B4. spielt ein bisschen zu schnell, finde ich. Ja, aber ich meine. Also. Kann ihm jetzt hier keinen Vorwurf machen. Laurenz fragt, wie viel kostet eine Mitgliedschaft? Die Subs kosten 5 Euro, 4,99 Euro auf YouTube und auf Twitch ist das ähnlich. 5 Tacken. 5 Tacken. Jetzt der Versuch. Jetzt überlegt Chris G aber, ne? Jetzt überlegt er. Ja, komm, jetzt schlag weg, was soll denn das? Ja, Turm A4 wäre von der Technik her viel genauer gewesen, aber Turm B5 Schach, Turm A5. Ja, hier erkennt man, wie gut die Technik ist. Turm B5 Schach, Turm A5, den Turm. Am Endeffekt ist doch Lachs. Im Endeffekt ist Lachs natürlich, aber ich rede ja nur von Technik. Ha, jetzt hat er es auf einmal gefunden, wo du es gesagt hast. Ihr seid Okay. schuldig, wenn ich den Wecker nicht höre, sagt kleiner Phönix. Der kommt einfach nicht mehr weg. Ja, das musst du dir zu Ende anschauen. Das ist zu spannend. Turm F8? Ach so, will er das machen, okay. Ja, es ist Hauptsache kein jetzt, Patt. also, wen haben wir jetzt? Martin. Martin, bist du bereit? Martin und Heskeller. Ihr müsst es jetzt rausreißen. Ihr müsst es jetzt rausreißen. Ein Remis und The Big Greek gewinnt. Das Team von The Big Greek gewinnt. Wie steht's? Ja, 8-6. Doch. Frag doch, wie es steht. Zwei Partien noch, oder? Zwei Partien noch, ja. Moment mal, wir haben noch gerade. Moment mal, wer hat denn gerade. Welche Partie haben wir denn verlegt gerade? Die Till-Roman gegen. Krusty? Aber Krusty ist jetzt. Moment, wer ist Da steht Krusty? Krusty jetzt bei dir. Warum steht da jetzt Krusty? Ich dachte, Martin spielt. Ich bin Krusty? verwirrt. Ne, hier steht Ersatz steht, Krusty spielt für Nordkap, sagen die Mods. Okay. Danke, Mods. Super Arbeit. Okay. Moment. Ich will nur schauen, Wie dass jetzt. gut ist der Krusty? 16:02, okay. Ja, gut. Dann. Aber das müsste eigentlich du entscheiden. Also. Naja, die Mods haben jetzt das schon. Ich weiß nicht, ob. Weil ich hatte ja eigentlich Martin den Spot zugesichert, deshalb war ich jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich weiß nicht, ob Martin jetzt irgendwas noch gesagt hatte. Aber vielleicht doch nicht. Ob er vielleicht doch Also wir nicht können will. gerne zuerst Nico Brody gegen Haskeller spielen lassen. Mir egal. So. Bist du noch am Quatschen jetzt gerade mit deinem Mod? Nee, ich warte noch, ob Martin noch mal was sagt. Aber ansonsten, ja, dann, ich glaube, Krusty war auch noch nicht dabei. Und ja, dann machen wir die Ja, Partie wir jetzt einfach so, wie es ist. machen wir erstmal Hasskeller. Wir überspringen erstmal Nee, 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 Nordlagen. lass uns die Partie machen. Lass uns Haskell am Ende machen. Das ist ja Wer dann jetzt die klärt das hier? Top-Partie. Bitte? Mir egal. Ja, lass uns jetzt Krusty machen. Okay, Till Roman gegen Krusty. Okay, also ihr könnt euch herausfordern zu, was haben wir, 5 plus 3 nochmal, ne? 5 plus 3? Die sind Ja. unter 1800, 5 Genau, plus 5 3. plus 3. Moment mal. Da steht Martin Co. Till Roman. Ach, Partie abgebrochen. Okay. Achso, weil es jetzt erst die falsche Paarung war? Okay. Martin, du bist dann beim nächsten Mal dabei, okay? Dann musst du auch nicht so schnell einspringen. Obwohl es natürlich jetzt dasselbe ist für Krusty. Aber Krusty. Krusty hat er, glaube ich, auch noch nie im Sub-Battle, war noch nicht dran. Martin, glaube ich, schon. Insofern. So, ja, fordert euch bitte raus und mutet euch dann, Freunde, Krusty und Tilroman, und dann auf geht's. Krusty der Clown. Krusty mit Weiß. Wir haben noch zwei Weißpartien. Zwei Weißpartien. Habt ihr zwei Weißpartien? Ja, Schön. weil wir übersprungen hatten. Kann doch alles passieren. Kann noch alles passieren, aber es kann auch alles schief gehen. Von daher
Wir werden es herausfinden. Es geht ins Finale. Aber krass, kein einziges Remis bisher, ne? Remo los, ey, Alter, was ist mit dir los? Nochmal 5 Subs. Absolute Ehre. So, was ist jetzt hier? Legendär. Haben sich die beiden, finden Danke sich die dir. Beiden. Ihr müsst euch ich herausfordern, nicht. Freunde. Krusty und Till Roman. Fordert euch heraus zu 5 plus 3 und los geht's. Wir können nicht länger warten. Die On fucking Spannung fire. ist zu zum Greifen. Sie ist zum Greifen. Okay, auf geht's, Jungs. Was ist ja, los bei euch? Haben sich aber immer noch nicht herausgefunden. Paart euch jetzt endlich. Paart euch jetzt endlich. Niklas muss ins Bett. Ja, echt mal. Echt mal. Ich klinge wie so ein Assi. Wie so ein Assi. Echt mal kann man doch sagen. Ich weiß nicht. Eigentlich sage ich das nicht. Aus gutem Hause, der Niklas. Ja, Jungs, also wenn es nicht hinbekommt, dann muss jetzt doch Martin rankommen. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Fordert euch bitte heraus. Was ist denn los bei euch? Wir können auch zuerst, wie gesagt. Nee, ich möchte schon die Top-Partie dann von Heskel am Ende sehen eigentlich. Aber wenn das hier echt nichts wird mit den beiden Freunden, dann weiß ich auch nicht. Woran liegt's? Woran liegt es? Also heute ist echt, ja, heute ist echt ein bisschen der Wurm drin. Wie heißt dein Spieler jetzt? Krusty? Krusty, mit 3S. Mit 3S, mein Gott, deswegen suche ich schon wieder doof. Ja. Noch beide online. Ja, ich weiß auch echt nicht, wo das hängt. Jetzt hat Krusty eine andere Partie angefangen gegen Cerebrum 166. Ich glaube, Krusty ist jetzt komplett lost. Martin, kannst du doch einspringen, Martin? Okay, dann machen wir die andere Partie zuerst. Das ist jetzt, machen wir die andere Partie zuerst. Also, Heskeller, bist du ready? Sorry, dass jetzt doch ein bisschen plötzlich ist. Nico Brody ist nicht online, das ist natürlich wieder schön. Jetzt ist. Gott. Der war aber eben noch online. Oh je, das ist jetzt hier nochmal zum Finale. Jetzt ist er wieder online, jetzt ist er online. Kriegen wir es hin, oder was? Nee, der ist im Stream. Der hat okay, sofort reagiert, als ich gesagt habe. Okay, jetzt. Okay, Yo. Traum. Ja, das läuft. Auf geht's. Heskeller, let's go. Heskeller, Nico Brody. Bitte muten und ab geht die Post. Haut rein, Jungs. Uncertainty 42, danke dir für den Prime. Ja, ich liebe euch beide. Wir lieben dich auch. Okay, Karo Kann, Vorstoß, Lauf für 5, Springer 3, Lauf für 2. Wir brauchen einen Sieg. Wir brauchen jetzt einen Sieg. Ja. Ein Remis bedeutet die Niederlage. Alles oder nichts. Auf ja, aber Remis geht das dir eh nicht aus heute. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin mal gespannt, wie gut Nico Brody diese Variante kennt. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Bisher sieht es vernünftig aus. Springer kann hier nach B3 oder A4, A5, C5. Ja, spielt das schnell. Ja, Martin, erstmal schauen, wie diese Partie ausgeht. Eins nach dem anderen. Er nimmt da. Springer C6 ist gut, greift E5 an. C4 scheint alles Theorie zu sein, ich habe keine Ahnung. Ja, sieht vernünftig aus. Ich verwechsle auch immer die ganzen Varianten. E5 hängt. Das ist schön, aber man kann hier dann ein schnelles B5 Schach geben, oder? Wenn man auf E5 schlägt und dann auf D5 und. Der Springer kann ja zurück, ne? Ja, stimmt. Eigentlich ist kein Problem, ne? Bringt aber so Schwarz spielt sehr schnell bisher. Ja, 3 Minuten noch. Volle Zeit. Er schlägt jetzt direkt auf D5, okay. Aber die Dame kann einfach schlagen. Sieht, nee, Bauer schlägt ist verkehrt. Bauer schlägt ist verkehrt. Jetzt Läufer B5 Schach, Turm Ehrenschach. Jetzt kommt ja alles mit Tempo. Ja, aber Läufer E7 geht doch noch. Ja, es ist okay, aber jetzt hat man einfach den einzelnen Bauern. Dame schlägt D5, sah schon sehr gut aus für Schwarz. Ja, okay. Zeitvorteil, das ist wichtig. Okay, Dame E2 muss er dann Läufer E6 machen, oder was? Okay. Ja, damit zwei Läufer E6 wäre auch in Ordnung gewesen. Springer B3. Okay, Rochade jetzt mal geschafft. Ja, diese Stellung sollte etwas besser sein für Weiß, ne? Ja, Läufer E3. Aber auch nicht so viel los. Der Läufer kommt nach F6. Oh, ich muss mich kurz bedanken an Certainty
10 Gifted Subs in die Community. Uiuiui, Ihr seid absurd, heute, was geht ab? meine Güte, heute so spendabel hier. Ich glaube, wir müssen jede Woche so ein Sub-Battle machen, Niklas. Also, das ist ja unfassbar, was hier abgeht. A6 provoziert jetzt, dass Weiß auf C6 schlägt. Ich hatte sowieso schon darüber nachgedacht, aber wahrscheinlich bringt es gar nicht so viel. Vielleicht Läufer D3 besser. Ja, Läufer D3 gefällt mir besser, damit Schwarz weiterhin den einzelnen Bauern hat, der zur Schwäche neigt und von Weiß gut angegriffen werden kann. Turm nach In dem? D1. Dame D7 war irgendwie besser wahrscheinlich, ne? Um mit der Dame zu tauschen, zu schlagen. Also. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Der Bau auf B2, den muss man irgendwie auch decken oder Ja, halten. gut. Er kann Springer D4 spielen einfach, ne? Ja. Aber gut, Springer E5. Springer E5 wahrscheinlich, ne? Ah, Springer E5, Springer C4 ist ein schönes Manöver jetzt. Ja, Also er das darf nicht zu lässt viel tauschen hier, Leute, ne? Weil er hat die schlechtere Struktur, weil er hat einen schlechten Bauern auf D5. Deswegen, wenn er jetzt alles tauscht einfach, dann ist er einfach in einem schlechten Endspiel, Leute. Besser Springer E5, Springer C4, den Springer aktivieren. Ja, das sieht sehr sinnvoll aus jetzt. Und vor allen Dingen Springer C4 greift auch den Läufer an auf E3 und den Bauern B2 und Ja. stellt Probleme. Wenn das zu übersichtlich wird, dann ist es wahrscheinlich besser für Weiß. Vor allen Dingen mit der Zeit, eine Minute mehr, Heskeller nur noch eine Minute 15. Niklas wird nervös, ich sehe schon. Naja. Eskeller 1 Minute 5. Spring E5, die Stellung gibt nicht so viel. Dame B3, vielleicht ein guter Ah, Versuch gegen ja, B7, guter hatte ich auch Greif. nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Starker Zug. Aber Dame D7 halt alles gedeckt und Springer C4 rennt nicht weg, ne? Ja, den Insofern. B7 darf man nicht einfach so hergeben, weil der C-Bauer dann zu stark wird. Ja, stark reagiert, Dame D7, gute Partie bisher von den beiden. Deck B7. F3. Schwächt ein bisschen, ne? Er will den Läufer nicht Ja, er abgeben, will auf F2 spielen, ja. aber hat seinen Preis, weil der König geschwächt wird. Okay. Jetzt könnte Schwarz versuchen, irgendwie auf den. Ja, macht er auch Turm C8, geht auf den C5, droht aber noch nicht zu schlagen gegen Springer E6. Springer E6, komischerweise, ja. Und dann wird der Läufer geöffnet. Aber was macht Weiß jetzt in der Zwischenzeit? Turm Dame D1, Dame C2, Dame okay, Dame C2. C2. Ah, mit der Idee B3, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Dame C2, schöner Zug, ja. Und dann B3 und den Springer da wieder wegkicken von C4. Nee, Heskeller spielt eine gute Partie, finde ich, insgesamt, aber die Zeit macht mir hier große Sorgen. Ja, Turm F8 wahrscheinlich jetzt oder G6, okay, wieso nicht? Ist okay, verhindert Springer F5. Ja. Aber der Turm auf F8 spielt noch nicht mit bei Schwarz und genau, bei Weiß der Turm auf A1, den spielt er, den bringt jetzt ins Spiel. Turm D1, guter Zug. Er muss jetzt B3 den, läuft nicht weg. ja, der Turm muss langsam mal ziehen hier. Macht er Macht er jetzt auch. auch. Macht er. B3, ja, Kann man machen. kann man machen, ja. Wieso nicht? Springer A3 oder sowas. Ja, ich denke schon nach E5. Ja, gut, Springer A3, Springer B5 geht auch. Ja. Ja, weil Aber er C5 muss ist. schneller ziehen, das, sonst, das wird, Stimmt, du hast recht, das wird eine ja. Der ist zu Katastrophe. langsam. Das wird eine Ich glaube, Katastrophe sonst. Springer A3 ist ganz stark hier. Macht er aber nicht, okay. Ist egal. Er hat eine Minute Vorsprung. Das Ja, ist das ist das heftig. Wesentliche in dieser Blitzpartie. Läufer G3. Ja, es fühlt sich ein bisschen löchrig alles an. Fühlt sich alles ein bisschen Ja, löchrig aber an. Weiß hat die bessere Struktur. Aber auch ein paar Felderschwächen. Nicht leicht zu spielen. Für Schwarz, glaube ich, Nee. leichter zu spielen. Er kann. Findest du? Ja. B6 zum Beispiel ist nicht gut. Ist es nicht? Das geht doch gar nicht. Wie, Doch, warum? geht. Ja, aber das gibt dem Gegner B6. einen Freibauern. B4. Ja, aber er kriegt das Feld C4 wieder, ne? Oh, 13 Sekunden. Ah, oh, ja. Nee. Okay, nimm raus, Springer C4, dann denkt er, ja, aber das Problem ist, du kriegst C6. Nee, nicht wirklich. Wegen Läufer D4. Was macht A5 der macht er erstmal. denn? Ja, ist Das auch nicht ist zu schlecht. viel. Das ist zu viel, was er da macht. Finde ich nicht. Ich finde, er spielt das ziemlich gut hier. Ja, wie eine Ziemlich gut. Maschine fast schon. Für eine Maschine. C6 und jetzt kann er einfach Das auf geht in D4 Läufer schlagen. D4, Ja, Läufer klar, D4. natürlich, natürlich. Ja, aber die schwarzen Felder. Es gibt Hoffnung für Schwarz. Weiß. Springer Es, E3. Nee, geht gar nicht. ja, Sorry, sorry. was heißt Hoffnung? Also, ich habe einen Bauern weniger, keine Zeit und einen offenen König. Turm E1, gut, jetzt immer in die Festung, auf die Festung gehen. Turm B1, okay. Springer C2. Springer F5. Oh, Springer Turm C2, Läufer F2. F5 war unglaublich stark gerade. Scheiße. Schade. Läufer F2, verteidigt nochmal alles. Aber er Ja, muss das das ist. gewinnen. Wie soll er das denn gewinnen hier? Ist Weiß ja. ich nicht.
Turmstück D5, okay. Turmstück D5. Ja, klar. Na klar, Turm B2. Und dann, ja, Turm E2 und der König kann weglaufen, ne? Turm E2, Turm F1, Springer E3 ist Game Over. Er schlägt auf A3, ein bisschen in die falsche Richtung, aber Turm A1, ja, macht das, Springer C4. Naja, Läufer D4, jetzt müssen wir nur den Läufer auf die Diagonale stellen. Turm C5. Naja, traut sich nicht, Turm E2 zu spielen, aus irgendeinem Grund, ne? Noch nicht, jetzt Ah, leider. jetzt aber, Ja, zum Glück. Nee, Moment mal, Läufer. jetzt ist Schluss. Ist doch Blockmatt, ne? Ja, aber Blockmatt. Turm König F1. Ja, aber es geht nicht weiter, ist doch matt. Ah, ja gut, aber das kann man ja abwehren, ne? Also F6, F5, irgendwas. Ja, das matt. Er hat ja genügend Zeit, das ist das Problem. Sollte er sehen. F6 sieht gut aus, weil. Gut, man kann noch Turm B1 dann Ja, probieren. klar. Oh, Hä? Turm schlägt C4. Oh, joi, Na, es geht, es geht, es Herr geht, der Eskeller. Ah, Läufer es hängt, der geht nicht, Läufer der hängt, der Läufer Läufer hängt. hängt. Ah, der läuft. Ach, schade. Oh, ich habe schon zu früh frohlockt. Ah, ja, okay, das war's. Also das sollte er mindestens Remis halten, wenn. Ja, ne, Ja. ja, gut, klar. Ja, gut, klar. Ja, G5 sollte er spielen, damit die Bauern nicht vor können. H3. Ja. F5? Naja. Gut, also das sollte mindestens Remis sein und das wär's dann. Das wär's dann, Das wär's dann. ja. Ah, schade, Turm steht C4, gute Idee, aber es hat nicht. Ich Also, hab's aber auch nicht gesehen, im sage ich. Ausgleichssinne hat es. Und Ich jetzt hab's muss aber er auch echt nicht. aufpassen, dass er nicht verliert. Ja, jetzt lässt er ein bisschen zu viel Luft hier rein. Ja, ich glaube, es ist noch okay, aber es ist echt, diese Naja, Turmspiele ist sind immer okay. lästig. Einfach nichts machen. Ja, er wartet ab. Ja, König E3 überhaupt. König E3 muss er machen mit der D Turm D2 Schach. Nicht so. König E3 Turm D2 Schach, das ist König die E3 Idee. sieht fies aus, ne? Man muss wahrscheinlich den König nach F2 stellen. König F2 wäre besser. Jetzt König E3 ist schon ein enormes Ich Problem. Das ist glaube, das ist einfach. gewonnen. Einfach König E3. Obwohl Turm B3 Schach, Turm D3, Turm B5 geht vielleicht noch. Turm D3, Turm B5, Turm D2 Ja, und dann zurück. und dann König F4. Und dann König F4, König F4, ganz simpel. ja. Ja, das stimmt. Starke Partie hier, ey, von Nico Brody. Meine Güte, König G3. 0-1. Okay, Auch er nicht wartet ab. schlecht. Ja gut, das macht er. Ach so, und Turm E3, ne? Turm B3 ist die Idee. Turm B5, gute Verteidigung nochmal. Jetzt Turm F2, ja. Alter, voll die Maschine hier. Okay, das war's. Starkes Spiel von Nico Brody. Bombenpartie, meine Güte. Ja, was macht er denn da? Das ist ein bisschen ungenau. Egal. Ja. Dieses Jahr gut ist auch mal geil, ne? Ja gut. Oh Gott. So ein typisches Fußballer-Interview nach dem Spiel. So, ja gut. Ja gut. Warum hast du verloren? Ja gut. Ah, okay, gut gekämpft, Heskeller. Okay, Glückwunsch. Glückwunsch an Nico Brode, ja, echt eine sehr starke Partie. Und Remus, Glückwunsch danke nochmal an für dich die und dein weiteren Team. Subs. Dankeschön, Dankeschön. Meine Güte, was für eine geile Partie von Nico Brody. Also ich muss sagen, das war eine richtig saubere Partie. Richtig stark. Ja gut, es war dann nochmal Remis, aber Wo? naja, Achso, also im das Spiel, Turmspiel ja. war Remis, klar. Aber ist, ist auch schwierig dann zu spielen mit so wenig Zeit. Okay, Ah. das heißt, wir haben noch eine Bonuspartie, die lassen uns natürlich jetzt auch nicht nehmen, aber es geht nur um die Gegen goldene Martin. Ananas. Spielt jetzt gegen Martin, wird geschrieben. Martin. Und die haben sich ja schon herausgefordert. Ah, die Wahnsinn. sogar schon losgelegt. Okay, eine Legt direkt Bonuspartie hier los. noch für die Ehre. Muten, loslegen. Haut rein. Wir haben schon Viertel vor 12, ey, krass. Gute Nacht, Rasul. Wie steht es eigentlich? 9-6? 9-6. Danke für die 100 Bits, Marian Hasi. Das ist schon das zweite Mal heute, ne, dass du 100 Bits verschenkst. Danke dir. Okay, was haben wir hier Feines? Zwei Springerspiel, D3. Folgt deinen Empfehlungen, Georgis. Wirklich? Wahnsinn. Italienisch. Das schöne, alte, klassische Italienisch. Komplett symmetrisch. Das ist doch. So wird immer gespielt. A6 jetzt, komm. Läufer A6. G5 hätte man mal machen können, ne? Ja.
Oh, jetzt Läufer G5, auf geht's. Will er nicht? Läufer G5 ist unangenehm. Die Sp Ja, gut, Läufer E6 hat man immer noch, aber man kann zumindest mal was andeuten. Egal. Der Angler sagt, jetzt aber schnell. In 15 Minuten gibt es einen neuen Haftbefehl. Track. Track? Track. Okay. Song. Lied. Ja. Musikstück. Musikstück. Ja, wir beeilen uns, damit wir alle rechtzeitig zur Premiere dann von dem Haftbefehl-Track am Start sind. Ja. Schwarz wollte diese Fesselung unbedingt über sich ergehen lassen und Ja, jetzt sagt man sie. hätte mal H6 machen können. Okay, das ist nicht sein Ernst, oder? Er lässt es einfach zu und weiß, nutzt die Chance auch nicht auf F6. Obwohl, nee, man konnte schon schlagen, ja. Und dann auf E6 schlagen. Ja, die Fesselung ist unangenehm, Leute, merkt euch das. Lasst das nicht so ohne weiteres zu in der Ah, Intermission. jetzt vor allem, wenn man schlägt, dann gibt es eine andere Festung. Das Naja, ist auch problematisch. weiß. Läufer D5, Läufer D5 und der Springer kann nicht weg. Ja, wegen der Muss man damit die Festung. 7 machen Ja, schon. und dann schlägt Weiß wieder auf F6 und ist noch schlimmer. TBG, bitte auf Haftbefehl reagieren. Sorry, Leute, das ist Rap-Musik, oder? Was ist das? Nee, Gangster-Rap oder was? das ist Opa. Ich wusste gar nicht, dass Niklas auch mal einen trockenen Witz bringen kann. Ja gut, wenn du so fragst, ne, ich meine, was soll ich sagen? Ist Opa, sagt er. Okay. Also witzig war es jetzt auch nicht, wieder nicht. Geht man Okay. übrigens mit den F-Bauern, um die Felder E5, D5 und F5 zu decken, Ja, ne? genau. Weiß sollte hier nicht tauschen und Schwarz sollte mit dem F-Bauern schlagen, um die Felder zu decken. Man könnte hier übrigens auch Läufer D2 und dann Springer H4, Springer F5. Aber auf Matt zu gehen gefällt mir auch. Springer Ja. D4 droht bereits. Schwarz muss unbedingt den König zur Seite ziehen, sonst ist es gleich Feierabend. Ja, das ist eigentlich schon fast komplett Oh, lost. Springer D4. Springer D4 wäre ein sehr ästhetischer Zug gewesen, um die Qualität zu gewinnen. Damit G4 Schach, ne? Droht hier. Ja, Aber genau. Springer F5 ist natürlich auch kein Zuckerschlecken für Schwarz. Nee, das ist ja auch mehr oder weniger ist ja Game Over. Springer F5, Läufer G7, Dame G4. Es kommt ja alles, das spielt sich ja wie von alleine. Wie von selbst auch. Wie von selbst auch, ja. Spielt sich wie am Schnürsenkel. Nee, am Wie am Schnürchen. Schnürchen. Ich dachte, du machst einen Witz. Ja, war es auch so halb, weil ich wusste, es ist nicht ganz richtig. Ja, Martin, auf geht's. Niklas Mit. Huschen, Beth Harmon. Auch ein geiler Gegner. Ja. Dame G4 ist ungenau, weil dann Schwarz noch Dame G8 spielen kann und der Damentausch würde Schwarz helfen, aber jetzt nach Dame G8 kommt Läufer G7 und deshalb ist die Katze hier ziemlich im Sack. Nach Springer E7 muss man noch ein bisschen Genauigkeit walten lassen, dass man nicht direkt Dame G4 spielt. Obwohl Dame G4 gewinnt auch, aber Ja, kann Dame auch. G4 ist schon 1-0 gleich, oder? Ja, man könnte auch mit Läufer G7 noch anfangen, das wäre noch saftiger. Springer Ja, dann. D4 ist ähnliche Geschichte. Die Frage ist, ob er sieht. Dame G4 gewinnt, weil es droht Dame G7 matt und auf Dame G8 kommt Läufer G7 und auf Ja. Springer schlägt der 5 kommt Dame G7 matt. Nee, nee, nee. Nach Springer schlägt der 5, kommt E E schlägt schlägt der der 5. 5. Ja. Sorry. Und dann droht matt und der Turm hängt. Der Springer deckt ja das Feld G7, klar. Wow, wir haben immer noch über 1200 Zuschauer hier beim Sub-Battle. Was? Bei mir sind schon irgendwie 100, 200 Zuschauer weg inzwischen. Die Entscheidung ist gefallen. Ja, da sind die direkt abgehauen. Ja, cool, dass ihr alle noch dabei seid, auch zu später Stunde, Freunde. Das geht hier wieder echt in die bis in die Puppen. Aber das sind auch immer einfach spannende Dinger und knappe Dinger. Und heute, ja, es musste so kommen irgendwann, dass die Streak gebrochen wird. Heute ist Ah. es soweit. Endlich mal wieder gewonnen, Sub-Battle ich. Ja. Oh. Aber du führst ja immer noch 3 zu 2, ihr Ich führt führe immer immer noch noch 3 zu drei zu 2. zwei, ja. Okay, jetzt ist es durch. Hat er Mehr oder weniger. aufgegeben? Nee, noch nicht. Aber der Turm, gut, er verliert den Turm. Ich hatte hier gesagt, Weiß hätte auch mit dem Schach anfangen können, dann Dame G4. Ich glaube, das wäre auch sehr giftig gewesen. Aber so ist es auch. Ja, er rettet sich. Es ist kein Matt, aber es ist ein Turm weniger. Oh, Turm G6. Jetzt kann Weiß auf F7 schlagen oder E7 spielen und holt sich ein neues Dämchen. E7 sogar noch besser. E steht auf 7, hatte Schwarz noch D5. Und jetzt nach Turm G8, Läufer F8. Kommt hier eine neue Dame.
Ja, Sanja Potta, natürlich steht die Belohnung fest, das hatten wir schon festgelegt. Niklas muss jetzt Dienstag Sparta Grand Prix mal mitmachen, unser Schweizer Systemturnier, und muss es live streamen. Das hatten wir gesagt. No? Ja, so ist es. Sparta Grand Prix beginnt aber leider schon um 7 Uhr, mein lieber Niklas. Da musst du mal eine Stunde früher streamen. Das schaffe ich. Das kriegst du hin, ne? Teil der Tüste ist auch immer um 7, von daher ich kenne das schon. Ah. Okay, das Ding ist durch. Martin, schöne Partie, schöne Partie. Ja, die Fesselung, das war echt ein Musterbeispiel dafür. Diese Fesselung, die wir auch häufiger heute in dem Stream gesehen haben, auf Ja. der Diagonale. Und dann wird er nochmal angegriffen, dann entsteht diese Schwächung des Königs und das war hier das große Problem für Schwarz. Hier, wenn Schwarz mit dem F-Bauern auf E6 schlägt, dann wäre noch alles in Ordnung. Aber dann typischer Angriff hier über die G-Linie und das genau möchte man vermeiden. Jetzt kennt es Teleroman auf jeden Fall und viele von euch kennen es auch. Und dann könnt ihr versuchen, das in eigenen Partien zu vermeiden bzw. anzustreben mit der anderen Farbe. Okay. Das war's. Wir sind durch. Ja. 9 zu 7 der Endstand, ja. Ein Punkt Unterschied. Die Chancen waren da, aber ich meine, letztendlich muss man sagen, geht es komplett in Ordnung. Ja, wir hatten ein, zwei Partien Glück, ne? Mit diesem Grundreinmatt, ne? Ja, das war eine Partie, aber es Das war ging auch heftig, das war andersrum heftig. teilweise. Aber das war schon ein klarer Turnaround, das stimmt. Ja, da habe ich noch gesagt nach der Partie, uiuiui, nicht, dass das am Ende den Unterschied macht. Jetzt hat es quasi einen Unterschied gemacht, aber das ist auch okay. Ja. Und ja, ich werde dann dabei sein. Ich weiß noch nicht, ob diesen nächsten Dienstag oder vielleicht schon nächsten Dienstag bei der Sparta Arena. Ich gebe dir nochmal Bescheid. Ja, genau. Gib mir bitte Bescheid vorher, mir persönlich. Ja, Und dir persönlich, ganz dann persönlich. auf Discord oder so und dann mache ich Ja. dafür Werbung, dass du mitspielst. Ja? Okay. Okay, wunderbar. So. Jetzt alle zu Haftbefehl, ja, genau. Alles klar. Okay, ja, Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. TBG, wieder ein hervorragender Ein Co-Host. Fest, ein Fest. Ein, ja, eine Ich bin ziemlich Freude. K.O., muss ich sagen. Ich bin ziemlich Ja, K.O. gut, noch. also, wir haben so viel gelacht, das erschöpft natürlich, ne? Das ist Ja. klar. Und wie lange gestreamt? Seit 19 Uhr ich? Ach so, ja, du bist ja 5 fünf Stunden Stunden fast. quasi. Fünf Stunden. Eieiei. Deshalb Ja. fange ich um 20 Uhr an, genau aus diesem Grund. Und mich Okay. erschöpft zu sehen am Ende, du Sack. Genau. Nee, So. da bin ich noch Power-Up. Chris G, Ich. danke dir für die Unterstützung. Und ja, dann machen wir Schluss, ne? Wünsche dir gute Ja, Nacht und dein mach's gut, mein Lieber, ne? Wir sprechen. Chat. Genau, wir sprechen und machen das sicherlich bald wieder. Also, ja, ist immer wieder eine schöne Sache. Okay, Liebe mach's gut. Grüße an dich und an deine Zuschauer. Macht's gut, Leute. Okay, ciao. So, das war erstmal das Tschüss natürlich an The Big Greek. Noch nicht das Tschüss an euch, denn wir haben noch einen letzten Akt, den ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr vergesse. Früher habe ich das immer vergessen, ne? Früher habe ich das immer vergessen, die Leute zu raiden. Und das machen wir diesmal richtig. Und da sehe ich doch Dr. Berger Berger. Das passt immer ganz gut mit Dr. Berger Berger, weil der startet dann immer ein bisschen später erst. Und den können wir mal wieder raiden hier. Ich denke, das passt ganz gut. Janistan ist auch am Start, spielt Among Us mal wieder. Spielt er mehr Among Us als Schach? Ich glaube, Jan sehe ich sowieso wenig Schach spielen. Wir haben Alireza, den haben wir neulich erst geradet. Hikaru auch neulich erst geradet. Insofern, ja, ich denke, das passt. Okay. So, wo kommen wir denn jetzt hier weiter? Ah. Ich bin noch, ist alles noch ein bisschen neu. Ich habe seit heute einen zweiten Monitor. Ah, deshalb schaue ich hier mal rüber. Okay. Raids vergessen tut weh. Ja, Timo, ich weiß. Okay, Freunde von Twitch, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, nächster Stream am Dienstag. Habt noch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Und unsere Freunde von YouTube, für euch gilt natürlich dasselbe. Auch, ja, wow. Schön, dass ihr so lange hier bis zum Ende dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und dann am Dienstag ist der nächste Stream. Und ja, schönes Wochenende und so weiter.